Du Okay, sorry, begreifst das nicht. Anas macht Gehirnakrobatik. Urban, kannst du wieder wiederholen, was da steht, damit er es Tapete, endlich Tapete, mal richtig Verkauf, versteht? Tapete, Verkauf, Tier gegen Tiere. Genau, und du sagst weiß gegen schwarz. Das heißt, beide Wo sind steht hier Tiere in deiner weiß? Wo steht Interpretation. hier weiß? Wo steht hier weiß? Das hat doch vorher der Sheikh Nein, Beibu da oder wie der steht heißt nicht gesagt. weiß. Da kam ein Sklave, ein Sklave wurden gegen zwei getauscht. Hier steht nirgendwo, dass es ein Weißer ist. Da steht Okay, kein nirgendwo. Problem. Das heißt, du hast jetzt zwei Interpretationen. Nein, Entweder. hier steht nirgendwo weiß. Hier Okay, steht, dass ganz ruhig. Sklaven getauscht wurden. Aber das ist sogar Nirgendwo noch steht schlimm. hier weiß. Okay. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten. Jetzt gehen wir mal logisch durch. Ich muss kurz reingrätschen. Ich muss ganz kurz reingrätschen. Dieser Hadith, was Urban gezeigt hat, ich mach dich mal groß, ganz kurz, zeig mal. Zeig das mal bitte. Dann warte, es geht ja noch weiter. Guck Ja, mal. warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte kurz, warte. Check So, das. Ich weiß, selling animals for animals, ich kenne das schon. Ja. Und du kannst ganz klar sehen, dass Mohammed zwei Sklaven für einen getauscht hat. Richtig oder Der falsch? beste Mensch aller Zeiten war Sklavenhändler. Der beste Mensch aller Zeiten. Sahih Muslim, genau. Ja Und jetzt gut, geh mal aber ganz hoch. nein, Warte, Vorsicht, warte Leute. kurz, Warte, Anas. Leute, schaut Warte mal, kurz, Anas. ihr könnt Warte, nicht. Anas. Nein, Warte. nein, schaut mal, Leute, Warte. ihr müsst euch so vorstellen, ihr katapultiert ja eure eigenen Leute aus der Religion raus. Ihr könnt ja nicht sagen, Nein, vor du lügst, 2000 hör Jahren. auf, die ganze Zeit komisches das Zeug zu Nein, erzählen, nein, nein. bitte. Ihr könnt ja Warte, nicht. warte, Prophet warte, ist kann ich. allzeit, das ist dein Vorbild für Anna, alle Zeit, nicht Anna, nur Anna, 2000 komm mal. Jahre. Hör auf, Dein ja, Prophet aber. Okay. ist bis heute dein Vorbild, Flex, nicht vor Flex, 2000 moderier Jahren. mal bitte richtig. Es soll immer nur einer reden, Flex, Bruder. Alle durcheinander, das wird Doch, nichts bringen. ich weiß, ich Ja, weiß, moderier mal ich richtig. weiß. Und guck mal, Angelo will hoch. Den kannst du eigentlich hochlassen. Der ist ja auch immer sehr anständig. So, Babu, if you want to speak, wir machen das jetzt, wir moderieren jetzt anständig, weil so geht das nicht, Leute, wenn jeder dazwischen redet. Babu, you can speak. Danke. Ja, also ich werde jetzt nicht über das, was er gesagt hat, über Schwarze und so, ich werde allgemein über Sklaven reden. Mohammed war für die Sklaverei, der hat selbst Sklaven nicht nur verkauft, sondern Sklaven gemacht durch seine Kriege. Der hat einen ganzen Boom! Dorf ausgelöscht, Boom! Knockout! 700 bis 900 Kinder getötet, die Leute verkauft und dann Waffen gekauft mit diesem Geld. Der hat sich mit seiner Frau gestritten, als sie ihre Sklavin befreit hat. Der hat gesagt, hättest du lieber deinen Onkel gegeben, damit die sie, ja, ihr wisst was, und damit die weiter Sklavin bleibt. Das wollte ich nur sagen. Das ist das, was mich geschockt hat am Anfang, waren die Sklaven, weil ich dachte, dass der Islam die Sklaverei verboten hat. Und dann höre ich von meiner Oma, die erzählt mir, dass sie Sklaven hatte. Und dann meine Mutter erzählt mir, dass sie von Sklaven so groß geworden. Und ich war schockiert und ich habe immer gefragt und ich hatte nie eine Antwort. Und langsam, wo ich recherchiert habe, habe ich verstanden, dass die Sklaverei noch nie verboten war in der Islam. Eine Frage, Babu. Eine Frage, Babu. Bist du Ex-Moslem? Ja, oder? Ja. Ich Ah, glaube okay. Okay, nicht mehr. sehr Und gut, das, sehr gut. Verstehe. was Mohammed gemacht hat, also seine Biografie, das, was er alles gemacht hat, die ganzen Kriege. Der hat 89 Kriege gemacht. 89 Kriege. Der hat so viele Leute versklavt. Der hat. Ich dachte, er ist der beste Mensch, der je gelebt hat. Ist genauso schlimm wie Sehr jeder seltsam. Kriminelle. Das ist das, was mich immer. Die sagen immer, ja, aber der hat doch Leute getötet. Hitler hat so viel getötet. Und die sagen, ja, ich sage, Hitler ist ein Kriminell. Kannst du sagen, dass Mohammed ein Kriminell ist? Nein, kannst du nicht. Und das ist der Unterschied. Egal, wer das gemacht hat, wenn er was Schlimmes macht, ist er ein Krimineller. Punkt. Danke. Hallo? Ich bin gleich da, Jungs. So, jetzt machen wir weiter. Dr. Scherich, kannst reden. Ja, gut, okay. Wie gesagt, wenn ich gerade zu Hause wäre, wäre das richtig, richtig geil gewesen. Aber guck mal, es gibt den Bericht von Umar, okay, wo er sagt, wo er seine Sklavin, seine Bedenke, seine schwarze Sklavin mit ihr Sex gehabt hat. Und daraufhin war sie schwanger. Und er hat die ganze Zeit Allah angebetet, dass dieses Kind, was in dem Bauch dieser Zigarette mit dem Auto sitzt, er hat zu Allah die ganze Zeit gebetet, dass dieses Baby, was in dem Bauch dieser schwarzen Sklavin war, bitte doch nicht von ihm sein soll. Warum?
da weil er keine Verwandtschaft bzw. Blutlinie haben möchte von schändlicher Abstammung. Von schändlicher Abstammung. Geh mal darauf ein. Daraufhin habe ich dir gerade ein paar Sachen vorgelesen gehabt, worauf du eigentlich auch nicht geantwortet hast, wo Schwarze mit Krähen verglichen werden, wo das Klima angeblich dafür sorgt, dass sie deformierte Gliedmaßen haben, etc. Es gibt wirklich sehr, sehr schlimme Sachen in den Geschriften. Und ich finde das echt beschämend so. Ich finde das echt dreist von Anas, dass er hier auch kommt und sagt Sachen wie: Seid ehrlich zu euch selbst, die Leute sind nicht ehrlich, man kann euch nicht ernst nehmen, die ganze Zeit nur so Atomen am Angriff, genau wie bei Elia. Erst fängt er an, uns schlecht zu machen, so dass die Leute uns nicht zuhören, weil wir ja blöde sind anscheinend. Und danach, was macht er? Danach hält er erst seinen Vortrag und dann verdreht er alle Sachen um 180 Grad, bis die Leute unten sagen, Anas King, Anas King. Aber Leute, selbst wenn ihr euer ganzes Bürgergeld eintauscht und es ihm schickt, das macht aus einer Lüge immer noch keine Wahrheit. Wacht endlich auf. Und ich will mich hier nicht beschimpfen lassen, dass ich irgendwie schräg wäre oder so von Anas. Nur deswegen habe ich Ananas gesagt, fühl dich nicht beleidigt. Okay. Also gut, das werden jetzt meine letzten 2 Minuten sein. Also erstmal vielen Dank, dass ihr mich hochgeholt habt. Es geht so, also die Gespräche mit euch, ja, geht so, sind nicht so ganz so fruchtbar, finde ich. Also ich glaube, ich würde gerne mal mit The Punisher alleine reden, wenn ihr mir mal in diesem, weil ich komme ja nicht oft in TikTok live, das heißt, wenn vielleicht mit Punisher da mal einen Schlagabtausch führen kann, ich glaube, das ist zielführend. Auf jeden Fall, ich finde es gerne, können wir machen. Komisch. Also wenn, ganz kurz, okay, ich habe nur 1 Minute 20. Was wollte ich sagen? Genau, ich finde es natürlich ein bisschen komisch. Ich bin der einzige Muslim hier drin. Du lässt erst 3 Leute vor mich und dann bin ich der Einzige, der reden, als einziger Muslim, und du lässt 3 Leute, die gegen mich reden. Nein, wir haben unten einen Muslim. Deswegen muss ich gar nicht erst versuchen zu antworten, weil ich kann ja gar nicht auf 3 Leute antworten in 2 Minuten. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich denke, dieser Hadith ist mehr als eindeutig. Es gibt durchaus andere Sachen, die du anders interpretieren kannst, aber das ist halt für mich ein eindeutiger Hadith. Wenn es anders wäre, würde ich das ja auch offen zugeben. Das heißt, wenn es so wäre, würde ich sagen, ja, es ist im Islam so und so. Und ich sage dir offen und ehrlich, ich würde dann wahrscheinlich auch den Islam nicht annehmen. Also wenn es wirklich so wäre, würde ich den Islam nicht annehmen, weil das für mich keinen Sinn ergibt, dass du allein aus deiner Erschaffung heraus besser oder schlechter bist. Weil darum ging es ja beim Teufel. Also wenn man sich die Geschichte im Koran über den Teufel durchliest, da hat der Teufel gesagt, ich bin besser als er. Ich bin besser als Adam. Und dann hat der Teufel argumentiert, weil ich bin aus Feuer und er ist nur aus Erde. Und das war die erste Form in Form von Arroganz, in Form von Rassismus, weil er gesagt hat, ich bin aus Feuer erschaffen. Und Allah hat uns klar gemacht, ihr könnt doch gar nichts dafür, wie ihr erschaffen worden seid, wo ihr erschaffen, wo ihr geboren werdet, wie ihr geboren werdet, da könnt ihr doch gar nichts dafür. Und das war der Ursprung des Teufels. Deswegen ist das unmöglich, im Islam mit Rassismus in Vereinbarung zu bringen. Okay, ich habe 3 Sekunden. Trotzdem vielen Dank und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Anas Al-Burak, ey, Lügner, 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 Lügner. Du willst den Islam verlassen? Ich zeig dir aus, sei Muslim, wie dein Prophet gesagt hat, dass schwarze Kinder genetische Fehler haben, deswegen schwarz sind. Anas, mach mal deine Kamera an, ich fange jetzt mit dir an. Ich will dein Gesicht dabei sehen. So Leute, ich habe wenig Zeit. Warum habe ich so wenig Zeit? Nochmal, Sahih Muslim 16.02, der Prophet hat 2 Sklaven gegen einen getauscht. Das steht im Handel mit Tieren. Er hat Schwarze mit Tieren verglichen. So, gehen wir weiter. Hier finden wir die ganzen Hadithe, wenn ein schwarzer Sklave wegrennt, wird Allah keine Gebete von ihm annehmen. Oder auch sonst Schwarze. Guck mal hier. Der ist Sahih, Sunan An-Nasai 40.49. Wenn ein Sklave wegrennt, wird Allah von ihm keine Gebete mehr akzeptieren. Das heißt, Allah, der dich mit einem freien Willen geschaffen hat, will, dass du ein Sklave bleibst. Du darfst ja nicht mal wegrennen. Und es gibt unzählige Hadithe. Jetzt gehen wir weiter zu meinem Lieblingshadith. Hier. Das sind alles Hadithe, wo der Prophet rassistisch gegenüber Schwarzen war. Hier gibt es eine richtige Sammlung. Von Abu Huraira berichtet. So, gehen wir weiter. Gestützt auf die Autorität von Ibn Umar sagte ein Mann aus dem Wüstendorf, kam zu dem Propheten, sagte, oh Gesandter Allahs, meine Frau hat auf
meinem Bett einen pechschwarzen Jungen zur Welt gebracht und es gibt keinen schwarzhäutigen Menschen unter den Menschen in meinem Haus. Er sagte, haben Sie Kamele? Er sagte, ja. Welche Farbe haben Sie? Er sagte, rot. Er sagte, Sie sind darunter tiefschwarze Exemplare? Er sagte, nein. Er sagte, gibt es unter Ihnen Avrak-Menschen? Er sagte, ja. Er sagte, so ist es also. Er sagte, vielleicht ist es ein erbliches Gen dafür herausgezogen wird. Er sagte, vielleicht die Farbe Ihres Sohnes auch darauf zu hin, dass ein erbliches Gen von Ihnen herausgezogen wurde oder beschädigt ist. Das heißt, für den Propheten, so, erstmal Gottes Segen an alle, dazu kamen wir ja noch nicht. Und ich werde jetzt nicht viel zu dem Thema Rassismus hier mit beifügen, aber Anas, du hast ja gesagt, du würdest gerne mit mir alleine sprechen. Ist natürlich kein Thema. Ich streame ja auch, sage ich mal, fast täglich abends immer. Schreib mir einfach eine private Nachricht. Ich habe sowieso ein Thema, was ich gerne mit dir besprechen würde, weil mit den anderen, sage ich mal, Dawa-Leuten hier auf TikTok ist es leider nicht möglich. Mit den meisten kann man leider nicht reden. Und ich würde mich natürlich freuen, dann entweder hier bei Flex im Stream können wir das machen oder bei mir im Stream, so wie es dir lieb ist, ja, dass wir dann auch wirklich alleine miteinander reden. Ich bin hier Zeit natürlich bereit dazu, dass wir uns mal da austauschen, ja. Flex gibt meine Zeit weiter an Khadija. Ich bin fertig soweit, danke. Flex, drück mal unten auf diese Gastding und abschließen und dann geht die Zeit, also dann ist direkt der nächste dran. Okay. Wenn du unten auf die Show drückst. Ne? Okay. So einfach, geh mal drauf, dann öffnet. Ja, hallo? Khadija, ja. Khadija, kannst reden. Reden. Mein Name ist Khadija und zwar, ja, ich bin. Passt das zum Thema? Weil du bist ja Muslima, nehme ich an. Absolut. Ich denke schon, ich war kurzzeitig weg, aber ich denke schon. Also ich bin Muslimin, ich studiere den Koran sehr lange, worin auch die Hadithen, sämtliche Hadithen wortwörtlich verboten sind. Deswegen würde ich gerne mit dem Koran antworten. Zum Beispiel in 35,27. Das würde ich gerne vortragen. Es steht geschrieben, Gottes farbenfrohe Schöpfungen. Nimmst du denn nicht wahr, dass Gott vom Himmel Wasser herabsendet, womit wir Früchte unterschiedlicher Farben erzeugen? Sogar die Berge haben verschiedene Farben. Die Spitzen sind weiß oder rot oder von einer anderen Farbe und die Raben sind schwarz. Auch die Menschen, die Tiere und das Vieh erscheinen in unterschiedlichen Farben. Deshalb sind die Menschen, die vor Gott wahrhaftig Ehrfurcht haben, auch jene, die wissend sind. Das bedeutet, wenn jemand diesen Vers liest und wirklich Ehrfurcht vor Gott hat und weiß, dass alle Geschöpfe Schöpfungen von Gott sind und Ehrfurcht auch vor dem Schöpfer haben, unmöglich Rassisten sein können. Das war, was ich hier. Aber Khadija, das passt gar nicht zum Thema. Hier geht es um was ganz anderes, was wir gerade besprechen. Wir reden über Sklaverei. Du redest über was ganz anderes. Sklaverei, bevor das beendet wird, wird durch den ganzen Koran verurteilt, so dass wenn man Buße tut, immer einen Sklaven befreien muss. Ne? Durch den ganzen Koran hindurch ist das als Buße gedacht. Okay, ich glaube, du bist komplett raus aus dem Ding, was wir besprechen. Aber okay, egal, nicht so schlimm. Hi. Ja, also ich glaube, ich rede einfach weiter über das, was mich ein bisschen schockiert hat in den Islam und was mich davon entfernt hat. Also wie gesagt, dass Mohammed ein kleines Kind missbraucht hat, das hat mich auch am meisten schockiert. Und dann sagen manche, nein, die Leute waren damals dick, die Mädchen damals waren die Größe. Nein, wir haben Mumien von Ägypten, die Kinder damals waren genauso wie Kinder heute. Und außerdem, Aisha war dünn. Die sagt selber in ihrer Sahih, in ihrer Hadith, die haben sie Datteln und Gurken gefuttert, damit sie fett wird und der Prophet ja sie halt anfassen kann. Ja, das kenne ich. Den Vers kenne ich auch, Babu. Ja. Das ist schrecklich, ich meine. Als sie von den Dings, als sie von den Kamel rausgegangen ist und sie erst am nächsten Tag mit Safwan kam,
und sie als in Betrug, also die haben gesagt, sie hatte Mohammed betrogen. Da haben sie nicht gemerkt, dass sie auf den Kamel weg war, weil sie so dünn und leicht war. Das war ein kleines Kind. Das war keine Frau, Leute. Babu? Und das macht Babu? Mich verrückt. Und das mit der Sklaverei. Der war immer dagegen, dass die Leute befreit werden. Der sagt ja, wer du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht, Babu. Weißt du, und die verleugnen das immer noch. Die sagen, ja, damals, die waren ganz anders wie heute. Alles nur Lüge. Das kann man nicht so schön reden. Okay. 6 ist 6 und 9 ist 9. Fertig. Das kann man nicht schön reden. Babu, kannst du mich hören, Babu? Ja, ich bin da. Ja, okay. Also ich finde es erstmal schön, Babu, dass du ich weiß, du bist Ex-Muslim und du bist ausgetreten und du hast auch wahrscheinlich eine Gegenposition, aber ich finde es gut, dass du respektvoll redest. Die Sache ist, ich habe das ja bereits im Gespräch mit Irfan gesagt, mich hat diese Zahl genauso schockiert wie dich. Ich würde dich anlügen, wenn ich sagen würde, mich hat das nicht schockiert, weil wenn wir uns die Kinder heute anschauen, sehen wir diesen... Warte, es gibt keinem Alter im Islam, du kannst nicht, und das wollte ich nochmal richtig betonen. Aber warte ganz kurz, ich war doch gerade am Reden, Babu, Habibi. Darf ich ganz kurz zu dem Punkt fertig machen? Nur, damit die Leute nicht verstehen, worum es geht. Wenn wir sagen heiraten, das heiraten und konsumieren, und dann musst du 3 Monate warten. Die Rede, da gibt es nicht ohne konsumieren. Nur wenn du den Heirat konsumierst, muss das kleine Kind 3 Monate warten. Das heißt, du schläfst mit das Kind, bevor er seine Tage, ihre Tage hat, und trennst dich, und sie heiraten einen anderen, und sie hat immer noch nicht ihre Tage, Mann. Mhm. Ja, also, aber jetzt darf ich antworten, okay? Okay, also, ich habe bereits in diesem Gespräch mit Irfan eingeblendet, aktuell die sehr jungen Heiraten geschehen aktuell nach wie vor im Jemen und auch in Ländern, das ist allgemein zu beobachten, in Ländern mit sehr, sehr hoher Armut. Also in vielen islamischen Ländern wie Jordanien, Saudi-Arabien und so weiter ist das Durchschnittsalter der Heirat bei 20, 25, aber in den sehr armen Ländern wie Jemen und auch christlich-islamisch geprägte Länder, also auch Christen, verheiraten ihre Kinder dann sehr, sehr früh. Und hier muss man eine wichtige Sache anmerken. Was sehen wir in Jemen? Das sagen auch muslimische Ärztinnen, die sagen, diese Frauen, die tragen schlimme Konsequenzen von dieser jungen Heirat. Das heißt, die junge Heirat allgemein, weil der Körper noch nicht ausgebaut ist, haben die schlimme Schmerzen, die Schwangerschaft fügt ihrem Körper schlimmen Schaden zu. Das beobachten sie. Jetzt kommt aber der springende Punkt. Im Islam gibt es dieses Prinzip Taqat al-Wata. Das heißt, die Frau und der Mann darf ab dem Moment heiraten, ab dem sie diesen ehelichen Konsum ohne Leid, ohne Schmerzen, ohne negative Wirkungen ertragen kann. Das heißt, wenn wir jetzt... Wie soll er prüfen, ob sie dann Schmerz hat oder nicht? Wie soll er prüfen? Soll er... Oder wie? Okay, Babu, ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen. Bist du verheiratet, Babu? Ich kenne das. Aber warte, Babu, bist du verheiratet? Der muss probieren, um zu gucken, ob sie es verträgt oder nicht. Babu, ich möchte jetzt nicht hier in Details gehen, aber das weißt du allgemein. Zum Beispiel ein Mann kann auch nicht vor seiner Pubertät heiraten, weil das ja gar nicht funktioniert. Ein Mann kann das nicht und auch eine Frau kann das nicht. Das heißt, okay, jetzt, ich sag dir eine Sache, Babu, und jetzt pass auf. Wenn Aisha gelitten hätte, dann hätte sie das ja auch gesagt, weil die Muslime überliefern, wenn sie leiden und sie liefern. Überliefern kritische Sachen. Darf ich ganz kurz, weil was ich hier gerade sehe, darf ich ganz kurz, ich habe jetzt lange meine Kappe. Aber lass mich mal nur mit Babu. Darf ich bitte nur mit Babu? Darf ich mein Gespräch mit einer Person? Lügt euch doch nicht selber an. Wir kennen eure Schriften. Aber darf ich doch ganz kurz mit Babu fertig reden? Darf ich wirklich nur mit Babu ganz kurz? Normalerweise solltest du sogar mit mir reden. Also hör jetzt auf damit. Normalerweise hättest du sogar mit mir reden sollen. Wir haben ja am Anfang miteinander geredet, aber ich würde jetzt gerne ganz kurz den Punkt mit Babu machen. Bruder, bitte, du bist nicht immer der Mittelpunkt. Du willst Respekt haben, dann bitte zeig auch Respekt. Ciao. Aber ich habe doch gerade mit Babu geredet. Lass mich doch mit ihm fertig reden. Ey, meine Güte. Dass Anas hier irgendwie dieses Thema irgendwie so gestaltet in seinem Kopf und auch vorträgt, sodass wir das ein bisschen leichter, so ein bisschen verharmlosen tut er das. Aber das ist die tatsächliche, was passiert. Tödliche Praxis. Täglich sterben 60 Menschen an den Folgen von dieser Kinderheirat und Frühverheiratung. Wenn wir uns diesen Artikel durchlesen, dann stehen wir, Kinderehen verstoßen gegen die Rechte von Kindern. Dennoch werden weiterhin jedes Jahr Millionen Kindern in die Frühverheiratung gezwungen.
Gründe dafür sind vor allem Armut, soziale Ungleichheit, zweifelnde Aufklärung, verbreitete Tradition, Religion für betroffene Mädchen enden mit Kinderehen oft tödlich. Wir appellieren an Regierungen weltweit, die andauernde Gefahr. Das habe ich doch bestätigt. Alles drin. Das, was die hier raus aber nehmen, der Grund, warum sie diesen Artikel machen und 60 Mädchen am Tag sterben und im Jahr sind das über 2000, ist, weil den. Ja, jetzt ist er gerade weg. Also das, was er gesagt hat, das stimmt. Da gibt es heutzutage viel Leid, aber das habe ich als Beweis verwendet. Und zwar, wenn es dort irgendwelche körperlichen Leiden gegeben hätte, wenn dort wirklich Aisha jetzt irgendwie schlimm krank gewesen wäre, irgendwie... Du verlangst doch aufzureden. Also, du redest nur weil sie nicht gelitten hat, kann ein 57-Jähriger eine 6-Jährige halten, nur heiraten, nur weil es körperlich aushält. Was für eine Ausrede. Was? 100% recht. 100% nicht. Es gibt Urban recht. Aber ich war nicht fertig. Nicht alle drei gleich. Der Grund, warum sie das machen heute immer noch, ist aufgrund der islamischen Schriften und aufgrund der islamischen Hadithe. Das ist der Grund, warum diese Leute das immer noch machen. Es gibt über Tausende, ich kann dir Tausende Beweise aus den islamischen. So, jetzt eins nach dem anderen, weil sonst funktioniert das nicht. Body, das funktioniert irgendwie nicht, Mann. Ich hör's dir, also man will. Alles gut. Deswegen habe ich jetzt den Timer rein. Sobald alle wieder reinreden, immer wieder den Timer. Das ist viel besser. Wieso kann ich nicht einfach ein Gespräch? Weil, schau mal, ich gebe dir ehrlich. Ich habe ja nur mit Irfan diese Gespräche gemacht, weil ich gemerkt habe, Irfan, er hört zu, er lässt ausreden und manchmal sagt er dann auch ganz ehrlich und sagt, okay, gut, ist ein guter Punkt, habe ich vielleicht nie drüber nachgedacht. Diese Ehrlichkeit, die brauche ich in einer Diskussion. Sonst ist einfach kein Sinn und Zweck. Also wenn ich mit jemandem diskutiere, absolut. Aber wie gesagt, auch vielleicht eine kleine Kritik an dich. Wenn ich auch mit jemandem diskutiere und jemand schreit, Knockout, 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 dann zeigt es mir, wir sind ja hier gar nicht gemeinsam auf einer Wahrheitssuche, sondern wir sind ja einfach nur uns gegenseitig auf die Fresse zu schlagen. Am Ende des Tages. Ja, aber guck mal. Aber ganz kurz. Am Ende des Tages haben wir ja alle dasselbe Ziel. Wir wollen wissen, was ist die Wahrheit? Wir wollen wissen, was ist die Wahrheit? Wieso sind wir hier auf der Erde? Was ist die Religion von diesem Schöpfer? Was ist wirklich der wahre Weg? Auf dieser Suche sind wir. Und ein Fundament dafür muss sein, dass wir immer ehrlich zu uns selber sind. Das heißt, ich bin auch so, wenn ein Christ mal ein gutes Argument bringt, dann sage ich, okay, in dem Punkt gebe ich dir recht. Selbst wenn ich ein Argument gegen das Christentum mache und er gibt mir dann eine gute Antwort, sage ich, okay, Bruder, ich ziehe meinen Hut. Hast du gut beantwortet und ich werde in Zukunft nie wieder dieses Argument verwenden. Wieso? Weil es kein ehrliches Argument ist, weil er eine gute Antwort drauf hat. Ich wollte das nur als abschließende Antwort. Vielleicht war aber man kann es trotzdem nicht verneinen, dass der Prophet ja zu, sagen wir, einer Family geht und sagt, hey, Gott hat mir offenbart, dass Aisha ja meins ist. Und jetzt überleg doch mal, denk doch mal bitte mit. Eine 6-Jährige, Anas, ja. Ein Prophet, der eine 6-Jährige hat. Das kann doch nicht normal sein, Anas. Bitte. Okay. Sie hat nicht mal ihre Menstruation erreicht. Sie ist nicht mal über ihre Reife. Ja, also hier muss gesagt. Ja, also ich will noch was sagen. Wir reden. Warte, ich mach den Show raus und bitte lass den Anas bitte reden. Ganz kurz, Babu, du kannst gleich. Okay. Bitte lass den Anas aussprechen. So, jetzt, Anas. Also wenn wir es machen, dass zwischen mir, Flexer und Babu wäre das vielleicht angenehm. Okay, ich habe jetzt wie gesagt schon 20 Minuten überzogen, ich wollte um halb raus. Also schau mal, die Offenbarung war nicht, ich heirate sie in diesem Alter. Das war die Offenbarung nicht. Die Offenbarung war nur, Aisha, ich habe gesehen, dass ich dich heiraten werde. Das heißt, das Heiratsalter unter Christen, Juden, Muslime, du musst immer alle Überlieferungen akzeptieren. Du musst akzeptieren, dass die Christen, Juden... Darf ich dich kurz unterbrechen? Ganz kurz. Kein Gott. Moment, ganz kurz, Anas. Entschuldigung, wenn ich wirklich reingrätsche, aber kein Gott würde sagen, heirate eine 9-Jährige. Sie muss über die Menstruation sein. Keine 6 und keine 9. Schon aus biblischer Sicht ist das schon dämonisch, sage ich dir ganz ehrlich. Okay, aber warte ganz kurz. Das kann nicht normal sein. Also warte mal ganz kurz, Flexer. Aus biblischer Sicht ist es wie ab der Menstruation, also ab der Blutung, darf man heiraten? Über die Reife. Ab welchem Moment? Wir brauchen eine konkrete Grenze. Wie ist das in der Bibel? Weitaus über der Reife. Und wir Christen müssen uns der Obrigkeit unterordnen. Und wenn die Obrigkeit sagt ab 18, dann akzeptieren wir das. Wenn die Obrigkeit sagt ab 10, was macht ihr dann? Dann ist es bei uns nicht biblisch. Dann können wir das nicht machen. Ja, aber ihr müsst hier irgendeine konkrete Grenze haben. Also Flexer meinte gerade die Menstruation. Weit über der Reife hinaus. Weit über der Reife. Über die Reife. Was ist weit über die Reife? Aisha hat ihre Periode mit 16. Was verteidigst du hier? Schämst du dich nicht?
Nein, warte, Bruder, nicht die ganze Zeit immer so beleidigend werden. Bleiben wir ganz konkret bei der Sache. Kann nicht anders, du als erwachsener Mann verteidigst die Ehe einer Sechsjährigen mit einem Nein, Bruder, ich versuche jetzt gerade herauszufinden. Das ist satanisch, da gibt es keine Flexer, Wahrheit. Flexer hat gesagt, die Menstruation. Die Menstruation ist die Schritte, also bei dem Mann und bei der Frau. Wann hatte Aisha ihre Menstruation? Wann? Ganz kurz, Step by Step. Okay, du kannst auch gerne die Menstruation von Aisha verleugnen. Kannst du auch gerne machen. Also, du hast ja keine Verleugnung. Also, okay, gehen wir nochmal zurück. Also, die Menstruation ist ja das. Die Menstruation. Ganz kurz, die Menstruation ist ja der letzte, einer der letzten. Wieso sagst du, er verleugnet es? Die Menstruation ist eine. Leute, lasst ihn ausreden. Alles gut. Bitte ausreden. Okay, warte, wir machen es jetzt so. Ich rede jetzt nur mit Flexer, weil Flexer hat gerade gesagt, das ist quasi nicht, das kann nicht von Gott sein und von Gott wäre es quasi erst ab der Reife, ab der Menstruation. Und jetzt wollte ich gerade fragen, reicht es? Ich meine damit, sie muss über der Reife sein. Also, sie muss die Menstruation erreicht haben, über die Reife. Okay, aber wie stellst du das fest? Sie muss erwachsen sein. Aber wie stellst du fest, ab wann sie erwachsen ist? Wie bitte? Ab wann stellst du fest, dass sie erwachsen ist? 12, 13 ist nicht erlaubt. 14. Kein Teenageralter. Kein Teenageralter. Damit Teenager ist es kommt aus dem Englischen Teen, das heißt 15, 16, 17, 18, 19. Das heißt ab 19, sagst du. So ungefähr. 19, aber über die Reife. Das heißt, wenn jemand mit 18 heiratet, ist verboten, weil das wäre Teenageralter. Da ist sie eigentlich schon, ja, bereit, sagen wir mal bereit, aber es ist immer noch nicht über die Reife. Also ab 18 wäre es verboten zu heiraten aus christlicher Sicht, also mit 18. Nochmal, wie bitte? Kannst du das nochmal wiederholen? Du hast ja gesagt, sie muss raus aus dem Teenageralter. Teenager kommt aus dem Sie muss erwachsen sein. Sie muss auf jeden Fall über 20 sein. Also wie gesagt, über die Reife. Über also wenn ich 19 heiratet, das ist unbiblisch. Egal, was du sagst, 6 und 9 ist satanisch. Egal, wie du jetzt versuchst, lass mich doch kurz mit Flexer fertig reden. Oder lass mich doch kurz mit Flexer fertig. Nein, verdrehe das nicht. Ich weiß, was du meinst. Er macht jetzt hier den Sokrates gerade wieder. Nein, Leute, Sokrates. Ist doch alles gut. Lass mich doch kurz mit Flexer, kann ich gar nicht reden. Ja. Okay, also das heißt zum Beispiel in Deutschland ist es ja ab 14. Ab 14 dürftest du rein prinzipiell, okay, in Deutschland ist es natürlich ein bisschen komisch, weil ab 14 darfst du eigentlich Geschlechtsverkehr haben, aber ab 16 darfst du erst heiraten, brauchst aber die Einverständnis der Eltern. Und das würdest du sagen, das ist zum Beispiel... Ich gerne darauf antworten. Das ist dann zum Beispiel... Okay. Ja, gerne, wenn ich gerne, Potenzial aber für wie gesagt, ich hab's eigentlich schon erklärt, aber gerne. Alles gut, Anas, es ist nichts Neues und so, ich würde nur gerne, weil... ich habe mich ein bisschen schlau gemacht mit dem Thema. Guck mal, ich bin Roma, wir heiraten auch früh. Ich habe okay. mit 19 geheiratet, meine Frau war 16. So, im Endeffekt. Ihr seid Christen? Schon, oder? Ich bin Christ, Bro. Ich bin Christ. Okay. Alhamdulillah, Jesus. Genau. Okay. Kommt ja gut. Nein, was ich sagen wollte, ist, guck mal. es gibt kein festgelegtes Heiratsalter, dass wir sagen, ja, ab 13, ab 14, ab 15, ab 16, wir haben jetzt kein bestimmtes Alter im Jahr, dass wir das in einem Jahr bestimmen können. Ja. Nur, was wir in der Schrift sehen, ist absolut ein Konsens im Sinne von, in welcher Relation das steht. Das heißt, nur als Beispiel, okay, wir nehmen jetzt zum Beispiel die Jungfrau Maria. Mhm. Ne? Ist zum Beispiel ein Beispiel, wo ich sage, guck mal, sie war jung. Sie war nicht alt, sie war aber keine 9. Auf jeden Fall ein Teenager. So, ihr Mann war Josef. So, Josef war älter. Ja. So, aber Josef durfte sie nicht anfassen. Josef war ihr Mann, auch aus den Gründen, dass er sich um sie gekümmert hat und pipapo, alles gut. Also sie wurde schwanger, als sie noch ziemlich jung war. Nur, was wichtig ist, wenn wir den Bund der Ehe mit so wie der Herr es sagt, denn ein Mann wird mit Vater und Mutter verlassen und mit seiner Frau, er hat eins zu werden, dann muss das schon in Relation stehen. Wir sehen leider, also was heißt leider, wir sehen in unserer Schrift kein Beispiel dafür, dass wir sagen können, ein älterer Mann heiratete ein Kind. So, jetzt ist es natürlich, Kind ist ein relativer Begriff, das ist ja auch klar. Ne? So, jetzt, wie hat man damals ein Kind definiert, wie definiert man heute ein Kind? Und ich verstehe, was das Argument der Muslime ist, wenn sie sagen, ja, damals waren andere Zeiten. Ist ja auch okay, habe ich auch alles Verständnis für, wenn Römer das gemacht haben, wenn Griechen das gemacht haben. Nur in der Bibel wird vom Apostel Paulus so etwas, wenn es jetzt zum Beispiel um Jungs geht, Knabenschänderei gemeint. Ein Knabe ist ein Junge, der vom Kindesalter bis ins Teenie-Alter geht, bis einer gewissen Grenze. Sagen wir jetzt einfach mal nach jetzt historischem Konsens 14, 13. Ja? Dann nennt man so etwas Knabenschänder. Das heißt, die Bibel ist ganz klar gegen, ich sag mal, vorreiferischen Ehen.
wenn man das so das sage sagen ich ja, kann. Das habe ich ja, aber dieser Begriff, also das ist ja das Problem, dieser Begriff ist ja sehr dehnbar. Dieses vorreiferisch, ich meine, um was geht es ja letztendlich? Weißt es du, was nicht ja dehnbar ist? Eine Sechsjährige. Okay, passt. Lass mich mit Angelo bitte reden. Schaff mir ein Gespräch, dass ich nur einen Dialog mit Angelo habe. Ich will ganz kurz, ich leg mal, ich habe keinen Akku mehr gleich, weil ich bin draußen. Ich will ganz kurz was sagen. Ich finde es echt traurig. Guck mal, Anas, dass du zum Beispiel sagst, ich will mit dem reden, nur weil ich die Quellen bringe und auf den Tisch schaue, sagst du, ich möchte mit ihm nicht reden. Ich finde das sehr, sehr schade. Nein, wenn du respektvoll wärst, wäre das kein Problem. Lass mich doch einmal aussprechen, Ananas. Guck, genau das meine ich. Du verlangst Respekt, aber du bringst selber keinen, Bruder. Du ja, verlangst, dass man mich die ganze Zeit schon Ananas. Schon wieder, schon wieder, schon wieder, schon wieder. Du ja, es tut mir leid, aufreden. Aber lass du bist die ganze Zeit respektlos zu mir. Lass mich doch du nennst mich Ananas. Ist respektlos. Was ist da schau mal, wie du redest. Ich sag nur Ananas, du hast keinen Anspruch. Du musst dich mal ein bisschen beruhigen. Chill, ja, aber jetzt kannst du ganz dazwischen. Also jetzt noch mal. Ja, aber chill, mal, er ist ja immer noch respektvoll. Er hat Bruder, ja nichts gemacht. Ich bin auch alles respektvoll. Gut. Ich bin auch respektvoll. Und ich verlange, dass wenn jemand verlangt, dass man ihn aussprechen lässt, dann verlange ich, dass man mich auch aussprechen lässt, so wie man es selber auch von anderen verlangt. Punkt. Dass ich das verlange, ist nichts Unmenschliches, ist nicht respektlos oder so. Das ist zwei Leute auf einer Augenhöhe normal reden. Also quatsch mir bitte auch nicht rein. Also, ich finde das einfach nur schade, weil damit tust du irgendwie auch mich diskreditieren, weil du bist hochgekommen und du hast direkt Sachen geäußert, wie, ja, mit denen kann man nicht reden, man kann denen nicht vertrauen, was weiß ich was. Das finde ich schade, weil mit mir kann man reden. Alles, was ich mache, ist immer das Gleiche. Ich bringe immer Quellen direkt und das ist der Grund, warum Muslime nicht mit mir reden wollen. Ich war 36 Jahre lang selber Muslim. Wenn ich mich in der Tiefe auskenne und dir Quellen bringe en masse und du auf der anderen Seite sitzt und sagst, ja, deswegen möchte ich jetzt nicht mehr mit dir reden, dann finde ich das ein bisschen schade, weil dann möchtest du, habe ich das Gefühl, lieber mit jemandem ein bisschen reden, der ein bisschen jail ist, damit du deine Tour durchziehen kannst. Nein, nein, also ehrlich gesagt, ich fand es sogar, du hast mir tatsächlich etwas gezeigt, was ich auch so noch gar nicht kannte. Zum Beispiel diesen Hadith, mit dem, dass jemand ein Kind bekommen hat, der dann dunkelhäutig war. Zum Beispiel, ich kannte diesen Hadith gar nicht. Ja, aber ehrlich gesagt, ich muss, warte, ja, ich muss ganz kurz reingrätschen. Ganz kurz. Aber ganz, warte, ganz kurz. Jetzt ist es gerade ganz normal. Jetzt ist es ganz gut gerade eigentlich. Okay, kurz der Satz. Du zum Beispiel, hast du was gezeigt? Anders, warte, du meinst den Hadith von Umar, glaube ich? Ich weiß nicht, von wo das war. Also ich muss das natürlich nachprüfen, ob das eine authentische Quelle ist. Wenn das, ich muss jetzt trotzdem reingrätschen. Und zwar, aber warte, guck mal, Anas, wir waren gerade im Gespräch. Okay, also, du hast diesen Hadith gezeigt. Und ich kann, also ich weiß jetzt, also wenn du mir bitte persönliche Nachricht das schicken kannst, wäre ich sehr erfreut, damit ich auch die Authentizität prüfen kann. Ja, ich mach bei Gipfels weg. Ich finde nämlich, das ist ein Argument für den Antirassismus. Wieso? Was ist denn dort? Ja, lass mich kurz ausreden. Du schaffst es, du warst vorher gut. Bruder, das waren nur drei Buchstaben, mach weiter. Okay. Er sagt schwarz. Okay, aber Flex, mach das doch wieder mit. Mach das doch wieder mit Sprechzeiten, Bruder, dann kommen wir nicht. Nein, ich bin bitte nicht im Auto, ich habe nur 4%. Auto lade ich nicht so schnell. Ich mache kurz diesen Punkt fertig, ich wollte eigentlich mit Angelo reden, aber ich werde immer da und da hingerissen. In diesem Hadith ging es ja darum, ich fand den sehr interessant, kannte ich gar nicht, dass jemand ein Kind bekommen hat und das waren offensichtlich zwei Hellhäutige und sie bekommen plötzlich ein dunkelhäutiges Kind. Und das ist natürlich erstmal ungewöhnlich, was unterstellt man dann? Ja, ja, genau. Genau darum geht es in dem Hadith. Genau darum geht es in dem Hadith. In diesem Hadith geht es darum, dass in deiner Genetik etwas drin sein kann, dass so etwas passiert. Das heißt, der Prophet hat das gesagt vor 1500 Jahren. Ein schwarzes Kind und Mohammed sagt, du hast genetische Fehler. Nein, das Jungs, es ist echt anstrengend. Es ist ja, echt anstrengend. Aber eine Sekunde bitte, weil Anas geht hier gerade da auf den Hadith ein, den ich erwähnt habe. Aber, Anas, aber das habe ich gar nicht gesagt, aber du hast ein bisschen falsch verstanden. Aber wenn du willst, gerne, ich erzähle dir den Hadith noch einmal. Das war Umar, der hat mit seiner Sklavin Sex gehabt, die schwarz war. Sie ist daraufhin schwanger geworden und er hat die ganze Zeit zu Allah gebetet, bitte Allah, mach, dass dieses Kind nicht von mir ist. Denn möchte niemanden in meiner Blutlinie haben, der von schändlicher Abstammung ist. Bruder, ich bin gerade im Auto unterwegs. Ich kann dir super schnell den Hadith schicken, sobald ich zu Hause bin. Und den Hadith in zwei Minuten hat. Und ich bin mir sicher, warte mal ganz kurz, und ich bin mir sicher, dass Urban den hat eigentlich. Urban müsste ihn haben. Okay, also du hast mir jetzt gerade wieder reingesprochen, so viel zum Thema nicht reinsprechen. Nein, du hast mich doch falsch zitiert, Mann.
Okay, das ist zu 100%, du hast ja in diesen 2 Minuten, ich habe hier ganz intensiv mitgelesen, du hast in diesen 2 Minuten das eingeblendet, wo es darum ging, dass dann quasi auf einmal jemand anderes rauskommt. Und da hat der Prophet ganz klar statuiert, dass das durchaus sein kann. Und das wissen wir auch heute, dass es sein kann, dass 2 Schwarze auch ein Kind bekommen, was dann auf einmal weiß ist, oder 2 Weiße, die dann dunkelhäutig sind. Wie gesagt, wenn ich diesen eindeutigen Hadith habe mit der Aswad ist nicht besser als der Abiyad, der Weiße ist nicht besser als der Schwarze, das ist für mich ein eindeutiger Hadith. Alle anderen Hadithe oder Verse, wo es heißt, Gesichter werden finster sein, Gesichter werden strahlend, die interpretiere ich dann natürlich in diesem Lichte, dass damit unmöglich gemeint wird, dass der Hellhäutige dunkelhäutig wird. Ja, und das wird ja auch ein ganz Muswadda ist nicht dasselbe wie Aswad. Ja, das sind 2 verschiedene Begriffe. Jetzt kommt der springende Punkt und damit möchte ich auch, ihr müsst auch mal akzeptieren, dass wir irgendwo einen Punkt machen. Ich bringe meine Argumentation, du bringst deine Argumentation. Irgendwann muss man ja, einfach einen Punkt Leute, machen. Ich habe nur 2%, ich habe nur noch 1%. Ich rutsche gleich ab. Anas hat mich gefreut. Flex, danke, dass ich oben sein durfte. Urban, super. Wenn du Gott willst, zeig dir noch den Hadith von Umar. Angelo, gute Arbeit geleistet. Babu, der Chat. Ich habe euch alle gern, ich lüge nie. Okay. Also bis dann, macht's gut, ciao dir, und ciao, bleibt ciao. In Gottes Liebe. Okay, ganz kurz, dann gehe ich nämlich auch zurück, gleich raus. Anders, wenn du magst. Nur einmal nur kurz auf das Thema, damit wir auch ich habe schon über 40 Minuten überzogen. Ich muss eigentlich wirklich dringend weg, leider. Machen wir es so. Okay, machen wir vielleicht den Punkt nochmal fertig. Also das Problem ist, und ich denke, das wird jeder verstehen, wenn er ein bisschen nachdenkt, dieser Begriff Reife ist sehr weit dehnbar. Am Ende des Tages sind wir uns alle einig, dass bestimmte Punkte wichtig sind. Und zwar, die Person muss damit einverstanden sein. Das geht auf jeden Fall erstmal daraus hervor. Das heißt, die Person muss damit einverstanden sein. Jetzt ist die Frage, wenn jetzt deine 14-jährige Tochter zu dir kommt und sie sagt, sie möchte gerne heiraten, jetzt auch christlich heiraten, was mache ich dann damit? Damit einverstanden oder nicht? Lass ihn ausreden, Bruder. Bitte lass ihn ausreden. Ja, okay. Bitte. Danke. War ich jetzt stehen geblieben. Dann stellt sich quasi, wenn meine 14-jährige Tochter kommt, genau, und sie möchte heiraten. Dann stellt sich jetzt als Christ die Frage, was mache ich denn jetzt mit dieser Person? Also sie möchte etwas. Wenn ich sie jetzt dran hindere, dann tue ich sie ja von etwas abhalten, was vielleicht ihr gutes Recht ist. Das heißt, wenn ich sie jetzt dran hindere, muss das ja einen guten Grund geben. Ich denke, wir alle, und da schließe ich mich jetzt auch mit ein, wären derselben Ansicht, und zwar mit 14 ist man weder körperlich noch geistig in der Zeit, die wir heute kennen, reif. Zu dieser Zeit, das ist 1500 Jahre her, wir haben keinerlei fundamentale Daten über diese Zeit. Alles, was ihr jetzt sagt, über Mumien und sonst etwas, wir haben keine fundamentale Daten über diese Zeit. Aber eins können wir zu 100% wissen. Wenn man früh pubertär das Ganze macht, da hat es auch dieser Scheich gezeigt, dann kommt es zu schlimmen Krankheiten, Verletzungen. In der Schwangerschaft kommt es auch zu Schäden, weil die Gebärmutter noch nicht ausgereift ist. Das heißt, es kommt wirklich, das ist wirklich gefährlich und teilweise lebensgefährlich, wie er gezeigt hat. Das beweist, dass die Frauen früher offensichtlich reif waren. Weil wir haben keinerlei Überlieferungen von Frauen, die da irgendwie bei der Geburt sterben, weil sie zu jung waren oder sonst etwas. Wir haben diese Überlieferungen nicht. Und hier muss man eine wichtige Sache anmerken. Die Muslime überliefern nämlich, wenn etwas schief geht. Die überliefern sogar, wenn sich Muslime untereinander streiten. Das ist ja das Unangenehmste überhaupt. Du willst ja immer diese rosarote Blume, alles ist super. Sogar das überliefern die Muslime. Es gab eine Frau, die hat überliefert, ich wurde gegen meinen Willen verheiratet. Sie ist zum Propheten gekommen. Der Prophet hat die Heirat aufgelöst. Ich auch. Okay, du kannst mir zeigen. Okay, eigentlich. Darf ich noch einmal kurz was dazu sagen? Ja, gerne. Nein, Urban, bitte. Nein, wurde sie dazu gezwungen? Sie wurde nach der Ehe krank. Ihre Haare sind ausgefallen, das heißt, das wurde auch überliefert. Du hast gelogen. Aisha wurde krank. So, 2 Punkte hast du gelogen. So. Die Wissenschaft weiß, dass die Menschen vor 200 Jahren sogar ihre Periode erst mit 17 hatten. Dafür gibt es genug Studien. Ich habe die alle gespeichert. Vor 200 Jahren hatten sie mit 17 ihre Periode. Aufgrund das ist meine Statistik, die habe ich in meinem... Lass mich ausreden, du wolltest auch ausreden. Aufgrund der Hormone und der Ernährung heute haben die Mädchen ihre Periode immer früher. Und Aisha hat die Periode mit 15. Das wurde überliefert. Du hast keine Überlieferung, dass sie mit 9 ihre Periode hatte, aber wir haben eine Überlieferung, dass sie mit 15 ihre Periode hatte. Das gibt diese Überlieferung nicht. Da steht den Vater. Urban, Bruder, ich glaube, wir schießen ein bisschen am Ziel vorbei, Bruderherz. Ich wollte nämlich gerade ganz kurz darauf eingehen. Ich hasse diesen Aber das stimmt nicht. Bitte lass mich doch bitte kurz mit dem reden, Urban. Nee, warte, letzter Punkt. Fatah al-Bari ibn Hajar, Band 10, Seite 544, steht ganz klar drinne, dass Aisha mit 15 noch mit Puppen gespielt hat.
Da steht mit, wie mit 15? Ja, mit 15. Fatal Bar Ibn Hajar, Band 10. Zeig das mit deiner Kamera. Ich hab dir, ich zeig gleich. Ich rede bis zum Ende. Ich zeig dir. Wenn du Arabisch lesen kannst, ich zeig dir. So. Ich kann lesen. Okay. Und dazu gibt es ein Rechtsgutachten, dass da steht, dass es Aisha erlaubt war, zu dem Zeitpunkt mit Puppen zu spielen, da sie mit 14, okay, mit 14 oder 15, ja, ich zeige. Da sie mit diesem Alter noch nicht ihre Reife erreicht hatte, somit islamisch gesehen noch ein Kind war. So, es wurde alles überliefert. Ihr seid alle Schauspieler und du kennst die Quellen. Du kennst ja die Quellen. Ihr kennt meine alle. Deutsche Tante hat sogar mit 80 noch mit Puppen gespielt übrigens. Sie hatte diese ganzen alten Puppen aber auf ihrem Fenster. Aber es gibt ein Rechtsgutachten. Ja, du kannst, wie gesagt, zeig mir das mit Verteilbar. Bruder Herz. Bruder, such das raus. Ich wollte nur okay, kurz such das raus. Jetzt nimmst du deinen letzten Satz und dann gehe ich wirklich, Mann. Ich komme hier nie wieder rein. Das alles gut. Ich möchte noch eine Sache 15 sagen. Minuten. Ja, okay. Anders, alles gut, mein Lieber. Also, ich sehe das. Ich muss dir erstmal zustimmen zu dem Statement, was du davor gemacht hast. Es geht dir nicht darum, wer ist cooler, wer hat Recht oder dies und das. Es geht darum, die Wahrheit zu finden. Da bin ich mit dir absolut auf einer Ebene, wenn wir das so sagen können. Und ich würde gerne diesen Diskurs mit dir weiterführen, irgendwo anders auf einer normalen, weißt du, wo nicht so viel durcheinander ist. Aber erstmal kurz, du hast gerade eine Frage gestellt und zwar fragtest du, wie ist das jetzt, wenn meine 14-Jährige, wenn die zu mir kommt und sagt, sie will heiraten, dann ist das Erste, was ich tue, ich frage sie, wen willst du heiraten? Wir müssen ja Hand aufs Herz ehrlich miteinander sein, Anas. Ich verstehe, was du meinst, dass Reife ein sehr dehnbarer Begriff ist und ein Begriff ist, den du sehr relativieren kannst. Und ich kenne Jungs, die sind 40 und die sind immer noch nicht reif. So, wenn ihr versteht, was ich meine. So, klar. Nur, was wir jetzt hier meinen, mein Freund, ist immer ganz wichtig, dass wir das mal in Relation stellen. Ein 14-jähriges Kind ist etwas anderes als ein 17-jähriges Kind. Es sind eigentlich nur 3 Jahre. Diese 3 Jahre würden keinen Unterschied machen, wenn sie 26 oder 29 wäre. Aber wenn sie 14 oder 17 ist, ist das schon ein Riesenunterschied. Und umso schlimmer, mein Freund, wenn wir darüber sprechen, dass sie 9 war. Und ich glaube, euer Prophet war 50. Ich weiß jetzt leider nicht genau, wie alt er war. Und ich finde, da in dieser Relation, und wenn meine Tochter zu mir kommt und sagt, ich möchte heiraten und ich sehe, der Mann könnte auf einmal ihr Opa sein, dann wäre ich der Erste, der sagt nein. Und ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass mein Gott das von mir verlangt. Weißt du, anders, also wirklich jetzt gar nicht jetzt auf diese, oh, ihr seid Lügner oder so, nein, sondern wie würdest du dich verhalten, wenn jetzt einer zu dir kommt und er sagt, er ist der Prophet Gottes und du hast eine 6-jährige Tochter und der kommt und sagt, er will sie heiraten? Ja, also und deine natürlich. Tochter sagt auch, er will sie heiraten. Angelo, kann ich kurz reingrätschen? Darf ich, Angelo? Aber bitte nicht ein neues Argument hinzufügen, Bruder Herz. Nein, genau, sonst vergesse ich das Argument von ihm. Nein, okay. Kein neues Argument. Mich würde nur interessieren, guck mal, sagen wir mal eine 9-Jährige, ja? Das ist, ich will jetzt nicht respektlos sein, Anas, aber stell dir mal vor, jetzt kommt so ein Dunkelhäutiger wie ich, okay, und sage dann, hey du, ich habe eine Erleuchtung bekommen, Anas, darf ich, ja, ich bin 30, ja, darf ich deine Tochter heiraten? Und sie ist aber 9. Würdest du zustimmen, ja oder nein? Definitiv nicht. Okay, alles klar. Aber das hat nichts mit deiner Hautfarbe zu tun. Ich weiß nicht, wieso du es am Anfang erwähnt hast. Ich meine ja nur. Du weißt nicht, was das ausschlaggebend ist. Also bei mir hätte es auf jeden Fall was mit deiner Hautfarbe zu tun, Flex, nur damit du weißt. Ja, also gut, denn Anas, dann ist das schon mal geklärt. Alles gut, ich will nur, dass du verstehst, dass das nicht normal ist. Das nein, ist, was nein, ich würde mich halt wirklich interessieren. Damit wir nochmal die Frage nicht vergessen. Was würdest du tun, wenn jemand zu dir kommt und jetzt sagen wir mal, deine Tochter ist zwar 9, ist aber, ich sag mal, intellektuell auf einem anderen Level, dass wir sagen, sie ist im Kopf schon wie 16. Ja. Und jetzt kommt also für mich ein 50-jähriger Mann. Was machen wir? Für mich ist das eine hypothetische Frage. Wieso ist das hypothetisch? Weil vor 1500 Jahren waren offensichtlich die Menschen sowohl psychisch als auch körperlich anders beschaffen. Ich möchte mich nicht gerne wiederholen, aber die körperliche Beschaffenheit haben wir als Beweis, weil sie keinerlei Leid... Nach der Ehe. Ihre Haare sind ausgefallen. Bitte lass ihn ausreden. Urban, lass ihn ausreden, oder sonst kommt immer wieder. Lass ihn nicht ausreden, Urban, bitte. Ich antworte kurz auf diese Haare-Sache. Sie hat gesagt, sie ist krank geworden, sie hat Fieber bekommen, das hat rein gar nichts mit dem Ehelichen. Man muss immer ehrlich sein. Wenn ich einen Hadith nehme, muss ich ihn aber auch ehrlich nehmen. Aisha, wenn das durch die Heirat geschehen wäre, hätte sie ja
gesagt, durch die Heirat, weil wir miteinander verkehrt haben, habe ich diese Krankheit bekommen. Aber sie sagte, sie hat einfach nur Fieber und Haarausfall bekommen. Und meines Wissens, aber vielleicht liege ich falsch, war das vor der Heirat. Aber selbst wenn es nach der Heirat gewesen wäre, ist das kein Problem, weil sie hat keinen Zusammenhang hergestellt. Du kannst nicht Aisha etwas in den Mund legen, was sie selber nicht gesagt hat. Ihr merkt ja, Aisha ist jemand, der sehr ehrlich ist. Und deswegen müssen wir hier in dem Punkt ehrlich sein. Das heißt, wir müssen ganz ehrlich zusammenfassen. Und es ist für mich und dich komisch, gebe ich dir recht. Und ich sage dir so sehr, ich sagte, ich gehe sogar so weit, wenn es nicht so viele Hadithe gäbe, dass sie wirklich 9 Jahre alt war, würde ich das geisteskrank anzweifeln. Ich würde sagen, das kann 100% nicht der Fall sein. Sie muss älter gewesen sein. Wie konnte sie ein Rennen gegen den Propheten gewinnen? Das heißt, sie ist gelaufen und sie hat gegen ihn gewonnen. Wie konnte sie das? Wie konnte sie sich 2000 Hadithe merken aus der früheren Zeit? Das heißt, in diesem Alter konnte sie alles ganz detailliert beschreiben, wie die Heirat aussah und so weiter. Das heißt, sie hatte was? Ein sogenanntes ausgeprägtes Bewusstsein. Bewusstsein heißt, ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich mit 5 oder 6 Jahre gemacht habe. Das ist vollkommen verschwommen bei mir. Ich war mir da gar nicht mir selber bewusst. Ich war da gar nicht mit meinem Gehirn anwesend, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber sie, also anscheinend, anders, wir leugnen ja gar nicht. Wir leugnen selber. Das ja gar nicht, dass das heißt, sie, genau, wir leugnen ja gar nicht, dass diese sie vielleicht körperlich ein Rennen gewonnen hat. Ja. Urban, lass mich ganz kurz mit Angela ganz kurz. Angela, verzeih mir. Alles gut, Bro. Was ich nur kurz sagen wollte, ich habe den Punkt verstanden, anders. Alles gut. Ja. Was ich nur kurz hinzufügen wollte. Ich zweifle es ja gar nicht an, dass Menschen vor 1500 Jahren anders tickten als wir und auch vielleicht körperlich und intellektuell in einer anderen Lage waren. Okay, nur, perfekt. Ich sag dir nur, was das Problem ist, anders. Also ich hoffe, du verstehst, warum. Es ist warum trotzdem schlimm vorstellbar. So, das ist vollkommen für mich Folgendes. Es ist für mich Folgendes. Wäre das jetzt irgendeine Person, würde ich sagen, okay. Aber wir reden ja über einen Prophet Gottes und ganz kurz bitte nur ausreden lassen. Mhm. Und wie ich das jetzt verstanden habe, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, bitte. Ja. Hat er die Ehe mit ihr vollzogen, als sie 9 war? Genau. Und Ehe vollziehen heißt dann in dem, mit Respekt zu sagen, Monzigeuner, wir reden nicht über solche Sachen, aber du verstehst, was ich meine. Ganz normal, ja, genau. Der Akt wurde vollzogen, als sie 9 war. Das sagt sie selber über sich. Das sagt sie selber über sich. Okay. Alles gut, jetzt ist nur für mich, stellt sich dann die Frage, und bitte nehme das nicht als Anstoß anders, okay? Nein, du bist vollkommen respektvoll, mit dir macht Spaß. Ja, okay? Erzähl. Also, nimm das bitte nicht als Anstoß. Wenn ich, wie alt war Mohammed, als das passierte? Kannst du mir das nur einmal kurz sagen? Er müsste ungefähr. Mich kurz über, ja, müsste 50 gewesen sein. 57, Bruder. So, als 57, okay, egal, ob es jetzt 50 oder 57 war. Also auf jeden Fall, er war ein Mann. Sie ist ja gestorben. Der war 54, ja. Er ist gestorben mit 62. Die war 18, als er gestorben ist. Er ist mit 63 gestorben. 63. Okay. Er ist mit 63 gestorben. Also sagen wir einfach mal, er war 50. Sagen wir mal, er war 50. Mhm. 54. Okay. Jetzt geht es mir darum. Wir reden über einen Propheten Gottes. Ja. Wir reden über den letzten Gesandten Gottes und über das Vorbild der Menschen. Mhm. Und es ist für mich jetzt halt fragwürdig zu sagen, wie kann ein Mann diesen Alters, diesen Akt vollziehen? Nicht nur, dass er es allgemein tut, sondern es bedarf ja auch einiger Sachen, um diesen Akt zu vollziehen. Wie zum Beispiel gewisse, ich sag mal, menschliche Emotionen, die dahin führen. Verstehst du, was ich meine? Ich versuche das wirklich so respektvoll wie möglich auszudrücken. Mit anderen Worten, dass ich mir vorstellen kann, dass der Prophet, dem ich nachfolge, hört sich jetzt sehr blöd an, aber bitte nimm es nicht als Anstoß, heiß geworden ist auf ein 9-jähriges Mädchen, egal welcher körperlicher Verfassung sie war, weil in Relation haben wir hier einen 41-jährigen Unterschied. Verstehst du, was ich meine? Ja. Das ist eine Frage, die sich mir stellt, anders. Okay. Aber jetzt kommt ich verstehe, was du meinst. Jetzt kommt der springende Punkt. Also die erste Sache ist, für mich spielt erstmal Altersunterschied, ich weiß nicht, wie das in der Bibel ist, Altersunterschied spielt für mich keine Rolle. Das heißt, wenn auch ein 20, jetzt machen wir jetzt ein anderes Beispiel, wo nur das Altersunterschied kritisch ist. Eine 20-Jährige oder ein 20-Jähriger heiratet eine 40, 50, 60-Jährige. Auch hier, wenn wir jetzt von einem Altersunterschied von 30 oder auch 40 Jahren sprechen, sobald beide einverstanden sind und sie wollen sich gegenseitig heiraten, genauso wie Aisha den Propheten heiraten wollte und der Prophet wollte Aisha heiraten, wenn sie sich gegenseitig heiraten wollten, wer bin ich jetzt, dass ich dazwischen grätze und sage, der Altersunterschied ist aber nicht in Ordnung? Das Problem ist so, dass der Konsens hier nicht um eine 20-jährige Person geht, Anders. Du verstehst ganz genau, ich habe jetzt kurz nur den Unterschied, ich habe jetzt kurz nur dieses Altersunterschied gemacht. Das Einzige, was man meiner Meinung nach wirklich zu Recht ankreiden kann, also Altersunterschied nicht, aber man kann definitiv ankreiden, dass man sagt, hey, aber das ist wirklich geisteskrank jung. Und deswegen sage ich dir auch von mir selber, für mich ist das unvorstellbar. Das heißt, ich bin ehrlich gesagt nur
Ich bin quasi zwischen zwei Sachen hin und her gerissen. Die erste Sache wäre, dass ich sage, Bruder, sie kann unmöglich 9 gewesen sein. Diese ganzen Hadithe sind vom Matn, vom Text her abzulehnen. Es gibt im Islam ein Prinzip, und zwar, es kann sein, dass ein Hadith von der Kette her authentisch ist, aber vom Inhalt her unauthentisch. Also die Kette ist authentisch, aber der Inhalt ist unauthentisch. Wie finde ich heraus, dass der Inhalt unauthentisch ist? Ist, indem ich den Inhalt von anderen Hadithen nehme, sie mir alle zu Rate ziehe und mir sage, das kann ja dann unmöglich sein. Das ist ehrlich gesagt wirklich, wo ich einen Schritt mache und sage, ist das vielleicht wirklich so, dass diese Aussage, aber das Problem ist, sie sagt es ja selber über sich. Es sagte nicht irgendwie der Prophet, ich habe sie geheiratet, als sie 9 war. Das Mädchen sagt, hey, ich habe geheiratet, ich war 9 Jahre alt. Meinst du nicht, man könnte die Authentizität dieser Quelle in Frage stellen, Anders? Das Problem ist aber sie selber. Sie selber sagt das. Und es ist ich meine die Quelle, dass das auch wirklich von ihr ist. Meinst du nicht, da könnte man nicht vielleicht auch prüfen? Ja, aber die Quelle ist aber authentisch. Das kann man nicht schönreden. Das genau, also die Quelle. Du knarrst ein bisschen, Flex, wenn du dich ganz gut... Oh, du knarrst ein bisschen, Flex. Aber Anders, du hast einen richtig schönen Teppich. Ich glaube, das ist ein pakistanischer Teppich. Ich sehe das schon. Schöner Teppich. Der ist von Kika. Quasi, wenn ich mir alle anderen, schau, sie hatte zum Beispiel, ich glaube, sie ist gestorben mit 56, wenn ich nicht falsch liege. Das heißt, sie hatte auch 40 Jahre Zeit, sich zu beschweren und zu sagen, wie konnte ich nur in diesem Alter verheiratet werden? Das war so schlimm, ich habe gelitten und so weiter. Sie hatte 50 Jahre Zeit. Und wir wissen von Aisha, sie hat auch mal überliefert, wenn ihr was nicht gefallen hat. Wie zum Beispiel, der Prophet hatte mehrere Frauen. Es ist viel von ihr überliefert, dass da auch mal es zu Reibereien kam. Das heißt, sie überliefert kritische Sachen. Das heißt, wir müssen akzeptieren. Also, dass sie danach mit Muslimen Krieg geführt hat und Muslime umgebracht hat, das ist schon bitte das bleiben wir bei einem Thema, das Bruder, ist egal. Bitte. Ja, bitte, aber ich meine, aber sie war doch im Kopf, da hat doch was nicht gestimmt. Sie hat Krieg gegen Muslime geführt. Vielleicht war sie geistig nicht mehr ganz reif da oben, nachdem sie mit 6 Jahren von einem erwachsenen Mann. Also schau mal, Flexer, man muss ihr eins anerkennen. Diese Frau hat über 2000 Hadithe auswendig gelernt. Also 2000 Hadithe sind ungefähr, ich glaube, 300 Seiten von einem Buch komplett auswendig, die sie überliefert. Sie ist die größte weibliche Überlieferin und alle Frauen kamen stets mit Fragen rund um die Menstruation, kamen sie zu Aisha. Du hast tausende Hadithe, wo es heißt, wir kommen zu Aisha und wir fragten sie dann, hey, wir haben unsere Menstruation, was müssen wir machen, wie reinigen wir uns? Ich habe das alles in dem Gespräch mit ihr von auf meinem Kanal Anas Islam eingeblendet. Das heißt, Angelo, um das Thema abzuschließen. Ich bin einer, der sehr ehrlich ist. Ich bin einer, der sehr, sehr ehrlich ist. Für mich nach wie vor. Du hast in allen Punkten gelogen. Du hast in allen Hadithen über Aisha gelogen. Du warst nicht ehrlich. Okay. Ich habe das ja, wie gesagt, auf meinem Kanal eingeblendet. Da kann man das auch alles nachschauen. Also ich stimme dir nach wie vor zu. Wenn ich diese Zahl höre, ist für mich Schock. Dann bin ich ehrlich. Ich muss ja nicht lügen. Aber ich muss irgendwie akzeptieren, wenn ich alle anderen Sachen dann mit in Einklang nehme, muss ich am Ende sagen, das scheint irgendwie echt eine komplett andere Zeit gewesen zu sein. Wieso? Sie war ja davor schon eigentlich mit jemand anderem verlobt. Das wissen viele gar nicht. Sie war davor mit einem Quraysh, die Götzendiener, also die Götzenanbieter. Sie war ja davor schon eigentlich für jemand anderen gedacht. Nein, wieso ist Angelo weg? Ja. Mich? Okay, ich mache den Satz hört fertig ihr mich? Und dann gehe ich. Also, hört ihr mich? Anders, wo steht das? Hört ihr mich, Leute? Hallo, wo hallo? Wo das überliefert ist, dass sie davor jemand anderen versprochen war? Ja. Leute, hört ihr mich? Hallo. Hört ihr mich? Hallo. Ja. Das rechtfertigt aber nicht das, was du sagst, weil sie kannte es damals ja nicht anders. Also warum sollte sie sich dann beschweren? Weißt du, was ich meine? Sie kannte es ja damals nicht anders. Ja, das doch. Ist doch ganz klar. Doch, doch. Es gibt auch manche Frauen, die haben erst sehr spät geheiratet. Also die Frauen haben unterschiedlichen Alter. Sie hat ja auch geglaubt, dass er ein Prophet ist. Also wie soll sie das dann auch rechtfertigen können? Flexa. Sie kannte es, wie gesagt, nicht anders. Also, Flexer, mein Bruder, als Abu Bakr Fatima heiraten wollte, um ihre Hand angehalten hat, war Fatima 12 Jahre alt. Da hat Mohammed gesagt, sie ist zu jung. Aber schau mal, du musst dann schon alles, also wenn etwas stimmt, dann sage ich auch, okay, stimmt, zum Beispiel diese Überlieferung ist mir nicht bekannt. Wenn du willst, schreib mir PN, ich schicke dir das mit dem, dass sie davor schon verlobt war und du schickst mir das. Ja, ich schicke dir das. Aber wie gesagt, Anas, ich will dir eine Sache mitgeben, Anas. Ja. Das ändert trotzdem nichts an der Sache, dass sie 9 war. Ja, und ganz ehrlich,
ein Prophet, der eine Neunjährige, pimpert, sorry. Das ist nicht Gottes Arbeit, sorry. Und dass man sagt dann, ja, dieses ja, aber schau mal, das ist keine Argumentation, Flexer. Du kannst ja nicht sagen, schau mal. Stimmt, das kommt auch nicht von Gott, ne? Das ja. muss man ganz klar sagen. Aus biblischer Sicht, ganz kurz, aus biblischer Sicht ist das ganz klar dämonisch. Das hat nichts mit Gott gemeinsam. Das kann ich dir jetzt schon bestätigen. Okay, aber Flexer, schau mal, Hand aufs Herz. Wenn du das als dämonisch bezeichnest, schau mal, jetzt kannst du nicht wieder ausweichen. Du hast jetzt gerade die Bibel erwähnt, du darfst jetzt nicht ausweichen. Wenn du sagst, es ist aus biblischer Sicht dämonisch, dann muss man akzeptieren, ich sage, es geht immer um Selbstkritik, dann muss man auch akzeptieren, es gibt wohl nichts Dämonerisches, als Kinder zu töten. Und das hast du in der Bibel. Haben wir nicht. Das hast du in der Bibel im Deuteronomium. Haben wir nicht. Okay, soll ich das zeigen? Warte, guck mal hier, Leute, schaut mal. Lügt die Leute doch nicht an. Leute, schaut mal, das ist das Problem. Ich bin ehrlich, ich sag, okay, das stimmt. Sei 3221, Sahi. Zeig mal. Ja, wir akzeptieren, wenn Gott ein Urteil gesprochen hat. Aber wir gehen gleich, warte. Narrated bei... Ibn Buraida. Ja. Du hast... That his father said, Abu Bakr and Umar, may Allah be blessed with them, proposed... Marriage to Fatima. But the messenger of Allah said she is young. Then Ali proposed marriage to her and her marriage her to him. So, als Abu Bakr um die Hand von Aisha angehalten hat, hat der Mohammed gesagt, sie ist zu jung. Sie ist jung. Sie ist zu jung. She is young. Ja, sie ist zu jung. Nee, ja. Zu jung wäre zu young. Sag mal, liest du das nicht? Lese ich das alleine? She is young, nicht too young. Ja, she is young, sie ist jung. Sie war 12. Warum auf einmal die Moral dazwischen? Warte, wo steht 12? Wo steht 12? Ali sie geheiratet hat und wir können ja lesen, dass Ali Fatima mit 12 Jahren geheiratet hat. Ja gut, das steht jetzt aber nicht in dem Hadith. Dafür das steht ich jetzt nicht in dem Hadith, aber wir wissen ja, du weißt ja auch, wann die geheiratet hat. Aber du machst langsam Fortschritte, Urban. Was heißt Fortschritte? Du hast in allen Hadithen gelogen. Du musst Fortschritte machen. Wieso? Wo habe ich jetzt gelogen? Was habe ich denn Falsches gesagt? Aisha hat sich beschwert. Sie wurde einfach von der Schau genommen und wurde zu Mohammed gebracht. Sie wurde krank. Ein reversibler Haarausfall bei Kindern mit Fieber. Könnt ihr googeln. Ist eine psychologische Erkrankung aufgrund von hohem Stress. So kann okay, aber wieso hat sie... Aber okay, wieso heißt es in dem Hadith Falam Yaruani? An dem Tag hat mich nichts erschreckt, nichts hat mir Angst gemacht. Ah, ja. Bukhari 61:30. Nein. Bukhari 61:30. Dann ist eure Religion sehr widersprüchlich. Bukhari 61:30 von dem Prophet. Ihr redet beide durcheinander, Leute, man versteht euch nicht. Die wurde vom Prophet erschreckt. Die hat gesagt, Illa Rasulallah, Walam Yaruani, Illa Rasulallah. Keiner hat mich erschreckt, außer der Prophet. Sie wurde vom Prophet erschreckt. Warte. Ja, siehst du, wie du lügst, Anas? Danke, Babo, ich küsse dein Herz. Seht ihr das, wie die lügen? Nein, da steht nicht, mich hat nichts erschreckt außer der Prophet, sondern es steht, mich hat nichts an diesem Tag überrascht, außer und der Prophet kam bereits vor Dukhul. Lass uns das prüfen. Genau. Das heißt nichts. Wo ist die Überlieferung? Wir prüfen das jetzt. Da steht ja nicht irgendwie Falam Yarani in das Zawaj oder sonst etwas. Das ist Hadith Urjuha in Bukhari. Die hatte noch ihre Puppen in ihre Hände, sie war am Schaukeln spielen und dann hat sie ihre Mutter genommen, sie hat sie geputzt und dann zum Prophet gebracht und sie sagt, ich war am Ausatmen und der Prophet hat mich erschreckt und ich hatte noch meine Puppen in den Händen. Das ist eine Hadith-Sache in Bukhari. Das ist Bukhari 61:30. Siehst du, ich kenne das sogar auswendig. Richtig, aber darüber haben wir jetzt hier gerade 2 Stunden geredet, was das Spielen angeht, wo wir gesagt haben, das Spielen alleine, ich bin nach wie vor heute genauso verspielt. Ich spiele hier. Es gibt ein Rechtsgutachten. Vergleiche dich nicht mit der ersten Generation der Muslime. Die erste Generation war die beste. Und es gibt sogar zu Fath al-Bari, ne? Es gibt hier steht's in dem Text, hier unten, kannst du ja lesen. Dass sie hier noch mit Puppen gespielt hat. Darauf gibt es von der Al-Azhar-Universität extra ein Rechtsgutachten, die sich hierzu bezieht und sagt, ja, es war ja hier in dem Fall erlaubt, weil sie noch nicht die Menstruation erreicht hatte und islamisch gesehen noch ein Kind war. Dazu gibt es eine Fatwa. Das heißt, jemand hat sich damit befasst. Aber es gibt hier aber 2 Probleme.
Es gibt zwei Probleme. Also das erste Problem ist, das ist nicht Teil des Hadiths. Das heißt, wieso hat sie damit weitergespielt? Das ist ein Scharh, also eine Erklärung. Und auch wenn du diesen Hadith mal bei sunna.com oder so nachschaust, dann siehst du, dass diese Erklärung mit Klammern eingefügt ist. Mit Klammern eingefügt heißt, das ist nicht Teil des Hadiths. Das hat der Überlieferer nicht gesagt, sondern das hat ein Gelehrter als Scharh, als Erklärung hinzugefügt, wie zum Beispiel Fath al-Bari, das ist ein Scharh, also eine Erklärung. Ich habe damit folgendes Problem. Einerseits, okay, würde ich an sich annehmen, wir wissen ja, dass wenn sie doch zu jung gewesen ist, dann wie kann es dann sein, dass sie ihn geheiratet hat? Also das heißt, ich kann entweder die Argumentation nehmen, sie war zu jung, aber dann ergibt das andere keinen Sinn, wieso sie ihn geheiratet hat. Wieso hat sie war offensichtlich, die Gelehrten erwähnen ja das, was ich vorher erwähnt habe, Baqat al-Wata. Baqat al-Wata heißt, die Frau darf heiraten ab dem Moment, ab dem der Körper bereit ist für den ehelichen Verkehr. Und da sagen die Gelehrten, das habe ich auch in meinem Video eingeblendet, dass variiert. Was ist mit Qudama ibn Mad'un? Der hat eine geheiratet an dem Tag, wo sie geboren wurde. Mit dem Prophet, der war mit ihm. Der hat es auch noch gesegnet. Was ist das so von Qudama ibn Mad'un? Nochmal, ich habe es nicht verstanden, Bruder Babu. Qudama ibn Mad'un, eine Sahabi, die hat ein Mädchen geheiratet an dem Tag, wo sie geboren wurde. Mit dem Segen vom Prophet. Es gibt eine andere Hadith Sahih, der sagt, ein Mann hat eine Frau geheiratet, der ist zum Prophet gegangen. Der hat ihm gesagt, ich habe eine Frau geheiratet. Der Prophet hat gefragt, alt oder jung, der hat ihm gesagt, alt, der hat gesagt, warum hast du nicht eine junge Mädchen geheiratet, damit du mit ihr spielst und sie mit dir spielt. Richtig. Aber ich kenne den Hadith. Mohammed hat Kinder verjagt, die mit Aisha spielen wollten. Die war mit Kinder spielen, der hat sie verjagt. Auch Hadith Sahih. Die war ein Kind, du kannst das nicht schönreden. Okay, dann möchte ich von euch folgende Erklärung. Ich bin bereit, das anzunehmen. Wenn jemand ein Kind ist. Sahih, sag dir, die Hadith kenne ich auswendig. Okay, wenn jemand ein Kind ist, und da würde ich dir ein Kindesmissbrauch stattfinden. Es ist unverweigerlich, dass diese Person zu schlimmen Schaden kommt, zu inneren Blutungen bis sogar zu dem Tod, wie das vorher Joshua oder wie der hieß, eingeblendet hat. Das heißt, wieso haben wir von ihr nichts überliefert davon? Wieso hat sie nicht gesagt, dass sie irgendwie gelitten hat? Dass irgendwas nicht. Ja, nicht Blut und Sterben. Es ist ein Kindesmissbrauch. Egal. Aber allein Leid. Allein Leid. Wieso hat sie nicht einmal. Kennst du Ibn al-Qayyim? Hast du Fawaid von Ibn al-Qayyim gelesen? Was das Kinder angeht? Was meinst du genau? Du meinst, kennt das von euch, Ibn al-Qayyim? Ramadan für deine Gelüste. Ein kleines Mädchen, eine kleine Sklave, eine, die noch Milch trinkt. Radia steht da. Habibi Abu Babu, schau mal, Anas. Schick mir das gerne, Babu. Ganz kurz mit Babu mal bitte. Habibi, schick mir das gerne, ich schaue mir gerne an. Anas. Ich verstehe Arabisch, ja. Und wenn ich was nicht verstehe, kann ich nachschauen. Habibi, warte mal. Wir gehen doch nicht mal auf Hadithen. Ich gehe auf die Koran. Surat al-Talaq, Habib al-Aziz, 4. Du weißt ganz genau, dass die Kinder eher legitim ist im Islam. Auch laut der Koran und die Tafsir bin Kassir, Tafsir al-Jalalay, Tafsir bin Abbas und so weiter. Ich zeige dir zum Beispiel. Mach mich mal Großflexer. Ich weiß, Bruder, ich weiß eh den Vers, den du anführen wirst. Aber wir haben jetzt schon drei Stunden drüber geredet. Ich habe gesagt, wer ein Säugling heiratet, weil die kleinen Kinder sind, das ist für mich krank. Und da zeige ich dir, was deine Gelehrten sagen. Ja, aber dann stellt sich ja die Frage, okay, wenn das warte mal, Habibi. Lex, bist du da? Leute, darf ich mich verabschieden? Ich sage meinen letzten Satz. Aisha hat kein Kind bekommen. Keine Kinder. Das heißt, ihre Gebärmutter war verletzt. Recht so. Oder das ist ja eine Logik. Lex, Sie hat Männer gehabt. Sie hat auch danach Männer gehabt. Wir haben Überlieferung. Sie hat kein Kind bekommen. Das heißt, das stimmt auch nicht. Sie hat nach dem Tod des Propheten nicht geheiratet. Ja, okay, ich kann die gleiche Überlieferung zeigen, die anders sind. Aber du musst vorsichtig, dass du zwischen sunnitischen und schiitischen Quellen unterscheidest. Ja, ich habe nur sunnitische. Und hier in Bukhari 5367 sagt Mohammed selber zu einem seiner Sahaba, heirate doch ein Kind, damit du mit dir spielen kannst. Nein, also schaut mal, Leute, ihr dürft ja, warte, wir gehen darauf ein, schauen wir mal. Du weißt, der Surat al-Talaq. Ich gehe raus, ne, ciao. Ja, warte, Urban, warte. Der Surat al-Talaq klar und deutlich sagt, und diejenigen, die noch keine Menstruations gehabt haben, es geht um Scheidebrief, Habib al-Aziz. So, was ist jetzt, was sagen die? Abbas al-Tanawri,
Was sagt ihr? Ich kenne das, ja, Bruder. Und für solche ihren Frauen, die an der Menstruation verzweifeln wegen des Alters, wenn sie Zweifeln haben, über ihre Wartezeit des Wartens soll 3 Monate betragen. Worauf andere Mann fragte, oh, Assistenter Allah, was ist mit der Wartezeit diejenigen, die keine Menstruation haben? Weil sie zu jung sind. Aber darauf ein. Tafsir ibn Kassir, eine große, der Gelehrte der Islam, natürlich, du weißt es auch, dass er Kommentator ist. Für die Frau, die Menstruation, wie im Vers angegeben ist, Al-Baqarah sogar auch für kleine Kinder, das ist kleine Kinder, Habibi Al-Nas. Du hast nicht genug Auto gegeben. Warte, Habibi. Jetzt gehen wir Tafsir Ajalalain. Tafsir Ajalalain sagt, auch klar und deutlich, warum? Weil die noch zu jung sind. Warum? Ja. Weil die zu jung sind. Ist klar und deutlich. Junge Altersmigration haben. Das sind eure Frauen. Jetzt gehen wir zu Mabsut al-Sarqasi. Kennst du Sheikh Imam Mabsut al-Sarqasi? Kennst du ihn? Nein. Al-Sarqasi? Zeig mal. Al-Sarqasi. Mabsut al-Sarqasi. Nein. Einer der großen Gelehrten. Das musst du auch... Guck mal, ich gebe dir die Quellen sogar. Sein Buch Habib al-Aziz, Dar Diba, Band 5, Kapitel 10, Seite 155. Was Strafe im Fall der sexuellen Sehnsucht nach einem kleinen Mädchen hinangeht, die aufgrund ihrer jungen Alter von niemandem sexuell begehrt wird, es gibt keine Strafe, es ist erlaubt. Es ist erlaubt, auch sie anzufassen. Selbst wenn ihr Körper und ihr Intimbereich noch nicht als ausgereift gelten. Also, okay. Warte mal. Also das ist jetzt... Weiter. Nein, warte, Bruder, du kannst nicht die ganze Zeit. Jetzt muss ich langsam antworten. Ich muss langsam antworten. Nein, warte, warte. Wenn der Mann von einer solchen Ehe profitiert, dann ist es allein Grund genug, die Ehe zu schließen, auch wenn er einen weiblichen Säugling heiratet. Okay, das alles... Okay, warte ganz kurz. Anders. In dem Bereich nicht ausgereift. Ein kleines Kind, der Säugling ist. Das alles... Alle deine Gelehrten sagen, du kannst kleine Kinder heiraten. Warum verdrehst du ganze Zeit deine Gelehrten? Okay, dann stelle ich dir jetzt eine Frage. Dann stelle ich dir eine Frage. Warte ganz kurz. Eine Frage, warte, eine Frage. Lass mich eine Frage stellen. Guck mal. Aber du musst mich doch jetzt, du hast jetzt 3 Minuten geredet. Lauf, Habibi, anders. Wokuf, schwein. Habibi. La. Wokuf, ja, Habibi. Okay, schau mal. Also. Wenn wir die Gelehrten sagen, es ist kleine Kinder und du verteidigst immer noch die Pädophilie, okay, schau, dann stelle ich dir anders. Bruder, aber jetzt bitte lass mich die Frage stellen. Oder so funktioniert dein Dialog nicht. Lass mich doch die eine Frage stellen, Bruder. Habibi anders. Bruder, du kannst nicht die ganze Zeit. Als Aisha von dem Mohammed ihren Tier gebracht worden ist, als sie Mohammed gesehen hat, was ist mit ihr geschehen? Sie ist unmächtig geworden. Man hat Wasser in ihrem Gesicht gemacht. Warum? Weil sie war ein kleines Kind. Was hat ihre Mutter gemacht von Aisha? Sie hat ihn gemästet mit Palmen, mit Datteln und Jod, und damit sie dicker wird. Damit Mohammed sie bonga bonga macht. Ist das ein Gott? Dein Gott, der Säuglinge, sagt, du kannst Säuglinge heiraten? Da sind deine Gelehrten, Mabsut al-Sarqasi sagt klar und deutlich. Ibn Kassir sagt dann, kleine Kinder sind das. Das sind kleine Kinder. Sag mir bitte, welchen Gott hier ist das? Ist das wirklich dein Gott? Kleine Kinder? Sagt Ibn Kassir. Und verdreh das nicht. Bleib dabei und verdreh diese Worte bitte nicht. Komm mit Quellen, komm mit den Gelehrten. Wann die Philosophie ist anders? Das war's mit dir. Bitte, Habibi. Ich brauche nicht 2 Minuten. Ich möchte mir nur eine Frage stellen. Von daher... Er tut uns wieder zusammen. Was tun uns wieder zusammen, damit ich eine Frage stellen kann. Okay, also erstens. Also erstens. Dann hörst du mich. Ich höre dich. Jalla, Habibi. Geh mir jeden Punkt darauf ein. Ich bin nicht dein Gegner. Ich bin nicht dein Hasser. Ich komme mit jedem Quellen. Ich bin ein Mensch. Ich komme niemals ohne Quellen. Ich komme mit jeder Quellen. Wenn du Arabisch bist, komm mit Arabisch, Habib al-Aziz. Mafi Mishkan. Aber bleib bitte bei der Wahrheit. Okay, Bruder, aber lass mich doch jetzt endlich zum Punkt kommen. Lass mich eigentlich zum Punkt kommen. Ja, Habibi, aber stell dich da. Habibi Anas. Bruder, bitte, ich höre euch jetzt seit 5 Minuten die Frage stellen. Aber Bruder, lass mich doch endlich die Frage stellen, Bruder. Du kannst nicht die ganze Zeit.
Okay, dann stellt sich nun folgende Frage. Wenn diese Erklärungen korrekt sind, dass man einfach so ein kleines Kind heiratet, wieso hat der Prophet Mohammed, Friede und Segen auf ihm, den Ehevertrag mit 6 geschlossen, also mit 6 haben sie nur das Papier unterschrieben, wieso hat er dann nicht direkt den ehelichen Verkehr gemacht? Der hat ja mit 6 auch Schenkelverkehr mit ihr gemacht. Nee, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Genau, deutlich steht das. Du hast doch gesagt, du bist ehrlich. Wieso sagst du sowas? Ich bin ehrlich. Das ist gelogen. Ich bin ehrlich, Habibi. Das ist eine schiitische Quelle und das weißt du selbst. Nein, das ist eine La darar wa la dirar. La darar wa la dirar. Das einzige Gesetz. La darar wa la dirar. Anas, das geht, alles gut. Okay, aber warte, dann machen wir es jetzt ganz kurz. Zeig mir. Anas, du Philosoph, was hast du gerade gesagt? Kannst du mich Ich möchte sehen, wo steht der Prophet? Wiederholen? Der Prophet hatte diesen Verkehr mit Aisha, als sie 6 war. Das will ich sehen, die Quelle. Okay, warte mal. Also befürwortest du 9 Jahre, wenn ein Kind 9 Jahre ist und 3... Wir reden seit 1,5 Stunden. Ich fange jetzt nicht wieder bei 0 an. Lass uns beim Thema bleiben. Zeig mir diese Quelle. Nein, stopp. Du befürwortest das. Also Ali wird das jetzt gleich zeigen. Du und ich reden. Also du befürwortest, wenn eine 9-Jährige reif ist, ist die eine... Reif für einen 54-jährigen Mann. Ich sag, heutzutage ist keiner reif, nicht mal mit 16, 17, meiner Meinung nach. Antworte bitte nur meine Frage. Das ist ja die Antwort. Du heutzutage hast selber in keinem Fall gegeben, eine 9-Jährige? Nein. Wenn sie heutzutage. Aha, also hast du doch gerade gesagt. Also befürwortest du Kinderehen? Nein, heutzutage auf keinen Fall. Das sehen wir auch. Heutzutage, hör mir bitte genau zu, heutzutage in den meisten islamischen Ländern wie Taliban, Al-Qaida, ISIS. Taliban ist kein islamisches Land hier. Okay, also wenn Mohammed sagt, wenn du jetzt sagst, die Sunna gilt immer noch heute und da machst du eine Ausnahme, zeigt das einfach nur, dass du in dem Moment rumheuchelst. Nein, wir sehen ja im Leben. Du hast jetzt gerade gesagt, das ist veraltet. Nein, das habe ich nicht warum gesagt. Warum machst du jetzt da gesagt, eine Ausnahme, aber alles andere, was nach deiner Nase rum? Nein, ich habe nicht gesagt veraltet. Stimmst du ihr zu? Nein. Ich habe nicht gesagt veraltet, sondern ich habe gesagt, es gibt im Islam grundsätzlich das Prinzip, das was die Gelehrten in ihren Büchern erwähnen, ist dieses Darbat al-Wata. Das heißt, der Mann und die Frau dürfen ab dem Moment heiraten, ab dem sie körperlich dazu reif sind. Das heißt, kein Schaden von dieser Heirat entsteht. Also und dann haben die Gelehrten, 65 Vers 4 ist jetzt veraltet. Elia, darf ich ganz kurz ausreden? Und die Gelehrten haben dazu auch gesagt, das habe ich auch in meinem Video mit Irfan eingeblendet, dass sie sagen, das ändert sich von Zaman zu Zaman und Makan und zu Makan. Das heißt, es ändert sich einfach von Ort und Ort und Zeit und Zeit. Okay, habe ich verstanden, Anas. Das heißt, mich jetzt, kurz, nein, du gehst kurz, nicht auf meinen Punkt ein, Anas. Hier darf ich ganz kurz ausreden. Oder geh bitte auf die Punkte ein, was Ali dir gerade gezeigt hat. Sura 65, Vers 4, ist das jetzt für dich jetzt immer noch gültig oder hat Allah sein Wort jetzt verwässert und ist das nicht gültig? Antwort auf meine Frage. Das ist immer noch gültig, aber die Zeit heute hat sich... Lass mich bitte ausreden. Antworte nur auf eine einzige Frage. Aber du redest ja auch die ganze Zeit mir rein. Ist der ganze Koran zeitlos jetzt gültig oder ungültig? Der Koran ist zeitlos gültig, aber wir haben ja gesagt... 65 Vers 4, Zeitehen ohne Altersbeschränkung ist noch gültig. Hast du gerade dir zugegeben, oder? Wir haben nie über was über Zeitehen geredet. Nein, über die Ehe mit, dass es kein Alter gibt. Sura 65, du hast gerade gesagt, der Koran ist zeitlos gültig. Also befürwortest du Pädophilie laut Sura 65? Nein, das stimmt nicht. Sondern damit ist gemeint. Gerade hast du gesagt, es war. Ja, aber lass mich doch ausreden, Elia. Es war früher so und jetzt auf einmal sagst du, nein, der Koran ist gültig. Also heuchelst du jetzt rum. Nein, also. In diesem Vers steht, das ist auch was der andere, der die Wahrheit oder wie der heißt, angeführt hat. Und er meinte, dort steht ja, was ist, wenn ein Mädchen, weil sie zu jung ist, noch nicht ihre Periode hatte? Nun ja, im deutschen Gesetz selber ist es so, wenn du mit 14 noch nicht deine Periode hattest, und das sind, glaube ich, ungefähr 10% der Mädchen, dann spielt das keine Rolle. Du kannst trotzdem eine eheliche Beziehung eingehen. In Deutschland ist es zum Beispiel so, ab 14 darfst du, sobald es nicht irgendwie eine Person ist, die dein Lehrer ist oder die Position ausnutzt, dürftest du im Prinzip mit jedem verkehren, mit dem du willst. Du hast ab diesem Moment Sex. Auch mit einem 54-jährigen Mann? Laut deutschem Gesetz, ja. Nein, stopp, warte. Jetzt können wir gerne das mal prüfen, was du gerade gesagt hast. Das kannst du gerne prüfen. Tafsir, lass mich bitte ausreden, hör auf rum zu philosophieren. Aber warte, lass mich doch kurz steht, ohne Altersangaben, auch wenn die Person keine Menstruation hat, ist die genau
wie eine erwachsene Frau, richtig, gilt genauso die Ehescheidung. Und zum Beispiel, das ist, was ich letztens... Aber Elia, ich versuche doch die ganze Zeit, den Punkt fertig zu machen, Elia. Okay, ich mache jetzt wirklich den letzten Punkt fertig. Also, das stimmt, in diesem Vers steht quasi jemand, der noch zu jung ist und noch nicht die Menstruation hat. Ich habe bereits in dem Video mit Irfan, habe ich eine Statistik eingeblendet, dass vor circa 150 Jahren haben die Frauen im Durchschnitt erst die Menstruation mit 17 bekommen. Wenn wir sagen im Durchschnitt, dann gibt es natürlich ein paar Ausreißer. Das heißt, manch eine Frau hat zu diesem Zeitpunkt erst mit 19 oder 20 vielleicht die Menstruation bekommen. Plus, minus 2, 3 Jahre. Der Islam sagt, auch für diese Frauen, deswegen sagen wir, der Islam sagt, das ändert sich einfach fundamental von Zeit zu Zeit und Ort zu Ort. Für diese Frauen war es nicht verboten, mit 19 zu heiraten, nur weil sie jetzt die Menstruation noch nicht hatten, weil das variiert einfach sehr stark. Aber sie waren körperlich reif. Das waren vollkommen körperlich reife Frauen. Das heißt, der Geschlechtsverkehr hat ihnen keinen Schaden angerichtet. Und wenn es mit ihrer Einverständnis geschieht, ist das unproblematisch. Das ist quasi diese ganze Geschichte dahinter. Und wenn jetzt jemand behauptet, mit kleinen Kindern und sonst etwas, dann stellt sich halt die Frage, okay, wieso hat der Prophet dann 3 Jahre gewartet? Wenn es ganz normal ist, ich mache mit einem Säugling rum, okay, wieso hat der Prophet, auf was hat er 3 Jahre gewartet? Er hat auf die körperliche Ausgewachsenheit gewartet. Und ich weiß, es ist schockierend, mich schockiert es genauso, dass das offensichtlich in diesem Zeitalter mit sehr, sehr jungen Jahren war. Und das war, wie gesagt, bei den Juden so, bei den Christen so und auch bei den Quraysh. Sie war ja davor bereits verlobt. Das heißt, wir müssen akzeptieren, wir können uns nicht 1500 Jahre zurück katapultieren, teleportieren. Wir kennen diese Zeit nicht. Wir wissen nur, Aisha hatte keinen Schmerz, hatte kein Leid. Und in der heutigen Zeit, ich persönlich würde meinen Sohn oder meine Tochter vielleicht nicht mal sogar mit 18 Jahren verheiraten. Und das hängt mit vielen Faktoren zusammen. Genau. Und das sind jetzt wirklich für heute meine letzten Worte. Und ich komme inshallah vielleicht das nächste Mal noch mal rein. Ich freue mich immer auf eine respektvolle Diskussion. Assalamu alaikum. Also, ich muss nur noch ein bisschen, also, der ist weg, oder? Schade. Ich habe ihm gerade eine Atombombe geschickt. Also, wenn er das liest und immer noch Muslim ist, habe ich auch keine Ahnung. Der lügt, weil in dieser Vers, was El-Jahand gesagt hat, redet Gott über Idda. Und Idda gibt es nur, wenn du den Heirat konsumierst. Also wenn der Typ mit dieser kleinen Mädchen, die noch nicht, die ihre Tage noch nicht hat, mit ihr schläft und sie scheiden lässt, muss sie 3 Monate warten, bevor sie sich wieder heiratet, obwohl sie keine Menstruation hat. Wenn sie nicht mit ihm schläft, muss sie diese 3 Monate nicht warten. Das muss euch schon im Kopf bleiben. Es gibt, das ist nur, wenn er mit ihr schläft. Also das ist schon schrecklich genug, dass Mädchen heiraten, sich scheiden lassen, immer noch nicht ihre Menstruation haben, heiraten wieder und sich wieder scheiden lassen. Und auch nicht nur heiraten, du kannst ja auch mit einer Sexsklavin, ein kleines Kind, kannst du ja benutzen, wenn du willst. Das spricht nichts dagegen im Islam. Ich habe Ihnen ja einen Text geschickt von Ibn al-Qayyim, wo es steht, wenn man das darf man sogar am Tag in Ramadan machen, ein kleines Kind misshandeln und missbrauchen. Wer das will, kann ich gerne den Link schicken. Also es ist auch von Islamweb, also Sunniten, nicht Schiiten oder sonst was. Also da kann er mir auch nichts sagen. Aisha war ein Kind, die ist zum Prophet gegangen, die hatte noch ihre Puppen in ihrer Hände, die wurde von ihm erschreckt. Es gibt auch Hadith, die auch über ihre Gesundheit sprechen. Das kann ich jetzt hier nicht reden, weil ich glaube, das wäre nicht okay. Aber sie hatte Schaden. Sie hatte wirklich einen Schaden bekommen. Ja, und in den Ländern heute, den islamischen Ländern, wo die sagen, es ist verboten, unter 18 zu heiraten, das ist eine Lüge. Weil es gibt ein Schlupfloch, dass du zum Gericht gehst und der Richter entscheidet, ob sie in dem Alter zu heiraten ist oder nicht. Oder die verfälschen die Papiere und machen sie in einem älteren Alter. Danke. Also guck mal, wenn man eine Debatte führt, bitte, dann sollte das 1-gegen-1 sein. Dieser Anas ist jetzt gerade geflüchtet, weil er weiß, dass er gelogen hat. Das Erste ist, was er da gerade gesagt hat. Alles, was du gerade gesagt hast, ist schwachsinnig. Warum ist das schwachsinnig? Laut Sura 65, Vers 4, da geht es nicht darum, ja, es ist jetzt nur für diese Zeit gültig, es war nur früher so. Komischerweise, dass Paulus vor Mohammed gelebt hat und hat Kinderschänder verurteilt. Da heißt es ja, dass Kinderschänder nicht das Reich erben werden. Und wenn du unter Kinderschänder auf Griechisch mal lesen wirst, dann bedeutet das entweder Verführung zum Götzendienst und was? Zum sexuellen Verkehr.
Und das hat Paulus schon damals verurteilt, bevor Mohammed überhaupt geboren wurde. Also komm mir nicht damit an, es war früher so. Das Zweite ist, mein Lieber, wenn du sagst, dass in Sura 65, Vers 4 steht ganz klar, dass Menschen, also Kinder, die noch nicht ihre Reife erlangt haben, können auch sexuelle Verkehr oder dürfen verheiratet werden. Das steht ganz klar so drin. Wie kommt es dazu, dass du Sachen jetzt gerade hinzufügst? Welcher Gelehrter, welcher Tafsir-Gelehrter sagt das? Ibn Abbas sagt das nicht. Ibn Kathir sagt das auch nicht. Da machst du natürlich eine Ausnahme, sagst du, das war früher so, aber alles andere ist jetzt auf einmal doch die Sunna gültig. Vorhin hast du gesagt, der Koran ist gültig, zeitlos. Aber in Sura 65,4 verwirfst du. Sura 65,4 verwirfst du. Das ist doch eine Widersprüchlichkeit. Und zweitens, warum hat er sie mit 9 geheiratet? Weil Abu Bakr ganz klar dagegen war. Abu Bakr sagt, wie kannst du mein Kind heiraten, weil Mohammed das geträumt hat. Und ich danke dir dafür, dass du deinen Propheten verworfen hast. Der hat doch gerade gesagt, ja, das würde ich nicht tun. Hä? Aber heißt es nicht, dass Mohammed der beste Vorbild aller Menschen ist für dich? Und jetzt... Alleine schon... Dass du ein Heuchler bist, ja, und dass du gerade weggerannt bist. Kein Gelehrter sagt das, was du sagst. Bruder, ich bin jetzt wieder. Bruder Flex, mach mal bitte diese Show weg. Schau mal, Anas, Habibi. Ich habe dich herausgefordert in dieser Sache, aber du bist geflüchtet. Warum bist du geflüchtet? Weil du weißt ganz genau, du kannst mir das niemals widerlegen. Niemals im Leben. So. Deine ganzen Gelehrten sagen, es sind kleine Kinder. Und Anas sagt, Aisha hat keine Schmerzen gehabt. Warst du dabei, als Aisha nicht Schmerzen gehabt hat? Stell dir vor, du bist ein kleiner Junge, du bist 6 Jahre alt, ein 54-jähriger junger Mann kommt und macht Bunga Bunga mit dir, wenn du 9 Jahre alt bist. Ich weiß nicht, was für einen Hintern du bekommst, Ananas. Also sei mir ehrlich. Entschuldigung, wenn ich sage. Du sagst, sie hat keine Schmerzen gehabt. Warst du dabei? Bist du ein Arzt? Geh, frag mal einen Arzt, ein nördliches Kind, wenn einer 55, der richtig brutal ist. Und wir dürfen nicht vergessen, Allah hat Muhammad eine Kraft von 30 Männern gegeben. Das heißt, Muhammad hat eine Kraft von 30 Männern gehabt. Stell dir vor, ein Mann mit 30, so eine Kraft wie 30 Männer, er wird ein Wand durchbohren mit seinen Dödel da. Also sag, komm mit, nicht mehr mit der Muhammad war sanft. Und Bruder. Vor allem ganz kurz, ich muss ganz kurz reingrätschen. Vor allem man kann. Und bitte vor Ananas, allem ganz kurz, Bruder. Ja, warte. Ganz warte, kurz, Bruder. Warte, vielleicht warte. Ja. Bitte Ananas, okay. Du bist geflüchtet. Und Bruder, ich hatte dich zerstört, du weißt ganz genau. Und du hast mich vor ein paar Tagen geschrieben, wegen auch die Maria Magdalena, die Steinigung. Auch das nehmen wir für dich auf. Und die nächste Sache ist, wenn du ein Mann bist, kommt um Surat An-Nur und ich werde dich Bonga Bonga machen. Genau wie Muhammad Bonga Bonga gemacht worden ist. Und Qawm Zot machen wir auch mit dir, Ananas. Ich verspreche dir, ich werde dich nicht in Ruhe lassen, bis Muhammad Bunga Bunga gemacht worden ist. Ja, Habibi Flex, bitteschön. Ganz kurz. Wie gesagt, Leute, er hat selber gesagt, er kommt damit nicht klar. Ja, es schockiert ihn selber. Und wir wissen ganz genau, Leute, ja, dass das nicht von Gott kommen kann. Warum einer, der über 50 ist, ja, und da steht und sagt, hey, mir wurde dieses Mädchen offenbart. Also was ist das denn für ein Gott, ja, der das zulässt? Bruder, ja, das ist sehr, sehr, ja. Schade, dass dieser Monarch gerade rausgegangen ist. Er soll mir bitte... Ja, aber guck mal, wir wollen den nicht beleidigen. Wir wollen den nicht beleidigen. Er ist ja trotzdem respektvoll geblieben. Weißt du, was ich meine? Bruder, Monarch ist ja keine Beleidigung, sondern es ist die, ja. Guck mal, die Tatsache ist, dass er das bewiesen hat, dass er Monarchik ist. Das Zweite ist, warum? Ist schade, dass er gerade rausgegangen ist. Omar bin al-Khattab hat eine 6-Jährige gehabt. Er hat sie gezwungen. Von wem? Es wird überliefert. Ich hätte ihm die Quelle gerne eingeblendet und das ist Sahih. Was steht da? Omar bin al-Khattab wollte eine 6-Jährige heiraten, aber die Mutter von dieses Kind hat es nicht zugelassen, aber der Vater hat es zugelassen. Das Kind hat geweint. Steht Allah, da, Omar bin al-Khattab wollte mit einer 6-Jährigen Bunga Bunga machen und er soll mir erklären, warum sein Prophet schwul war im Himmel.
Allah erlaubt kleine Kinder im Himmel. Warum im Himmel kleine Jungs gibt, die man noch Bunga Bunga machen kann? Anonym, hast du das alles aufgenommen, Bruder? Anonym. Wie sein Prophet, der Pädophilie. Und dann noch ist er noch schlimm. Er soll mir erklären, warum Omar bin ich und eine Sechsjährige vögeln wollte. Erkläre mir das. Das ist Aziz. Das ist wirklich Pädophilie über Kinder, wirklich für Sex, weil der sagt, leihen sie von. Die bluten nicht. Was soll das bedeuten? Kleine Kinder, die nicht bluten. Amir, Amir, Habibi. Warte mal kurz, wahre Glaube, sing das mal. Zu Mekka geschickt, ja. Wahre Glaube, sing das mal. Aziz. A'udhu billah min shaitan Wenn ich euch jetzt gleich Quellen zeige, wenn ich jetzt meine Kamera einblende, ihr werdet schockiert sein, Bruder. Sadakunna di Aziz. Bruder, Ananas hat keine Ahnung. Guck mal, Bruder, ich meine ernst. Ananas, er kann seine Gelehrten nicht. Guck mal, so viele Gelehrten kennt er nicht. Das Problem ist, er hat sich nur mit widersprüchlichen Sachen, die sagen, das ist Bibelwiderspruch, jenes das, diese Kritik gegen Bibel. Das hat sich nur beschäftigt. Mit seinen eigenen Quellen, er kennt sich nicht aus. Das meine ich wirklich ernst. Also Ananas, wirklich, wenn es um Islam geht, Anas, du wirst nicht überleben. Anas, wusstest du, wenn du nicht sagst, Shaitan Rajim, wenn du mit deiner Frau kurz vor Geschlechtsverkehr bist und du sagst das nicht, dann wird der Satan mit deiner eigenen Frau Geschlechtsverkehr haben. Wusstest du das? Hier ist einer, der sagt nämlich, ein Energieprofis. Komm, wenn ein Muslim ein mutig ist, und Allah verteidigen will, soll er hochkommen. Bruder, erkläre mir Anas, erkläre mir doch, warum die, warum Mohammed die Aziz. Elia, ich halte jetzt meine Kamera an, guck mal, die Sahaba. Elia, Bruder, ich habe jemand für dich hier, Energie, bitteschön. Soll mir bitte erklären, warum die Sahaba und Mohammed und mit seinen Frauen unter einer eine Bette waren. Was haben die da gemacht? Erklären. Ich will umwissen. Entschuldigung, ich bin unwissend. Entschuldigung, lass mal bitte aussprechen. Ich bin erstens unwissend. Ich habe ja, selbst eine hoch, Frage. Wenn du unwissend bist, Habib Aziz, dann komm nicht hoch. Warum? Ja, warum da Warte kurz. Was haben die hier gemacht? Wartet kurz, warte. Elijah, warte. Energy. Also ich schmeiße, Energy, warte mal bitte kurz. Wenn du unwissend bist, was hast du hier oben überhaupt zu suchen? Jetzt mal ehrlich. Ich hab gesagt, dass ich eine Frage stellen möchte. Okay, dann stell sie, alles gut. Nee, aber sorg dafür, dass deine heuchlerischen Hunde da die Fresse halten, bevor die irgendwelche... So alles klar, raus mit dir, raus mit dir, raus mit dir. Raus mit dir. Er soll sich vorstellen, dass sein Vater gerade eine zweite Frau holt nach Hause, eine Sechsjährige, und versucht mit ihr im Zimmer zu schlafen und uns zu sagen, wie ihm das ankommt. Also der soll sich das im Kopf vorstellen. Was spricht dagegen? Ja, Elia, du musst dein Mikro öffnen und dann kannst du reden, Bruder. Kann man mich hören? Jetzt, Bruder. Ich frage an die Muslime, und das ist Sahih, was machen die Sahaba und Mohammed und seine Frau unter gleiche Bettdecke? Und er mich mit einigen seiner Frauen unter seine Decke dazu brachte, die Decke zu betreten, und wir wurden drei. Was macht der Sahabi mit Mohammed und seiner Frau im gleichen Bett? Was machen die wohl? Bunga Bunga? Das ist Bunga Bunga, Mohammed mit Ali und Aisha Bunga Bunga, alle drei zusammen. So, und sehen wir hier weiter. Was ist das? Der Sahih ist Sahih. So. Bruder, diese Hadithen. Nackte Menschen reiten Rasul auf. Die haben Mohammed zerstört. Bitte, Bruder. Die nackten Menschen reiten Mohammed. Hier sehen wir das. Ja, es gibt eine Gruppe von Menschen. Das ist Al-Qawm al-Zut.
Dann bestätigt der Vorbeschreibung unter Menschen, Hinshallah sagte, sie war nackt und ich kann ihn. Warte mal, waren das die Dunkelhäutigen, die den geritten haben? Genau, Bruder. Ja. Allah. Aufgestanden und war am Stöhnen. Ja. Wahnsinn, Bruder, das ist nicht normal. Warte, ich zeig dir noch was hier. Na, Elia, warte mal, Bruder. Wir bleiben bei Anas, Habibi. Wenn du ein Mann bist, geh nicht immer zu den Leuten, die kein Wissen haben. Bitte komm immer zu. Allah, das ist Seyyid Muhammad. Das ist sahih. Das ist sahih, Bruder. 100%. Die Überlieferung habe ich wirklich. Seyyid und Muhammad haben sich geküsst. Muhammad war nackt, sagt Aisha. Bruder, lass mal Elia jetzt erstmal. Aber Elia, warum ist er geflüchtet? Er hat gesehen, dass wir beide hier sind. Er ist sofort geflüchtet. Mit allen anderen hat er so schön immer wieder philosophiert, weil die Quellen fehlen. Oh, wenn die Quellen kommen, boom, das war's. Und das ist ja schade, dass Anas immer wieder versucht, mit Menschen die wirklich auch zu reden, die wirklich nur einfach ein paar Worte sagen und gehen. Nein, wir bringen ganze Gelehrten, von A bis Z, auch egal welche Gelehrten, wir nehmen die Quellen klar und deutlich, dass die Quellen stimmen und sahih sind. Nicht nur bei Hadithen, wir kommen mit Tafsiren, wir kommen mit dem Quellen der Koran, wir kommen mit den Gelehrten, die großen Gelehrten. Mabsul al-Sarqasi, er wusste nicht, wer Imam Sarqasi ist. Das wusste er nicht. Schade. Ja, er wusste auch nicht, wer Ibn al-Qayyim ist, als ich ihm das gesagt habe. Kennt ihr das, Jungs, von Ibn al-Qayyim? Ja, Qayyim, tabi, Habibi, tabi. Kennst du das Istimna Biyat al-Radi'a fi Zamani Ramadan? Nochmal, Bruder. Verstehst du Arabisch? Ja, aywa. Das heißt Al-Istimna Biyad al-Radi'a fi Zamani Ramadan von Ibn al-Qayyim Kitab Bada'a Fawaid al-Bada'a. Arsili al-Khas, Habibi. Okay. So, gibt es keine Muslime, die hier Allah Flex verteidigen? Doch, wir haben hier einen, der redet gerade. Ja. Hey Flex, hört ihr mich? Ja. Was können wir für dich tun? Was aus dir geworden, Flex? Ich dachte, du willst nur Aufklärungs... Das ist Aufklärung. Raus. Der nervt nur, der kommt nur zum Nerven. Der kommt nur zum Nerven. Bruder, sollen wir das Thema nehmen, dass Allah Isa angebetet hat? Du bist bei dir macht Geräusche, Elia. Warum? Und dann nur nicht, Bruder. Das ist bei Flex. Bruder, sollen wir euch Muslime beweisen, dass Allah Isa angebetet hat? Ja, die sollen kommen. Da sagen die, erstmal lass dich hochkommen. Und wenn sie sagen, das ist eine Lüge, dann kannst du die zeigen. Die Quelle habe ich dir geschickt, Bruder, oder? Ja. Ja, also geschickt, deswegen ist er rausgegangen, der Wahre. Ich habe ihm das geschickt. Lese es bitte, wo ihr für uns und übersetze das bitte. Erklärt mir das, warum hat Allah Isa angebetet? Kommt erstmal hoch und ich blende dir das alles ein. Gar kein Problem, wir machen das alles. Die kommen nicht, Bruder, die kommen niemals. Aziz. Allah. Also das war der Knockout für Anas heute. Ja, Anas ist sowieso kein Gegner, Bruder, der Typ ist... Allein mit diesem Video, das ich gepostet habe, hat... Bruder, kein Mensch, vernünftiger Mensch kann seinen Islam verteidigen, Bruder. Da gibt's nicht zu verteidigen. Da sind dann am Ende nur Ausreden. Du siehst doch, man, die schämen sich für ihre eigenen Propheten, Bruder. Was willst du da noch verteidigen, Bruder? Am Ende kommen die nur mit Ausreden. Siehst du ja, diese Religion... Okay, hier haben wir einen David. Servus, was können wir für dich tun? Hallo, zusammen, Gott sei Dank. Gottes Segen, David. Ich wollte nur sagen, guck mal hier, in den Kommentaren wird es voll oft. Flex, du hast viel Geräusche bei dir. Ja, warte. Bitte, David. Ja, ich wollte nur sagen, in den Kommentaren lese ich voll oft, dass die Muslime mal schreiben, die mit denen ihr redet, die haben keine Ahnung oder sowas. Aber ich denke mir so, ja, wer hat denn Ahnung? Egal wer reinkommt, ihr widerlegt den ja, ihr zeigt den ja anhand ihrer eigenen Quellen, was da steht. Dagegen kann man nichts sagen. David, Bruder, guck mal, Anas, der hat ja keine Quelle richtig gezeigt. Ich habe die Koran gezeigt, die Tafsir gezeigt. Das alles habe ich wortwörtlich gezeigt, auch den Imam, die Sarkasi, die ganzen Gelehrten. Was kommt, die wir zeigen. Aber die können nicht die philosophieren. Das ist eine Taktik. Warum? Die wollen sich schönreden und davon weglaufen. Und das ist schwach. Ein schwaches, geniales, sag ich mal, hinterhältiges Taqiyya, wie der Allah sagt.
Ja. Man muss, deswegen habe ich ihm gesagt, er soll nicht philosophieren, er soll mit dem Quellen kommen und mit den Gelehrten. Weil ich bin kein Mensch, der hier die ganze Zeit eine Philosophie hört und einem ja schöne Märchen erzählt, damit ich müde, wenn du schlafe dabei ein. Ich brauche keine Gute-Nacht-Geschichte. Ich brauche eine Quelle und die Quellen müssen authentisch sein und die Quellen sollen sich genau auf dieses Thema beziehen und nicht anders. Eine Abweichung ist heuchlerisch, eine Lüge und teuflisch. Bom. Die sagen ja auch immer, also ich habe das Gefühl, man kann 100 Gelehrte fragen, man kann 100 Gelehrten eine und dieselbe Frage stellen, du kriegst 100 verschiedene Antworten. Das ist alles bei denen so, das hat keine Struktur. Jeder pickt sich das raus, was für ihn am besten ist. Aber diese weil das einfach ganz klar Lügner sind. Ja, heute habe ich das mit dem Sklaven, heute habe ich das mit den Sklaven erklärt. Diese Sache kannst du nicht widerlegen. Es ist ganz klar erklärt, die Weißen kommen in den Himmel und die Schwarzen zur Hölle mit euch. Das ist ganz klar erklärt. Da muss man gar nicht viel rumphilosophieren und sagen, aber das, also bitte, sorry. Ja, Mohammed, das kann man nicht schön reden. Mohammed hatte doch selber auch einen Sklaven gehabt, oder nicht? Ali. Der hatte sogar mehrere, der war ein Sklaventreiber. Ich habe das ja heute vorgelesen. Ja, Bruder, ich habe mal eine Frage. Ich habe dir damals mal die Hadithen geschickt, wo die Jünger Isa Geister Allahs betitelt haben. Bist du? So, und jetzt schauen wir mal hier. Da sind Hadithen, was von leider viele Muslime nicht kennen. Guck mal. Aufgrund von Abu Rabah sagte, mir wurde mitgeteilt, dass die Engel ihn begrüßten, als der Prophet Gottes Gebet und Friede sei auf ihm und die Reise mitgenommen war. Dann haben wir hier ein Sahih. Jetzt hört euch das mal jetzt bitte an. Also achtet, der Engel begann ihn zu begrüßen und der Prophet Gottes Gebet und Friede sei auf ihm sagte, ich wünsche, ich hätte ihn begrüßt. So als er in den siebten Himmel kam, sagte Gabriel zu ihm, Gott der Allmächtige betet. Als er sagte, der Prophet fragte nochmal, betet er? Er sagte, ja. Was ist sein Gebet? Er sagte, Ehre sei ihm, heilig, der Engel, also Engel, und der Geist. Wer ist dieser Geist? Sura 4, Vers 171. Das ist Isa. Das ist Isa. Ja. Und Isa haben ihn betitelt, Geist Allahs. Genau. Also, er hat gebetet. Allah betet. Allah betet, Allah betet zum Geist. Tafsir von Ibn Kathir. Was sagt er? In der Tat sendet Gott seine Engel auch Segenwünsche an den Propheten. Sein Gebet gesegnet und erhaben. Ehre sei ihm. Heilig mein Barmherz geht meine Zorn voraus. Selbst die schiitischen Bücher geben das sogar zu. Und jeder, der das auf Arabisch lesen kann, kann das gerne tun. Allah, da ist Allah gekommen. Allah, seine rote Haare. Was ist das denn, Bruder? Aziz. Jetzt bin ich schockiert, Bruder. Aziz. Salam alaikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Sheikh al-Islam. Wa alaikum. Was können wir für dich tun? Was man für mich tun kann? Das Schönste wäre natürlich, wenn ich das Gesicht von Flex sehen würde. Okay, raus mit dir. Don't waste my time. Der ist ein richtiger Dinger, Bauer, so wie er aussieht. Das war der Umar ibn Khattab. Ein richtiger Aziz. Wer will hoch? Anwar da ist, lass ihn hoch. Der wahre Glaube, hast du es gelesen oder noch nicht? Okay, kannst du dich stumm halten? Adil mit Abra, Habibi. Wenn du bist. Adil Abra. Allah. Oh, Babylon, Habibi. Ja, Baba. Assalamu alaikum. Salam al-Masih, ya Habibi al-Aziz. Rabbi Barakat. Habibi. Galbi. Sonne. Babylon. Habibi. Can you this reading please of Arabic of Allah pray and Allah pray Isa? Look this. You can this reading? Elia, next Babylon. Lass mich atla. Ich muss weg erstmal. Gottes Segen. Bis später. Hey, Habib. Brother. Noch einmal. Salam alaikum. Okay, also, was willst du jetzt, Mann? Ja, dann rede mal. Flex will sich nicht zeigen.
Okay, here we go. Yeah, what's the problem, this bro? This is Prophet, this is Omar bin al-Khattab. warte kurz, Leute, stummt euch mal bitte kurz alle, ganz kurz. Ja, du Witzfigur, rede mal. Soll ich mal was aus der Bibel zitieren? Dann zitier mal deinen Witz. Okay. Und bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Sklaven, dass man ihnen ein Mahlzeichen an ihrer rechten Hand und in ihrer Stirn gibt. Wir haben gerade ein ganz anderes Thema. Was willst du jetzt? Ja, wieso trägst du das Zeichen des Teufels auf deiner Stirn? Beantworte meine Frage. Wieso trägst du das Zeichen vom Tier? Beantworte meine Frage. Wieso trägst du das Zeichen vom Tier im Stier an dir? Beantworte meine Frage. Wieso trägst du das Zeichen des Tier den Stier an dir? Ich frag dich noch einmal. Ich dich. Nochmal, wieso, was willst du hier oben? Soll ich das aufnehmen? Damit die Frage. Du beantwortest die Frage nicht. Was willst du? Nein, du bist. Weißt du warum? Weil du bist hohl. Das ist das Problem. Du bist richtig hohl. So siehst du auch aus, sorry. Wieso isst du dann so nervös? Nervös? Ich bin doch nicht nervös, du bist einfach nur hohl. Das ist das Problem. Du bist hohl, in meinen Augen bist du hohl. Ich würde jemanden als hohl identifizieren, der 45 Minuten für irgendeinen Kenneck durch die Walachei fährt, seine Frau verletzt, um ihn zusammenzuschlagen. Bist du fertig mit deiner Geschichte? Ich bin nicht fertig. Ich nehme das nicht auf, ja? Ich will dich. Du bist mir sowas von egal, Mann. Du bist ein Clown, Mann. Du wirst das vergessen. Pass auf, du wirst das hier, was ich sage, am nächsten Tag vergessen und dein Stream von weil du mich nicht interessiert. Genau, du interessierst mich nicht. Genau, pass auf, deswegen sage ich das ja. Ich nehme dir deine Worte vorweg quasi. Ja? Du wirst das hier, was ich hier sage, aus deinem Hirn löschen und am nächsten Tag wieder deinen Stream starten und Muslime. Du bist ein richtiger Clown, bist du, weißt du das? Am nächsten Tag wieder deinen Stream starten und Muslime fertig machen, okay? Du bist ein Clown, bist du. Und jetzt? Du sendest Zwietracht. Willst du meine Adresse haben? Geh weinen. Elsenkirchen, Schalke. Ja? Geh weinen. Wie lange brauchst du bis hierhin? Und jetzt? Wie lange brauchst du bis hierhin? Wie lange du bis hierhin brauchst? 45 Minuten? Du bist ein Witz mit. Ich begib mich nicht mal auf dieses Niveau. Ich bezahle dir die Fahrt. Ich bezahle dir auch die Krankenhausrechnung, die du bekommst. Denkst du, das hier ist eingefroren oder was? Du kannst aufhören zu lachen. Du kannst aufhören zu lachen. So eine Witzfigur. Flex, setz dich doch jetzt ins Auto. Ich hol dich vom Bahnhof hier ab, wenn du willst. Dann können wir einen Livestream starten und dann mal gucken, wie das ausgeht. Die Zunge der Schlange, ich weiß. Ey Leute, der Typ ist Comedy. Nimm es am besten auf. Dann kannst du immer drüber lachen. Nimm es auf, Nick. Du hast es ja gespeichert. Du kannst mir ja das Ganze zusenden. Dann sehe ich dich immer lachen darüber. Dann sehe ich dich immer lachen, wie du Jesus verhöhnst gerade mit deinem Gelachter. Okay, bist du fertig? Ob ich fertig bin mit dir? Ja, im Endeffekt schon. Ich bin hier mit jedem fertig. Ob mit den Muslimen, ob mit dir, mit den Christen. Jeder lacht nur. Jeder denkt nur, er kann mich verhöhnen. Stell dir mal vor, ich komme hier raus aus dieser Anstalt. Stell dir mal vor, irgendwann stehe ich vor deiner Frau und erkläre ihr, wie du deine Seele verkauft hast. Rede weiter, ich höre dir zu. Du hörst mir zu. Du hörst mir zu. Lachst du? Jemand, der lacht, der findet gerade irgendwas lustig, aber der hört mir nicht zu. Oh Mann, ey. Hey Mann, eine Frage. Im Gegensatz zu dir, habe ich niemals Testosteron in der Start gebraucht, um meinen Körper. Das heißt nicht in der Start, aber okay. Irgendwas nervt mich gerade. Das nervt mich gerade. Und das würde ich dich verwandeln. Guck mal, ich kann Menschen zum Leben erwecken. Ich kann dich zu einer Maus verwandeln. Du kannst nur lachen.
jedes. Guck mal, du bist gerade wie ein Tier. Ein kleiner Affe würde nur lachen. Oh, du bist so süß, Mann. Wenn ich dich schon angucke, du bist so richtiges Frühstück für mich, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Erzähl mir doch mal was. Okay. Ich gebe dir noch mal eine Minute, um dich wirklich. Weil du musst ja wirklich, du bist ja wirklich analysiert, ja? Das freut mich. Guck mal, das ist ja auch mein Auftrag, wieso ich auch auf die Erde gekommen bin. Um den Menschen Spaß zu bereiten. Sonst hätten sie nur Langeweile oder ihren Trieb, den sie 30 Tage lang im Monat ausleben würden. Also wie gesagt, wenn du noch eine Minute brauchst, um dich auszulachen und schnell zu essen, wie gesagt, man will das Essen, ja, das zeigt immer davon, dass man gerade nicht weiß, was man argumentieren soll. Darf ich dir was sagen? Du darfst. Ich darf, okay. Also eine Sache kann ich dir schon mal sagen. Ein richtiger Mann würde schon mal dieses Verhalten, was du da zeigst, gar nicht erst in Erscheinung bringen. Lass mich reden. Okay. Nein. Shut up. Listen, you're weak. Du bist schwach. Du hast eine sehr schwache Seele, mein Freund. Du bist sehr schwach. Ich sehe das schon in deinen Augen. You are weak. Ich sehe schon die Schwäche. Glaube mir das. Sei ruhig. Ich habe nie Stoff gebraucht, um Gewichte zu bewegen. Be quiet, you're a clown. Miss Entertainment, boah. Zeig doch mal deine Arme, ja? Sind die größer als dein Kopf? Sind deine Arme größer als dein Kopf? Nein, die sind gleich als dein Kopf. Verstehst du? Allein mein Unterarm, ja, verdeckt meinen ganzen Kopf, du Spinner. Und ich habe nie Stoff gebraucht, ich habe nie Testo-Enastat gebraucht. Pass auf, ich kann zu Ärzten gehen, die testen mein Blut. Ich lege einen Bluttest vor, dass niemals Testo-Enastat oder irgendein anderes Mittel in meinem göttlichen Körper war. Also, Leute, eine Sache muss ich sagen, der Typ ist so dumm. Oh mein Gott. Du brauchst mir gar nicht stoppen. Ich sag doch gar nichts. Komm, entertain mal die Leute ein bisschen. Zeig mal deinen Bizeps und so. Komm, zeig mal. Moment, ich bin ja hier wohl nicht auf Mr. Olympia oder wie, ne? Da wolltest du hin. Doch, komm. Zeig mal ein bisschen. Da wolltest du hin, zeig Mr. FBB Pro. Vor allem, Leute, er hat gesagt, Testo Enanstate, sagt er. Voll falsch gesagt, schon mal Nummer 1. Aber okay, ja, rede weiter. Weil ich es doch nie genommen habe. Verstehst du? Dann lach nochmal. Lach nochmal drüber, weil du bist, ey, guck mal, ich hab mich zwar mit dem Ganzen beschäftigt, ab einem gewissen Moment kam ich nicht mehr weiter, ja? Guck mal, ich kam mit 24, 23 kam ich nicht mehr weiter, ich bin jetzt 34, ja? Würdest du jetzt nicht vor 10 Jahren sehen, würdest du sagen, ja, Moment mal, führ mal die Kamera ein bisschen weiter weg, weil du passt ja gar nichts mehr aufs Bild. Und wisst ihr warum? Weil er fett war. Okay, jetzt kannst du weiterreden. Ich habe die 6 Jahre durchgezogen. Aber da hast du fast schon recht gehabt. Guck mal, Menschen, du solltest öfters hier hochkommen. Ja. Flex, Menschen, die 2 Meter groß waren, Muslime, ich bin kein Moslem. Muslime kamen zu mir, ja? Weil ich verrückt durch die Stadt gelaufen bin. Und haben mich gefragt, wie man so einen Bizeps hinbekommt. Ich bin 1,72 Meter groß. 1,72 Meter. Haben mich gefragt, wie man so einen Bizeps hinbekommt wie ich. Ich bleib jetzt mal ein bisschen ernst. Bist du Moslem oder bist du Christ? Ich vertrete Gabriel, den Patron von Mohammed. Oh, Jesus Christ. Okay.
Mal das Bild ein bisschen heller machen. Oh Mann, ey. Oh Scheiße, ich kann nicht mehr. Oh Mann. Sollte meine Nieren tun schon weh. Oh fuck. Oh. Sag mal, ja, trainierst du überhaupt nicht? Ich glaube, du hast bei noch niemandem so lange durchgelacht, Ich weiß nicht, ob ich das als Kompliment identifizieren soll oder als Beleidigung. Ich werde es mal als beides hinnehmen. Beleidigung, ich werde es mal als beides hinnehmen. Hm. Okay, was ist denn jetzt eigentlich deine Mission? Jetzt bleiben wir mal ein bisschen ehrlich. Was ist denn jetzt deine Mission? Gut, dass du zu meinem Auftrag kommst. Was ist dein Auftrag? Glaubst du an die Trinität? Ich frag dich nochmal, was ist überhaupt deine Aufgabe hier? Weil du bist hier hochgekommen, du bist total verwirrt, mein Freund. Ich frag dich nochmal, glaubst du an die Trinität? Beantworte meine Frage. Ich hinterfrage die Christen, ob die an die Trinität glauben. Also du glaubst an denjenigen, der war, der ist und der kommt. Und dann erzähl mal ein bisschen über das Christentum. Ich habe keine Ahnung. Erzähl mal. Okay. Also sprach Jesus nicht, dass er das Licht der Welt wäre? Ich habe keine Ahnung. Du bist mehr erfahren wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Moment. Ich frage dich. Du bist der Christ? Ich habe keine Ahnung. Wer sagt, dass ich Christ bin? Warte mal. Wer sagt, dass ich Christ bin? Moment. Sprichst du hier nicht jeden Tag darüber, über Jesus und über Mohammed, das natürlich über Mohammeds verwerfliche Sachen, aber natürlich, dass Jesus der einzig wahre Weg wäre? Also ich glaube, du verwechselst mich mit jemandem, also das bin nicht ich. Nein, ich habe schon mit jedem gesprochen, bis auf dich. Nein, falsch, du verwechselst mich. Also ganz ehrlich, Flex, machst du hier nicht jeden Tag Streams und sprichst? Nein. Du verwechselst mich. Ich bin das nicht. Du bist das nicht, okay. Dann fragen wir mal Gebot 9. Sollst du lügen? Ich habe keine Ahnung. Sag du es mir. Ob du lügen sollst. Ich weiß es nicht. Erzähl du es mir. Pass auf, verleiht dir die Macht. Dass du das gerade gar nicht. Warte mal. Es erschien dir nur so. Achso, es erschien mir nur so. Ja? Deswegen fürchtest du dich auch davor, zu mir zu kommen oder was, um mal persönlich darüber zu sprechen. Ich habe ganz große Angst vor dir. Ich merke, vor niemandem hast du Angst, außer vor mir? Ich habe wirklich große Angst vor dir. Du hast vor niemandem Angst, außer vor mir? Ich habe Angst vor dir. Gut. Das ist ziemlich traurig, aber pass mal auf. Würdest du mich in Ruhe lassen, weil ich kann dir kaum antworten. Ich habe Angst vor dir. Ich werde dir keinen Schaden zufügen. Ja? Ja, aber wenn ich dich angucke, du siehst aus wie Jeffrey Dahmer. Vielleicht esse ich dich da auch. Die ist so lecker. Oh, willst du die schwarze Schokolade haben? Ja, und zwar aus der Mitte. Dann sollte ich kommen. Nein, das solltest du nicht, weil das würde wirklich vielleicht passieren. Von daher, schwarze Schokolade zu Weihnachten vielleicht. Schwarze Schokolade zu Weihnachten? Hör mir genau zu. Ich meine das ernst. Ich bin hier nicht nur zum Spaß raufgekommen. Und ich bin nicht zum Spaß eine Schokolade. Erzähl mal. Willst du wirklich den Rassisten aus mir herausholen? Oh, hol ihn raus. Ich will's hören. Ja, ich freue mich schon auf die Schokomänner. Na, so erzähl mal. Du kommst ja nicht aus Nigeria, du kommst ja aus Ghana. Erzähl mal. Nein, mal ehrlich. Stell dir mal vor, der Mensch, den du 45 Minuten nachgefahren bist, ja, wäre irgendein feiges Schwein gewesen, was überhaupt nicht Kampfsport erfahren gewesen wäre.
Oh, redest du etwa von dir selbst? Hör mir kurz zu. Und dann wären da noch zwei feige weitere Kollegen gewesen, ebenfalls bewaffnet mit irgendwelchen Butterflies. Mhm. Dann spielt der Türsteher immer noch einen dicken Ohr dahin. Hast du dafür deine Frau im Stich gelassen? Bist du dafür rumgefahren? Oh, denkst du, das macht mir Angst? Nein, oh. Pass auf, ich meine das mal nur auf einer rein Körper. Kollege, hör auf Lex, mit die Faxen, Lex, Mann, ey. Ich hab null Angst. Komm nicht mit solche Sachen. Ich fordere dich bitte auf einer physischen Ebene raus. Du lachst hier eine halbe Stunde über mich, das sei dir gegönnt. Ja? Aber dann lass mir doch genau das Maul, was du gerade aufmachst, stopfen. Dann zeig doch dann mal. Dann stopf ihn doch mal. Ich hab das Geld nicht. Ich hab noch nie jemand gedient. Ich diene niemanden. Ich habe nie in meinem Leben gearbeitet, okay? Ich bin 34 und habe nie jemanden gedient wie du. Du hast Geld in deinem Leben verdient mit Aktien, mit Bitcoin, mit jeglichen Scheiß, den man dem Teufel zuschreiben könnte. Beweg deinen Arsch in dein Auto. 45881. Ganz kurz, Leute. Zeig mir dein Jesus. Zeig mir den Jesus, den du predigst. Wer ist denn für dich Jesus? Elia, willst du dich einmischen? Ja, ich mische mich ein. Wer ist denn du, Milchgesicht? Wer ist für dich Jesus? Dann rasier dir vielleicht erstmal dein Gesicht, wenn du mein Milchgesicht so anstößig findest. Falscher Prophet. Falscher Prophet. Rasier dir erstmal dein Bart und zeig mir dann dein Gesicht. Vielleicht ich muss dir nicht mein Gesicht zeigen. Vielleicht lass den Bruder Elia in Ruhe. Vielleicht sieht es genauso aus, wenn du dein Bart rasierst. Herr Jesus, möge dich befreien. Er möge dich befreien. Du hast einen dämonischen Geist in dir. Ich merke schon, ihr wollt nicht eine einzige theologische Frage beantworten, oder? Ich kann es gar nicht machen. Der dämonische Geist aus dir stumm macht. Wollt ihr theologische Fragen beantworten? Komm, wer ist jetzt für dich? Gerne, gerne. 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 Gut. Wer ist für dich? Das ist der Djinn. Der ist der Djinn in ihm. Das ist ein Djinn. Guck mal seine Muskeln. Djinn, Djinn, Djinn. Das ist der Djinn. Das ist der Djinn. Deine Muskeln bringen gar nichts. Pass mal auf, ich fühle mich in meinem Körper wohl, weil der noch materiell ist. Verstehst du? Ich muss mir keinen. Warte mir meine Frage. Ich muss mich nicht in eine Unterhose reinsetzen. Oder schmeiß ihn raus. Ich muss nicht jeden. Ey Leute, aber eins muss ich sagen, der sieht aus wie Jim Carrey. Finde ich auch, ich schwöre, Jim Carrey. Aber was hat Jim Carrey tatsächlich aufgeklärt? Genau, über Freimaurer und Illuminati, als er ein bisschen bereut hat, diese Kinderopferung, die er begangen hat. Ja, was sind, und weil das ja auch euer Thema war, Kinder. Ne? Kinder war ja euer Thema hier, speziell mit Mohammed. Ja, das kann ich auch in Bezug mit Jesus bringen und mit Moses. Aber ihr könnt ja noch eine halbe Stunde lachen. Ja, und dann. Genau, wir können noch eine halbe Stunde lachen und dann kommen wir überhaupt auf keinen Bezug zu irgendeinem theologischen Thema. Aber bist du nicht Engel Gabriel? Hast du nicht gerade gesagt? Du bist doch Engel Gabriel. Moment mal, das ist nur Unterstellung. Das hast du gesagt. Ich vertrete. Bin du ich? Vertretest wem? Ich bin der, ich bin, aber nicht Engel Gabriel. Pass auf, was sagt, hey, du bist nicht Gott. Jeremy, du bist nicht Jeremy, Gott. Lass dich, ich bin der, ich bin. Steht da Adelante? Steht da Adelante oder steht da Engel Gabriel? Du hast gerade gesagt, wer bist du denn? Adelante, der Gott des Vorhins. Wie heißt du denn? Von wo kommst du? Von Nemesis. Oder da hast du schon. Lass ihn reden. Ich finde diese Entertainment nicht geil. Lass ihn reden. Das ist ja noch nicht. Das ist. Es ist doch kein Entertainment. Wo ist denn mein. Siehst du, ich suche mein. Wo ist die Maus? Wow. Auf jeden Fall. Ich habe eine Frage. Erkennst du Zeus? Götter Zeus? Ist er dein Vater Zeus? Entschuldigung. Also die griechische Mythologie ist mir sehr wohl bekannt. Was willst du denn davon jetzt, ich sag mal, inspiriert? Ich habe eine Frage an dich. Arbeitest du mit Zeus zusammen? Mit Zeus? Ich arbeite mit jedem Gott zusammen. Aber Herkules. Aber weißt du, was Herkules mir aufgefallen ist? Weißt du, was mir aufgefallen ist? Weißt du, was mir aufgefallen ist bei dir, Adelante? Bei dir laufen Mäuse rum gerade, habe ich gesehen. Guck mal, hinter dir, guck mal, dreh dich mal kurz um, du siehst da eine Maus, guck mal. Dreh dich um, ich mein's ernst. Da ist eine Maus gerade. Bist du...
Dreh dich mal um, da ist eine Maus. Maus, Maus. Oh Mann, ey. Also, solche Leute, guck mal, der redet, der checkt aber gar nichts, gell? Der tut mir wirklich leid, der ist wirklich besessen von meinem Dämon. Was macht der? Allah, das Allah. Ist Allah, ist das? Ja, Allah, Aziz. Allah, guck mal, das ist der Halbmond, guck. Der hat den Geist von Mohammed und so weiter. Oh, ich sag's dir, das ist Originalbesessenheit von Mohammed, ohne Witz. Ja, leider. Na klar, und dann gehen noch die Dunkelhäutigen, treten noch diese Religion bei. Denke ich mir so, Alter, das könnt ihr nicht machen, Alter. Das ist ein Verrat. Das ist ein Verrat. Also wirklich, also dass man sowas macht, also ich weiß nicht, Mann. Das ist krass. Krass, ja, schon echt. Also ich habe auch gehört, dass der Islam auch in Afrika, zumindest in Nordafrika, so Sklavenhandel betrieben hat. Das stimmt, das habe ich auch gelesen. Ja, wenn du so siehst, in Arabien zählt zu einer der größten Sklaventreiber überhaupt. Babu kann das bestätigen, weil er ist Ex-Moslem. Ja, Babu kann das bestätigen, weil er diese Erfahrung gemacht hat. Die haben Millionen Sklaven nach Indien geschickt. Was Mohammed gemacht hat, der hat 700 bis 900 Kinder in eine Nacht geköpft. In eine Nacht, der stand was? Da, hat sich das Allah. Ja. Hör mal zu, die Mutter von Kuna einem, der hat gemacht, Hadith Sahih. Der hat, als er dann Banu Qurayda überfallen hat und die Männer umgebracht hat, hat er die Frauen und die Kinder genommen. Jetzt wollen die wissen, welche Kinder werden überleben, welche Kinder werden sterben. Der hat gesagt, die sollen in ihre Hosen gucken, wer Haare hat, soll getötet werden. Also ab 8-9 Jahren fängt das an. Und dann kam eine Frau und die sagte, es ist wirklich so überliefert. Dann sagte die Frau, du hast doch meinen Mann umgebracht, du hast meinen Bruder, du hast meinen Vater, du hast doch alles umgebracht, lass doch mein kleines Kind. Der hat gerade seit gestern die Haare. Die haben auch versucht, das irgendwie ihre Kinder zu retten. Dann sagte der Prophet, und die Kinder haben sich ja versucht wegzurennen. Dann hat er gesagt, schlachtet sie, wie ihr die Ziegen schlachtet. Also macht eure Knie auf ihre Füße und schlachtet die. Er hat 700 bis 900 Kinder in ein einzige Nacht umgebracht. Von Banu Qurayza heißt das. Banu Qurayza. Mhm. Ja, aber Leute, ihr wisst doch, was der IS gemacht hat, oder? Was der IS im Irak und Syrien gemacht hat. Die haben auch Frauen versklavt und so weiter und so fort. Ja, guck mal, das können die eh nicht verleugnen, weil wir wissen ganz genau, dass Arabien eines der größten Sklaventreiber war, also vor allem in der Mohammed-Zeit auch, ne? Also hallo, da brauchen wir gar nicht viel, Bruder, da müssen wir gar nicht mal viel. Bruder, bis heute, guck mal im Internet, googelt mal Katar, die haben bis heute Sklaven, die handeln bis heute mit Menschen. Ich weiß. Bis heute. Ich weiß. Und das, ne? was ich halt richtig krass finde, ist, warum Dunkelhäutige überhaupt dieser Religion beitreten. Ja, also diese Hadithe, die ich heute vorgelesen habe, ich sag dir ganz ehrlich, da tut mir das Herz weh, wenn ich das lesen tue. Ich sag euch ganz ehrlich, Leute, da tut mir das Herz wirklich weh. Nochmal was? Also der Islam ist die antichristlichste Religion, der Islam. Ja, das ist, ja, wie gesagt, das sind nicht meine Worte, das sind halt deren Quelle und das ist einfach Fakt. Ne, darüber können wir uns streiten, wie wir wollen, das sind gewisse Dinge, die stehen einfach drinne und fertig. Die Europäer könnten ja nicht Schwarzen in den Sahara und in den Wüsten verfolgen. Das haben die Araber gemacht und dann verkauft. Auch die Sklaven, die in Amerika verschifft wurden. Das waren auch die Muslime, die verkauft haben. Da hat einer geschrieben, schwarzer Teufel. Oh Mann, ich liebe sowas. Das hat sein Prophet auch zu Schwarzen gesagt. Aber schau mal, wisst ihr, was ich witzig finde? Ich weiß, ja. Diese Leute. Ich hole jetzt jemanden hoch. Psch, ganz kurz. Ich hole jemanden hoch. Alle kurz stumm.
Jungs, ich werde mich kurz stummen, weil bei mir ist diese Sandmarten und es ist los. Hallo. Grüß dich. Hallo, hörst du mich? Wa alaikum. Hallo. Also, ich will dich flexen. Wa alaikum. Von Mann zu Mann. Schämst du dich für die Bibel, ja oder nein? Schämst du dich für den Koran, ja oder nein? Ich habe dich gefragt. Von Mann. Ich habe dich auch gefragt. Ja, ich, Mann zu Mann. Antworte auf meine Frage, dann beantworte ich dir meine Frage. Schämst du dich für die Bibel? Mach Exodus. Hey, Tiger, erstens. Flex. Mach Exodus. Tiger. 21:20 auf. Tiger. Laut Bibel Tiger. Darf man seinen Sklaven zu Tode schlagen. Man darf laut Bibel den Sklaven zu Tode prügeln, weil der Sklave Eigentum ist. Eigentum. Exodus 21:20. Und so haben die Europäer mit euch gemacht. Nicht wir. Was laberst du für eine Scheiße? Exodus 21:20. Jeremy, alle ruhig. Psst, Jeremy, lass ihn reden, alles gut. Urban. Sollen wir das widerlegen oder was willst du jetzt von uns? Mach das auf und lies das vor allem, wenn du dich nicht fühlst. Ja, warte mal, was steht denn da? Mach den Vers auf. Nein, warte, Urban. Da steht da. Nein, Leute, lasst mich kurz reden, bitte. Stummt euch mal alle, ganz kurz. Also Tiger, ich frage dich jetzt etwas. Der hat sich selbst einen Knockout gegeben. Da steht dieser Mann, der das macht, muss gestraft werden. Psch, warte, sag gar nichts, alles gut. Stummt euch mal alle. So, ich frage dich jetzt, Tiger. Die Überschrift, hast du die Überschrift gelesen, um was es da geht? Das ist ein Gesetz von Gott, das ist keine Geschichte, da ist kein König. Das ist ein Gesetz in der Tora. Warte. Was ist die Überschrift? Lies mal die Überschrift kurz. Lies das mal vor. Ich mach dich groß, blende das mal bitte hier ein. Komm, yalla, du hast jetzt die Bühne. Komm, soll du bist in der Beweispflicht, komm. Mach das bei dir auf. Mach diesen Vers Nein, bei dir auf. Du bist in der Beweispflicht. Oh mein Gott, ich stumm den jetzt kurz. Ich hab den jetzt kurz gestummt. Erstens, du bist in der Beweispflicht. Zweitens, du blendest das hier ein. Ich hab dich jetzt groß gemacht und ich gebe dir Brief und Siegel, mein Freund. Du widerlegst dich jetzt gleich selber. Keanu, ich komm gleich, Keanu. Ich hab deine Nachricht gesehen, Bruderherz. Keanu, ich komm gleich. Ich ruf dich gleich an, Keanu. Du bist jetzt in der Beweispflicht, mein Freund Tiger. Ich kenne diesen Vers schon. Und ich gebe dir Brief und Siegel. Du widerlegst dich jetzt gleich selber. Yalla. Komm, Aziz. Zeig mal. Okay, wenn ich zu Hause bin, Blablabla. Jetzt, nein, du rennst jetzt nicht weg. Du rennst nicht weg. Bleib hier. Es geht zum Laptop. Bleib hier, du rennst nicht weg. Ja, dann zeig doch. Ich will doch den Laptop erstmal. Ich kann das nicht auf dem Handy. Du rennst jetzt nicht weg. Leute, stummt euch mal, Leute. Ich komme gleich zurück, ja? Ich komme noch zurück, ja? Tschüss. Und nein, du bleibst hier, du gehst nicht weg, du bleibst hier. Renn nicht weg, hol deinen Laptop, schlag das jetzt auf. Leute, er ist jetzt in der Beweispflicht. Yalla, Aziz, let's go. Jeremy, du kannst gleich lesen, chill. Gleich kannst du, Jeremy. Oh, der gibt sich jetzt einen Knockout, Leute. Ich sag's euch jetzt schon. Die Bibel kannst du nicht widerlegen. Let's go. Bruder, erstens, er hat sogar den Vers falsch genannt, ne? Ich weiß. Psst, sag gar nichts. Sag gar nichts. Der widerlegt sich selber. Chill. Morgana. Aziz. Nochmal, ich bin erstmal weg. Warte mal. Nein, bleib hier. Exodus. Wir bleiben bei Exodus. Ah. He's running. Yeah. I got you, my brother. Aziz. Er ist weggerannt. So ein Maus, wirklich, ne? Er hat uns. Das ist der Wahnsinn. Exodus. Er hat keine Beweise gebracht. Ich
Guck mal, was dieser Abdallah schreibt, Jungs. Guck mal, was dieser Abdallah schreibt. Scheiß auf ihn, alles gut. Ich kann das auch. Dieser Abdallah schreibt kindisch. Aziz. Yalla, Aziz, wo bist du? Yalla. Hey, er ist einfach geflüchtet. Ich wusste, er hat was Falsches gemacht. Ich wusste es schon. Und deswegen habe ich nur darauf gewartet, dass er damit kommt. Der hätte sich selber einen Knockout gegeben. Wagwan, Bruder. Aziz. Wo bist du, Aziz? Bruder, das Problem ist, die lesen diese Einheitsübersetzung, ne? Und die ist ja eine Katastrophe. Oh Mann, das ist die so lesen geil. Nicht einmal die Schlachter M2000 oder die Elberfelder Bibel. Oder es geht um eine Marke. Nein, Mann. Ne? Ey, ich habe nur darauf gewartet, dass er vorlesen tut. Alter, der hätte sich so einen Knockout gegeben, Mann. Ich glaube, der hat das gemerkt und deswegen ist er abgehauen. Er hat's gemerkt. Denkst, Bruder, er kann's mir mal auf Post machen. Ich möchte was aus Sahih Al-Bukhari zeigen. Okay, ich mach dich groß, Bruder, jetzt kein Problem. Ich muss mal Kamera mal anmachen. Immer. Ah, süß. Ich muss auch meine Kamera noch anmachen. Ey, mein Kamera ist. Boah, warte mal, ich zeig mal was. Hey. Seht ihr das? Warte, ich muss meine Kamera noch anmachen. Du musst deine Kamera anmachen, Bruderherz. Aber Leute, ich kann nicht so lange machen, weil ein Kumpel von mir, der wartet schon. Der ist extra hier in den Stream reingekommen und hat geschrieben. Ich mache vielleicht maximal noch 10 Minuten noch mit euch, meine lieben Brüder. Und dann, wie gesagt, dann erstmal Pause. Ich bin vielleicht nochmal so in 5 Stunden oder so nochmal da. Also wenn Ben Fresh live kommt, gehe ich mit Ben dann wahrscheinlich live. Mhm. Urban, möchtest du auch kommen? Möchtest du dann auch hochkommen bei Ben? Seht ihr Urban? Das? Gibt es ein Thema bei Ben heute? Ja, ein bisschen das Evangelium verkünden. Ach, Arkan so. Kann auch kommen. Alle können kommen. Alle, die daran interessiert sind, gerne. Ich schau, dass ich dann auch komme. Flex, ich gehe jetzt raus, aber ich komme gleich später, gell? Hast du gesehen? Ist kein Problem, Arkan. Das ist kein Problem. Bruder, ciao. Hast du heute anders gesehen, der gesagt hat, ich würde gerne mit Angelo reden, weil Angelo halt nicht so viele Quellen hat, was Islam betrifft. Dass er direkt. Er könnte mit Angelo reden, aber ich würde trotzdem zu Angelo gehen, weil ich ganz genau weiß, ich habe die Quellen hier. Da kann er nicht wegrennen, Bruder. Wir hatten den sowieso schon, also das ist ja gar kein Problem. Jede Aussage von ihm war heute eine Lüge. Fast. Alles, was zu seinen Quellen war, war eine Lüge. Aber Bruder, warum? Mhm. Warum lügen? Ich weiß es nicht, Bruder. Warum dieses Philosophieren? Weil der sagt, Aisha war nicht krank, doch sie wurde nach der Ehe krank, sie wurde gezwungen. Mhm. Alles schwarz auf weiß bei denen, ne? Katastrophe. Jeremy, willst du das einblenden? Sorry, darf ich mal kurz was sagen? Ja. Ja, natürlich, Babu. Es gibt auch einen Hadith, der erzählt, dass Aisha ihre Menstruation nicht richtig bekommen hat, also nicht von wo es kommen sollte. Die reden nicht so darüber, also die war wirklich krank. Bruder, aber ich wollte euch auch sagen, wisst ihr, dass in der Islam ein Mann seine eigene Tochter heiraten darf? Mhm. Das sind auch Sachen, worüber man nicht spricht. Man darf Inzest betreiben in der Familie, ich kenne das schon. Es gibt eine, nee, ich erkläre dir, warum es jetzt hier, wenn ein Typ Sex mit einer Frau hat, die nicht verheiratet sind, ist das Kind gehört ihm nicht, ist das nicht sein Kind im Islam. Also nach Islamgesetz ist das nicht deine Tochter. Und daher kann er sie auch heiraten. Letztens war ja auch so eine. Ganz kurz, Leute, wir haben jemanden, der reinkommt. Ich weiß jetzt nicht, wer das ist. Gucken wir mal.
Gleich, Papo, gleich kannst du weiterreden. Okay, der ist rausgegangen. Jetzt holen wir den nächsten rein. Keine Ahnung, wer das ist. Gucken wir mal. Der andere ist auch rausgegangen. Okay, egal, Papo, rede weiter. Rede weiter, sorry. Erklären, also, oder zum Beispiel, wenn ein Typ verreist und der ist verheiratet und seine Frau, zum Beispiel, der ist verreist 10 Jahre und seine Frau bekommt ein Kind nach 5 Jahren, also 5 Jahren nach er weggegangen ist. Ist das sein Kind in Islam? Das ist dann sein Kind. Weißt du warum? Weil der Prophet Mohammed wurde 4 Jahre nach dem Tod von seinem Vater geboren. Verstehst du? Sein Vater hat die Mutter geheiratet, der ist verreist, ist nach 3 Monaten gestorben und Mohammed ist erst nach 4 Jahren geboren. Und daher ist es auch in der Islam, wenn dein Mann weg ist und du ein Kind bekommst, dann ist es von ihm. Egal. Bruder, weißt du, was Muslime sagen? Die sagen, die Mutter war 4 Jahre mit ihm schwanger. Nur damit, ach du Scheiße. Damit die nicht zugeben, dass die Mutter untreu war. Die Muslime haben die Schwangerschaft in Islam 20 Jahre gesagt. Die haben gesagt, das kann dauern bis 20 Jahre. Aber wisst ihr, Leute, was mich... Es passiert täglich, dass Kinder geboren werden, wo die Väter 10 Jahre weg sind, trotzdem gehören das, diese Eltern. Aber wisst ihr, was ich sehr, sehr schade finde? Dass die das selber nicht erkennen. Ich finde das, guck mal, ich lach zwar immer drüber und so, aber wie kann man das nicht erkennen? Das verstehe ich irgendwie nicht. Ich wirklich, dass die selber nicht merken, dass das nicht richtig ist, so, weißt du? So, das schockiert mich jedes Mal. Ups. Habe ich Marouche jetzt aus Versehen gestummt jetzt, oder wie? Nee, oder? Ich weiß nicht. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden aus Versehen gestummt. Hört ihr mich, Leute? Hallo, hallo, hallo? Okay, 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 alles klar. Tiger, ich glaube, Tiger ist da. Komm, lese uns mal den Exodus vor. Exodus, komm, komm hoch. Komm hoch, komm schon, lies uns das vor. Aziz, komm. Der tut erstmal die Verse. Der tut erstmal lesen. Ich weiß, dass er lesen tut. Der denkt sich so: Oh Scheiße, wenn ich jetzt ein paar Verse weiterlese, dann widerlege ich mich selbst da. Nein, da gehe ich lieber nicht noch hoch. Knockout! Oh Mann, ey. Richtiger Aziz. Komm hoch, Aziz. Wir warten auf dich. Bulgarischen Dinger? Wer? Das ist so einer, der ist ein homosexuell und der singt. Kannst du mal selber nachgucken. Mhm. Genau diesen Namen hat er. Muss auch. Von wem? Wer? Schreib einfach diesen Namen, warte. Okay. Und guck dir dieses Lied einfach an und guck. Zu wem dieser Name passt. Aziz Bulgari. Schau ich mir später an. Kein Problem. Ich hab den Screen ja sowieso. Das passt. Ja. Ja, Leute, wenn wir kein Thema haben, sag mal, habe ich Marouche aus Versehen gestummt? Marouche, bist du noch da, Bruder Herz? Ich glaube, so Marouche. Reinkommen, ne? Bruder Flex. Habe ich jetzt aus Versehen Marouche gestummt? Leute, gib mir mal kurz ein Feedback, ob ich Marouche aus Versehen bin da, Habub. Okay, habe schon gedacht, ich habe dich geblockt oder so aus Versehen, weil irgendjemand habe ich jetzt aus Versehen geblockt. Ich weiß jetzt aber nicht wer. Also, Leute, es tut mir leid, wenn ich aus Versehen vielleicht mit meinen Händen irgendwo falsch aufgekommen bin. Ne? Ja, wie es aussieht, kommt kein Moslem hoch, Leute. Ne? Schade. Tiger, schade. Tiger, möchtest du über Exodus reden? Tiger, Aziz. Der soll reinkommen. Tiger, komm. Lest uns bitte den. Ja, Mann, der soll reinkommen. Der soll uns diesen Vers mal vorlesen. Ich bin mal ganz, ganz ohr und gespannt. Ja, kommt keiner. Der hatte so eine große Fresse, wirklich, ne? Das ist unglaublich. Aber wie? Aber wie? So den Hochmut, den er gezeigt hat, vor allem, ne? Da habe ich mir gedacht, so, okay, nenn mir den Vers. Und ich wusste, der gibt sich selber Knockout. Ich wusste das einfach. Das ist traurig, wirklich. Der soll reinkommen und das vorlesen, den ganzen Kontext. Also, mir ist aufgefallen, wenn die Muslime. Die erlesen die Bibel überhaupt nicht im Kontext, sondern die reißen Verse raus. Jedes Mal. Ja, ja, die, weiß, was ist. Das Ding ist, die Bibel ist nicht wie ein Hadith. Ne? Das verstehen die nicht.
Die Bibel ist kein Hadith. Ne? In der Bibel fängst du nicht von der Mitte an zu lesen, sondern du fängst von Anfang an und liest dich komplett durch. Und dann hast du am Ende deine Antwort. Und nicht, ich fange von der Mitte an. Also, das ist schon witzig eigentlich. Mhm. Auf jeden Fall. Jetzt schreibt der Sammy, schäm dich. Warum soll ich mich denn schämen? Weil ich hier eine Aufklärungsarbeit mache oder was? Soll ich mich jetzt dafür schämen? Aziz. Dankeschön, Master. Sagt, wir sollen die Finsternis aufdecken und so weiter. Das Wort Gottes. Richtig. Bei Hadith nimmt ihr alles aus dem Kontext. Nein, der Kontext wird sogar beschrieben, über was, um was es da geht. Also ziehen wir das nicht aus dem Kontext beim Hadith. Was redest du, Mann, ey? Ja, die meisten müssen wirklich über... Oh, egal, ich sag dazu nichts, aber... Guck mal, Leute, ich erzähl euch jetzt mal was richtig Geiles. Ich erzähl euch jetzt mal was richtig Geiles. Die schreiben doch immer, die Bibel ist verfälscht, ja? Aber im Koran steht ja drinne, du musst die Tora akzeptieren. Du musst an die Tora glauben. So, aber wisst ihr, was Allah für einen Fehler gemacht hat? Also ihr müsst euch mal vorstellen, John war der Augenzeuge von Jesus, 100 Jahren, okay? Und stellt euch mal vor, 500 bis 600 Jahre kommt einer, ja, erscheint in der Höhle, ja, er wird erstmal dreimal gewürgt und dieser Jibril sagt die ganze Zeit, sag es, dreimal hintereinander, okay, und plötzlich ist der Islam entstanden, der rennt nach Hause, hat richtig Angst, ja, und die Frau von ihm sagt dann, nein, nein, das war nichts Schlimmes, denn du bist ein Prophet und deswegen, überlegt mal, nicht Gott hat ihn ernannt zum Propheten, sondern die Frau. Überlegt mal. Eine Frau nennt Mohammed zum Propheten. Ey, Mann. Das ist so krass, Mann. Und das Schlimmste an der ganzen Sache ist, ja, wortwörtlich steht sogar im Koran, du musst an die Tora glauben. So, hier haben wir aber ein Riesenproblem. Guck mal, gleich, das kannst du gleich vorlesen. Weißt du aber, wo das Problem ist? Das Problem ist aber, wenn die Muslime an die Tora glauben sollen, ja, die Frage ist, wie sollen die denn an die Tora glauben, wenn die ja verfälscht ist? Das heißt also, Allah hat einen Fehler gemacht. Das heißt also, in diesen 500 bis 600 Jahren hat Allah geschlafen. Allah konnte nicht die Tora verteidigen, konnte die Bibel, gar nichts. Okay, er hat 600 Jahre geschlafen und plötzlich entsteht der Islam und entsteht dann noch da drinne, du musst aber an die Tora glauben. Wie unlogisch ist das denn, Alter? Das ist so einfach zu verstehen. Da braucht man gar nicht mal viel philosophieren und sagen, ja, aber es steht im Koran ganz klipp und klar, glaubt an die Tora. Lies mal vor, Bruder, als Jeremy. Schlag mal auf, ich lese mal in Sure 3, Vers 3. Schlag mal auf. Lies mal vor. Okay, Sure 3, Vers 3, dort heißt es, er hat dir das Buch mit der Wahrheit offenbart, das zu bestätigen, was vor ihm offenbart war. Und er hat auch die Tora und das Evangelium als Offenbarung herabgesandt, steht da. In Sure 3, Vers 3. Das heißt, Allah... Lies das nochmal ganz laut vor. Lies das nochmal ganz laut vor für die. Sure 3, Vers 3 an alle Muslime, also die behaupten, also dass die Bibel falsch ist. Die Bibel ist nicht falsch. Dort heißt es, er hat dir das Buch mit der Wahrheit offenbart, das zu bestätigen, was vor ihm offenbart war. Und er hat auch die Tora und das Evangelium als Offenbarung herabgesandt. Steht da, schwarz auf weiß. Dankeschön. Und weißt du, was die für ein Argument bringen? Ja, die Originale. Ja, okay, wo ist denn die Originale? Allah, wo ist das Originale? Es ist die Bibel, ganz klipp und klar. Da brauchen wir auch gar nicht rum zu philosophieren. Es ist ganz einfach die Bibel. Lies die Bibel, lest die Schriften und fertig, Mann. Nein, Hauptsache, es ist verfälscht. Aber bringt mir einen einzigen Beweis im Koran, dass die Tora oder sagen wir mal die Bibel verfälscht ist.
Das steht nirgends. Bringt mir einen einzigen Beweis. Warte, wir holen jetzt jemanden hoch, der soll mir einen Beweis bringen, dass die Tora verfälscht ist. So, wer kann hochkommen? Wer kann mir beweisen, dass die Tora verfälscht ist? Im Koran. Yalla, wo seid ihr? Wer kann mir das erklären? Bitte. Das wäre schön, wenn mir das einer sagen könnte. So, Naba, hallo, Naba, was können wir für dich tun? Es tut mir leid, ich sehe nicht so gut, Servus. Aber ich versuche etwas sagen. Ja, für mich, guck, Bruder, wir haben auch unsere Religion, oder? Meine Frage ist, kannst du mir beweisen, dass die Bibel verfälscht ist im Koran? Nein, ich rede nicht über... Guck, ich habe dir gesagt, mein Deutsch ist nicht so. Ich rede nicht über Muslim oder Christian. Wir haben auch, wir Afrikaner haben auch unsere Religion. Aber wir kämpfen mit die Religion, was wir kennen nicht. Und Bruder, ich habe eine Frage an dich, Bruder. Ich habe eine Frage an dich, Bruder. Bist du Moslem? Ja, oder? Bist du Moslem? Ich habe nicht verstanden. Ich habe gesagt, bist du Moslem? Wir als Afrikaner haben wir auch eine Religion, was wir nicht vertrauen, aber die Religion, was wir haben, keine Ahnung, da kämpfen wir uns. Ja, aber meine Frage ist, was für eine Konfession hast du? Welche Religion bist du? Bist du Moslem, bist du Christ? Ich bin Afrikaner, meine Religion ist für meine... Leute, nächste Muslim. Naba, bitte, nicht durch die heiße Blume. Bruderherz, lass uns ehrlich miteinander sein. Ja, du bist schwarz, ich bin schwarz. Ja. Wir vertrauen aufeinander. Okay, jetzt guck mal, Bruderherz. Ja, ja. Bist du Moslem oder Christ? Lass mich dir helfen, bitte. Bist du Moslem oder Christ? Ich habe meine Religion ist... Von meinen Eltern, nicht von mir. Allah, Aziz, Bruderherz, Aziz, Bruder, ja. Naba, Aziz. Nein, stummt euch mal kurz. Du kannst gleich reden, Base, warte. Aziz, bitte, Naba, Aziz. Bist du Moslem oder Christ? Lass mich dir helfen. Bruder, mein Freund, Kumpel, alles, Bruder, hör zu. Sage ich doch gerade, Naba, bist du Moslem oder Christ? Ich bin kein Muslim, ich bin kein Christ. Okay, aber wegen was bist du dann hier hochgekommen? Ja, ich werde sagen, wir als Afrikaner haben wir unsere Religion. Warum wir nicht helfen wegen anderen Religionen? Glaubst du an Mohammed sallallahu alaihi wasallam? Du hast nicht mich verstanden. Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Ich habe gesagt, glaubst du an Mohammed sallallahu alaihi wasallam? Ich glaube, du hast mich nicht verstanden oder magst du Absicht? Okay, dann bist du gottlos. Du hast keine Religion, nicht richtig? Gottlos. Ich bin Afrikaner. Wir haben auch Gott. Okay, wer ist dieser Gott? Wer? Aus meiner Muttersprache gibt es Gott. Gibt es auch. Okay, aber was für ein Gott? Voodoo? Oder was für ein Gott? Bitte sag's mir. Was für ein Gott hast du? Was für ein Gott hast du, Naba? Ist keine Voodoo. Aber was für ein Gott? Was für ein Gott? Gott, Jesus Christus oder Allah? Wer ist dein Gott? Naba, wer ist dein Gott? Aziz, Bruder, wer ist dein Gott jetzt? Bitte sag mir doch, wer dein Gott ist. Wer ist mein Gott? Ist es Tatansan? Ja, wer ist dein... Naba, Bruder, wer ist dein Gott? Shaitan, Shaitani der Rahim, Shaitani, Allah oder Jesus Shaitan Christus oder Odin. Wer ist dein Gott? Shaitan ist Gott? Ich weiß nicht, ich frag dich, wer ist dein Gott? Allah, ich weiß nicht, Bruder, du bist zu lange. Aus welchem Land kommst du, M. Naba? Ich komme aus Burkina Faso. Ah, Burkina Faso, ça va bien, mon frère, ça va? Oui, je vais bien.
Ah, tu parles le français. Voilà, je vais te dire et puis tu vas l'expliquer. Dings, pour les questions, le Jésus-Christ est la vérité. Jésus, Jésus est musulman, obé et les chrétiens. Je vais te parler, tu vas l'expliquer parce que moi je n'arrive pas, je ne peux pas bien m'exprimer en allemand, quoi. Also, der hat gesagt, dass er Deutsch sprechen kann. Also, da frage ich dich, glaubst du an diesen einen afrikanischen Gott, Tatan Zambi? Glaubst du an ihn? Ja. Tatan Zambi, das ist Götzendienst, was er da betreibt, das weiß er schon, ne? Tatan Zambi. Base, ich hol dich gleich wieder hoch, okay? Glaubst du an Tatan Zambi? Ja. Was ist Tatan Zambi? Also ich glaube nicht an... wer ist Tatan Zambi? Ja, das frage ich ja. Allah. Nee, also, wer ist Tatan Zambi? Also das hatten ja die früheren Afrikaner halt daran geglaubt, sozusagen Tatan Zambi, also meine Landsleute früher und so weiter. Tatan Zambi. Aber okay, ist einfach nur ein Gott, also Tatan Zambi. Okay, Tatan Zambi. Okay. Aber ja, was macht dieser Tatan Zambi? Ja, ich glaube alles meine Kultur Gott. Mir ist europäischer, nicht arabischer Gott. Wir haben auch unser Gott. Ja, wie heißt der denn? Heißt der Tatan Zambi? Ja, wer denn? Wer? Ja, auf meine Muttersprache kenne ich das, aber auf andere Sprache kenne ich nicht. Ja, wie heißt okay, der? Okay, sag mal auf deine Muttersprache. Auf Wendy. Muttersprache. Wie heißt der auf Muttersprache? Wendy. Wendy. Das bedeutet Gott. Bruder Aziz. Bruder, Naba. Warte kurz, Leute. Stummt euch mal kurz alle. Naba, auch wenn ich gerade Spaß mache. Ja. Auch wenn ich gerade Spaß mache, komm zu Herrn Jesus Christus, denn er ist das Licht und die Wahrheit, Naba. Nein. Nicht den Gott, den du da anbetest. Nein, lass das. Das ist nur Ausschlag. Das ist einfach Kontrolle. Guck, was wir gerade machen. Das ist einfach zu uns kontrollieren. Hey, lassen wir das. Wenn wir nicht das lassen, Afrika bleibt immer unten. Haben wir nichts. Nein. Immer importieren. Naba. Unsere Probleme, ja? Wir nehmen das ernst. Nein, Naba. Töten wir uns, machen wir Probleme. Es ist nur ein Problem zu haben. Naba. Guck, was komm die zu Herrn Jesus Christus. Guck, diese, was Religion macht in Afrika. Guck. Welche Religion? Beide. Welche Religion? Alle Religionen. Welche alle? Welche? Guck, Naba, Aziz. Warte mal, ich komme. Wegen Christ, wir waren Sklave. Wegen Muslim, wir waren Sklave. Nein. Arabien war eines der größten Sklaventreiber damals mal in der Zeit. Bitte, hör auf, nicht lügen. Und Christ auch. Also zuerst einmal, ich will so schnell was sagen. Der erste Sklaventreiber war, also zum Beispiel, ich bin Brasilianer, meine Mutter ist schwarz, okay? Und ich kenne die Geschichte meines Landes. Und in der Geschichte meines Landes steht ganz klar geschrieben, dass der erste Sklaventreiber war eigentlich ein Schwarzer. Er hat die Schwarzen genommen und verkauft. Und dann kamen die Weißen, die dann das Gleiche gemacht haben, aber Christen haben keine Menschen versklavt. Christ ist hundertprozentig richtig. Nein. Aber auf welcher Gott, auf welcher Welt liebst du denn? Wir? Liebst du nicht? Aber mein Gott hat gesagt, schau mal, Jesus Christus, er ist gekommen und er hat gesagt, ich bin gekommen, um die Gefangenen zu befreien. Das heißt nicht, guck, du bist Christ, du brauchst nicht lügen. Christ haben wirklich schwarze, sie haben da Sklaven gemacht. Wer haben Christi Sklaven gemacht? Christi haben uns Sklaven gemacht. Nein, das stimmt nicht. Doch, das stimmt nicht. Doch, nein, das doch, stimmt nicht. Das, nein. Wendy, das ist die größte Lüge. Das stimmt also, nicht. Sorry. Man hat dich angelogen, Wendy. So, es tut mir leid, man hat dich angelogen. Das brauchen nicht gelogen. Naba, lass dich bitte nicht verwirren und lass dich bitte nicht blenden. Bitte. Wegen Christ. Ich habe nachgeschaut, Wendy ist ein dämonischer Gott. Wegen alles was bedeutet denn der wir sind immer Hunden, weil wir müssen alles werden, du willst etwas. Naba, also Aziz.
Guck mal, Naba, also was heißt denn, guck mal, Naba, also ist Wendy ein dämonischer Gott? Wendy. Nein, das, guck, meine Mutter, aus meiner Mutter sprach, es ist Gott, nicht Dämon, das ist als Gott, bedeutet so, Gott. Wendy. Nein. Was die, macht dein Gott? Wendy, du bist Mensch Voodoo, Wendy, oder? Ganz kurz. Nee, das heißt, guck zum Beispiel, alles nein, klar. Leute, was Leute, wir müssen das ernst nehmen. Naba, an die ganzen Leute, wir müssen das schon ernst nehmen. Naba, bitte, ich flehe dich von ganzem Herzen an. Das ist ein Prozess, das dauert vielleicht etwas lange, aber diesen Gott, den du da anbetest, hör zu. Naba, Aziz. Lass mich reden, Bruder Naba, ja, ganz kurz. Diesen Gott, den du anbetest, ist ein falscher Gott. Das ist nicht der Gott, den du anbeten solltest, Naba. Das ist ein falscher Gott. Es ist ein dämonischer Gott. Es ist eine alte Kultur, ich weiß. Nein, warte mal. Nein. Wenn du das sagst, das geht nicht so. Du kannst nicht die europäische Gott nehmen, das ist deine Gott und dein inniger Gott. Jeremy, scheiße. Das ist das Problem. Du nimmst die andere Gott. Was macht Wendy? Okay. Okay, Naba, alle bitte stummen. Babylon, I want to say something quick. Naba believes in a god that is demonic, okay? He's a black guy, he believes in a god that... That's acceptable, that is demon. Okay, wait Babylon. Naba. I will ask you a question, Naba. Was macht dieser Wendy-Gott für dich? Alle. Musst du Blutsopfer vollbringen? Wirst du dadurch reich? Bringt er dir Geld? Was macht dieser Wendy-Gott für dich? Aha. Guck, meine Leben, was ist bekommen? Was ist atmen? Alles, meine Wendy macht mich das. Okay, aber also, sorry, schnell. Also du hast, so wie verstanden haben, ist das zum Beispiel, so wie ich kenne, in Afrika gibt es viele Religionen. Zum Beispiel in Brasilien gibt es Candomblé, es gibt Macumba. Und das wird alles abgeleitet von Voodoo. Was sagst du dazu? Nein, ich sage in meinem Land, zum Beispiel durch die Sklaverei, ist Macumba, zum Beispiel heißt das auf Portugiesisch, oder Candomblé. Das sind alles afrikanische Religionen, die von Voodoo stammen. Zum Beispiel, es gibt Voodoo-Priester und dann verschiedene Hierarchien nach unten von den Religionen in ganz Afrika. Gibt da verschiedene Religionen. Oder? Jetzt, du hast einen Gott, der heißt Wendy, oder wie auch immer heißt. Also mit aller Respekt, ich will nichts Falsches sagen. Du ist dein Glauben, okay. Aber der Bruder hat gefragt, was macht dieser Gott für dich? Wie tretest du in Kontakt eigentlich mit deinem Gott? Weil eben, es gibt in Afrika gibt's viele, viele Religionen und wenn wir sehen, ist alles wirklich durch Mächte beeinflusst, also man nimmt Kontakt zu irgendein Wesen und dieser Wesen macht dann für dich irgendetwas. Und darum wollen wir erfahren, wie das bei dir ist. Ja, bei mir ist, wie bei euch. Wendy ist Allah. Weil die meisten Burkina Faso sind Muslime. Du bist doch Moslem. Gibt es alles? Was? Gibt es alles in Burkina Faso? Muslim, Christ, gibt es alles. Ich weiß schon, warte mal, ganz kurz eine Frage, was ich stellen wollte. Naba, bist du vom Boko Haram? Wie Boko Haram? Boko Haram. Kannst du nicht Boko Haram? Boko Haram ist eine Religion? Ja, Boko Haram ist, keine Ahnung, vielleicht kennst du Boko Haram, deswegen frage ich Boko Haram. Ich kenne Boko Haram, aber Boko Haram ist nicht eine Religion. Es ist einfach Terroristen, nicht eine Religion. Nein, Boko Haram sind Muslime. Allah. Sie nehmen die Religion Muslime, sehr ernst. Ja, das Problem, ihr versteht nicht das. Ich sage dir, ich weiß, akzeptiere ihr nicht, aber guck, Boko Haram. Afrika, gibt es Waffenproduktion da?
I don't know, my brother, you tell me. Ich frage, gibt es Waffen pro Portion da? Ja, es gibt, wie viele Macheten gibt es dort? Erkläre mal, wie viele Macheten, mit Macheten kannst du nicht jemanden umbringen, ist eine Machete keine Waffe? Terrorismus, es ist einfach Politiker, magst du uns kaputt machen. Das ist nicht keine Religion, Allah. Es ist einfach Politiker. Wie kann man... That's not true, that's not true, it's not Politiker, it's in the Koran. It's in the Koran? Et je peux te le prouver. Je peux te le prouver dans le Coran tout aussi. Je t'explique. Au Burkina Faso, il y a des terroristes. Le terrorisme, les gens qui n'arrivent pas à manger, qui n'arrivent pas à avoir maison, qui ont des fusils qui coûtent 1,5 million. Comment est-ce que ça se passe? Parce que l'islam, ils ont dit ça. Allah, Burkina Faso, gibt es keine. Die Leute haben Waffen, die Terroristen. Sie haben keine zum Essen. Sie haben nichts, aber sie haben Waffen. Kostet 1000 Euro etwas. Wer gibt das? Aber Naba, hast du auch eine Waffe? Naba, hast du auch eine Waffe? Ich will keine Waffe haben. Ich habe eine zum Beispiel. Ich meine das ernst. Ich habe wirklich eine. Aber ich bin hobbymäßig, habe ich das. Für mich Blut. Aber warum nicht? Warum hast du keine? Warum soll ich Waffen haben? Sowieso. Warum nicht? Warum sollte die Leute ein bisschen im Skistand ein bisschen trainieren, ein bisschen so üben, so, weißt du, was ich meine? Trennen für was? Die Leute umbringen? Ja, damit. Ich frag dich, weil du glaubst an Wendy. Wendy, ich frag dich. Trainieren zum Selbstverteidigung. Wenn jemand kommt, deine Familie bringen will, gibt's Weihnachtskugel. Genau. So, wie das soll ich? Umbringen. Naba, ich mache bald ein Video, so Waffensammlung, was ich so mache. Ich zeig dir das mal. Naba. Can you guys tell me ehrlich, die Terrorismus ist einfach Politik. Afrika-Terrorismus ist einfach Politik. Aber Naba, eine Frage. Guck mal, wir sind beide schwarz. Sollen wir zusammen bei Boko Haram gehen? Wir machen nur einmal Shahada, ich und du, Boko Haram einmal das, gehen. Das ist einfach Terrorismus, das ist keine Religion. Warum ist das Terrorist? Ja, warum? Ich sag dir, wenn du hast keine Geld zum Essen, du hast keine Wohnung zum Schlafen, aber du hast Waffen. Ja, aber bei Boko Haram viel Geld. Bei Boko Haram viel Geld. Bei Boko Haram viel Geld. Auch das Geld. Hör auf. Einfach Politiker. Ich möchte nur schnell etwas sagen, Herr Gehirn. Ich finde das sehr traurig, weißt du, weil du sagst, die ganze Zeit Afrika. Afrika ist so reich, Mann. So reich, und das wissen wir selbst. Wie reich. Eben, Essen sollte dort nicht fehlen. Gar nichts sollte in Afrika fehlen. Und das musst du dann selbst dich fragen, warum das so ist. Dann kannst du sagen, Politik. Aber wir sprechen hier über Religion. Boko Haram ist keine Politik. Boko Haram ist rein islamische Religion. Gottes Segen euch und eurer Familie, ich muss schnell runter. Gottes Segen. Gottes Segen dich. Nimm Jesus an, rette deine Seele. Shalom, alles zusammen. Wendy, ist Allah, also Gott auf Burkina Faso, heißt Wendy. Ich habe nachgeschaut, Wendy. Ja. Auf seine Sprache, heißt es Gott. Aber Naba, hat diese Wendy zwei Hörner? So? Diese Wendy hat zwei Hörner? So? Jesus hat das? Nein, Naba, ich frage dich, hat Wendy, diese Gott, so zwei Hörner? So komische Frage. Deine Jesus hat das? Nein, Jesus ist das Licht und die Wahrheit. Aha. Und keine Finsternis. Für dich. Aber Wendy, wie sieht Wendy aus? Mit zwei Hörnern? Ping, so oder wie? Ich habe noch nicht Wendy gesehen. Warum nicht? Ja, du hast deine Gott gesehen.
Ich frag dich doch, Mann. Du stellst Gegenfrage. Ich frag dich ganz ja, normal. Ich hab dir gesagt, ich habe es gesehen. Du hast mich gefragt, warum nicht? Hast du deine Gold gesehen? Du hast es gesehen? Also, wenn ich ganz ehrlich bin, durch meine Astralreisen habe ich vieles gesehen, ja. Also, deswegen hat es meinen Glauben nochmal sehr, sehr stark gemacht. Nein, ich habe noch nicht meine Gott gesehen. Ja, alles gut, Leute. Und zwar gibt es, also, verspricht euch Wendy 72 Jungfrauen? Hm. Nein, also Naba, jetzt ja. Mal Spaß beiseite. Bitte sag mir, erklär mir mal bitte, wer dieser Wendy ist. Jetzt Spaß beiseite, wir machen jetzt keinen Spaß mehr, okay? Wir machen jetzt keinen Spaß mehr. Erklär mir mal bitte, wer ist Wendy? Bitte erklär mir das. Ich bin Gott ruhig, ich sage nichts, ich gebe dir die Bühne. Gott ist meine Wendy. Nochmal was? Gott ist meine Wendy. Ja, aber definiere mir mal, erklär mir mal, wer dieser Wendy ist. Bitte rede mal über Wendy. Who is that God? Wendy, the God. Who is he? What is his background? Hey, wo ist er? Wer ist Wendy? Erklär mir mal bitte, wer dieser Gott Wendy ist. Wir bleiben jetzt mal sachlich und ernst. Meine Wendy hatte alles gebaut. Luft, alles. Okay. Du auch. Ja, aber das. Oh, okay, wie betest du zu Wendy? Wie betest du zu Wendy? Würde mich interessieren. Wer ist Wendy? Wie betet man zu ihm? Muss man Opfer vollbringen, dass er dir Sachen beschenkt? Oder wer ist Wendy? Ja, warum denkst du automatisch so was? Das kann nicht sein, ich bringe etwas zu ihm geben oder so. Ich bitte ihn, wie du bittest deinen Gott. Aha. Aber kannst du mir Wendy beschreiben? Was ist seine Geschichte? Was ist die Geschichte von Wendy? Die Geschichte von Wendy, erklär. Ich brauche keine Blut geben, ich brauche keine etwas geben. Ich bitte genau, wie du bittest. Ja, das ist ja kein Problem. Meine Frage ist, erklär mir mal, wer Wendy ist, die Geschichte von Wendy, bitte. Ich kann nicht dir das erklären. Ich kann nicht, ich weiß nicht. Aber das ist doch dein Gott, du musst doch deinen Gott kennen. Doch, ich kenne ihn. Wie kannst du... Ich kenne ihn. Der Seher, rede mal über... Der Seher hat einen Bock. Ja. Naba, does Wendy have a book to read? I mean, a book that I can learn about Wendy? Ich spreche keine Englisch. Französisch. Hat Wendy, okay, Babylon, ask him in French language, please. So Wendy, là, il a un livre qu'on puisse le lire, traduire, qu'on puisse savoir qui c'est ce Wendy? Non, le livre, c'est des gens qui l'ont écrit. C'est pas Wendy qui a... God hat nicht Buch geschrieben. C'est qui ce Wendy? Jesus hat ein Buch geschrieben. What did he say? Jesus wrote a book. Jésus, il a écrit le livre? Je pose la question, est-ce que Jésus a écrit un livre? Jésus-Christ, oh. La Bible. Jésus, c'est lui, la Bible. C'est oui, lui, l'Évangile. Non. Autant il n'a pas écrit, non. Au temps de Jésus, il n'y avait pas de livre. Ouais. Oui, il avait les témoins. On avait des témoins. Qui a écrit le livre? C'est Jésus qui l'a écrit ou bien c'est les autres personnes qui ont écrit? Les témoins. C'est les témoins. Les témoins. Qu'est-ce qui prouve que les témoins n'ont pas menti? Parce qu'on a le pouvoir du Saint-Esprit. Ah, ok. maintenant, dis-moi, qui c'est ce Wendy? Ah, mais c'est mon Dieu. Mais c'est qui? C'est Dieu. Mais d'où il vient? Il a un livre qu'on puisse lire? Il n'a pas de livre.
Et comment tu peux savoir si c'est un dieu, ce Wendy? Le Saint-Esprit n'a pas besoin d'écrire. Il se manifeste. Oh, il se manifeste. Ce Wendy, il a un Saint-Esprit? Ah ben, ton Wendy, ton Jésus, il n'est pas un Saint-Esprit? Jésus est là, mais ce Wendy, qui c'est? On ne sait pas qui c'est. Moi, je dis, moi, mon Wendy n'a pas écrit de livre. Mm. Il n'a pas écrit de livre. Il se manifeste quand il veut, comme il veut. Ah. He's saying this Wendy, he can come anytime he wishes and he can leave anytime he wishes. He doesn't have a book. Mm-hmm. He doesn't have nothing. So he asked if Jesus has a Holy Spirit and wrote the Bible. You know, I answered him. We have the Holy Spirit and mm-hmm. our disciples were guided to write the Bible. We had the first witness of Jesus. Mm-hmm. But he still is not describing who is Wendy. Because the Wendy is not. Oh man, I feel very sorry, man. Naba, Baba, Naba, combien de personnes et ce Wendy, il appartient tout. Il a une église, il a un branchement, quelque chose, je sais pas. Hört man nicht? À tout le monde, toi, à tout le monde. Mais comment on peut le suivre, ce Wendy? Pour le suivre, faut pas faire du mal, faut pas tuer quelqu'un, faut pas voler, faut pas violer, faut pas faire quelque chose de mal. Si tu fais rien de mal, tu le suis. C'est tout? Ah, comment ça, c'est comme Bouddha. Comment ça, Bouddha? Comme Bouddha. Bouddha, c'est Bouddha. Tu dois être bien, faire le bien, ne fais pas ci, ne fais pas non, ça. Non, c'est pas Bouddha. Comme Bouddha. C'est pas Bouddha. J'ai dit comme Bouddha. Ah, non, mais c'est pas Bouddha. Ok. Wendy is like Bouddha. Bouddha say don't do bad things. Like Buddha, I asked him, how can we follow Wendy? So to know who's Wendy as God, he said, you gotta not do bad, only do good things, be good human being. I was like Buddha. Buddha also said, do good things, do good deeds, respect people, don't do violence, don't do bad things, like Buddha. Nein. Like God. Yeah. God. Yeah. No, let me break you down. Erzähl. Warte, Jeremy, du kannst gleich reden. Leute, auch wenn wir ein bisschen drüber gelacht haben oder so, ich nehme die Sache gerade irgendwie auch extrem ernst, weil Naba, you're in the wrong way, my brother. I have to say it, Naba. You're not on the right path. You're in the wrong way. Bitte rede mal dort, ich verstehe das nicht. Also ich will dir sagen, du gehst gerade den falschen Weg. Nein, ja, für dich ja. Du sagst, ja, für dich, du findest, das ist falscher Weg, aber für mich nicht. Naba, das ist nicht der richtige Weg. Auch wenn ich vorhin die ganze Zeit gelacht habe, nein, Naba, das ist nicht, der richtige Weg. Ich habe nachgeschaut, also wir als Afrikaner, wir haben eine richtige Probleme. Für uns, was wir machen, ist nicht richtig. Die Leute, was die anderen machen, müssen wir das glauben und können wir uns töten wegen das. Aber was wir haben, das ist nicht richtig. Es ist immer, das ist ein richtiges Problem, was wir haben. Wir glauben nur für andere Leute, für uns, nein, das ist nichts. Weil sie haben unsere Kopf reingemacht, ja, was wir hier machen, das ist einfach scheiße. Wenn ihr tot, gehen wir feiern, deswegen können wir uns töten, wegen anderer Religion, was wir keine Ahnung, deine große Vater war nicht da, nichts. Guck, alles Foto, es ist weiße, alles Foto, es ist nur, guck, haben wir richtige Probleme. Wir haben richtige Probleme. Oh Mann. Naba, ich würde dir empfehlen, besuch einfach unser Stream ein bisschen öfters und dann können wir ein bisschen mehr reden. Ist das okay? Okay, kein Problem. Ich gehe ein bisschen Sport machen. Ja. Ist kein Problem, aber ich will dir trotzdem was sagen. Ich will dir was sagen, bevor du gehst. Ja.
nimm dir das bitte zu Herzen, ja, auch wenn ich gelacht habe und. Das ist eine... Hör zu, Jesus Christus ist die Wahrheit und das Licht, okay? Und er ist der wahre Gott. Was auch immer du in deinem Leben machst, ich wünsche es mir von ganzem Herzen, wenn du unser Stream besuchst, öfters hier hochkommst, auch öfters reinkommst, dann können wir auch mehr über das Evangelium sprechen. Also jetzt kann ich nicht so arg viel darüber sprechen, aber wenn ich mehr Zeit habe, können wir mehr über das Evangelium sprechen. Ist das okay, Naba? Ja, es ist okay, aber ich sage dir ehrlich, auf Jesus Christus gehe ich nicht dahin. Naba, nimm das einfach an, was ich gesagt habe. Wir sprechen in Ruhe, okay? Okay, kein Problem. Machen wir so. Okay, geh. Okay. Alles klar. Ich bedanke mich, dass du da warst. Und wenn ich gelacht habe oder so, nimm das bitte nicht böse oder so. Das ist einfach. Okay. Weil manchmal fresse ich einen Clown und dann mache ich nur noch Blödsinn. Aber nichtsdestotrotz, ich will dir nur sagen, Jesus. Das ist besser lachen als Bein. Ja. Ja, dann geht so. Ja, natürlich. Okay, also wir sehen uns, okay? Ja, dann bis später. Alles klar. Ja. Bis später, ciao. Ja. Huna oder Hunermi oder wie auch immer, das ist der Name. Masho, okay. Basho. Ja, okay. Steht für Sänger im Kurdischen. Mhm. Ja, was können wir denn für dich tun, mein Lieber? Ich habe euch ein bisschen zugehört und ich war auch letztens schon mal in deinem Live. Ich hoffe, man versteht mich vernünftig, weil ich habe zwischendurch mal einen Anruf bekommen. Ansonsten würde ich runtergehen und wieder hochkommen. Versteht man mich? Mhm. Man versteht dich sehr gut, ja. Okay. Also ich bin vom Glauben her Jeside. Für uns die älteste Religion der Welt. Und wir haben sehr viele Dinge. Was seid ihr für eine Religion? Die älteste Religion der ganzen Welt? Wir sind die älteste Religion der Welt, ja. Für uns. Das kann für dich anders sein. Wir haben sehr viele Dinge, die ähnlich sind wie im Christentum. Bei uns gibt es, man sagt es auf Kurdisch, Khode steht für Gott. Es gibt nur Gott. Mhm. Das Böse existiert bei uns nicht. Also ein Gegenbild zu Gott. Und deshalb sind wir der Meinung oder sind wir so erzogen oder glauben wir, dass diese Welt, in der wir jetzt leben, quasi die Hölle ist, eine Hölle an sich. Danach gibt es nicht. Und aber was für eine Religion oder was für einen Gott glaubst du denn, wenn ich fragen darf? Ich glaube an den Allmächtigen, nur an den einen Gott, der für uns alle, in jeder Religion gibt es nur den einen Gott, er heißt nur anders. Wir sagen auch, Gott hat sich 1001 Namen gegeben. Und wenn wir zum Beispiel beten, unser erstes Gebet fängt damit an, indem wir sagen, lieber Gott, beschütze die anderen 72 Völker und uns auch dazu. Ich weiß zwar nicht, wo die Zahl 72 herkommt, das kann ich jetzt nicht erklären. Aber ich komme gebürtig aus Syrien und ihr habt vor ein, zwei Tagen habt ihr mit mehreren Leuten gesprochen. Wir sind ja jetzt aktuell auch sehr viele hier in Deutschland, die Zuflucht suchen. Ein Land für uns, wo wir uns sicher fühlen, gibt es aktuell nicht, weder im Irak noch in der Türkei oder Syrien. Mhm. Und das ist das, was uns zum Beispiel auch sehr ähnelt mit dem Christentum und auch mit den Assyrern zum Beispiel aus Syrien, ist, dass wir alle das gleiche Feindbild waren vom Islam. Mhm. Das heißt, wir durften kein Land besitzen, wir durften uns ja nichts kaufen. Wir wurden dazu gezwungen, unsere Kinder, wenn die geboren werden, bestimmte Namen zu geben, die halt im Arabischen... Ihr wurdet ja vom Islam verfolgt, richtig? Bis heute, ja. Das letzte Mal, also 75 Genozide Allah. Haben wir überlebt. Und das letzte war 2014 der IS. So an dich, ne? Hm. Also du hast ja vorhin gesagt, dass wir, dass die Jesiden und die Christen an denselben Gott glauben. Da muss ich dich leider widersprechen, weil Christen glauben ja auch, dass Jesus Christus Gott ist und die Jesiden glauben nicht, dass Jesus Christus Gott ist. Wir glauben, dass es Gottes Sohn ist, ja.
Jesus sagt auch selber, dass er auch Gott ist. Also der Jesus Christus sagte in Johannes 8, Vers 58, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Das heißt, ich bin der, Gottes Name. Ja, ich habe versucht, euch das ein wenig zu erklären. Natürlich gibt es Unterschiede, sonst hätten wir denselben Glauben. Und es gibt auch... Gott bless mein Bruder Babylon. Und auch dich, hallo, Honermi, Babu, Jeremy. Hallo. Und auch an den Chat, alles, hallo. Gott segne. Yeah, brother. Hallo, Bruderherz. Also, ihr schreibt gerade jemand, are you Yazidi? Ich würde gerne antworten. Da schreibt gerade jemand, ihr seid Teufelsanbeter. Es ist sehr oft in der Welt so verbreitet worden, das ist totaler Quatsch. Für uns gibt es diesen Namen mit T überhaupt nicht. Deswegen macht das gar keinen Sinn, weil für uns gibt es nur Gott. Das Böse existiert für uns nicht als Gegenbild, deswegen dürfen wir dieses Wort auch gar nicht aussprechen. Wir beten Richtung Sonne, das stimmt, aber wir sind keine Teeanbeter und davon möchte ich mich auch distanzieren. Ich war auch vor einer gewissen Zeit mit einem Arafat Abu Chaka live, haben über dieses Thema gesprochen, nachdem er die Jesiden... Oh, ganz kurz, ich muss kurz unterbrechen. Kein Arafat in meinem Stream hier erwähnen, bitte. Ich will nichts mit diesen Menschen zu tun haben. Das ist eine Schande für Deutschland. Okay, sorry. Ich wollte damit nur sagen, dass wir schon auf einer bestimmten Ebene diskutiert haben. Und ich weiß nicht, wer das gesetzt hat. Aber, ich würde gerne zu Ende führen, aber die Jesiden haben noch nie... Ja, eine andere Religion oder sonst jemanden angegriffen, einen Angriffskrieg geführt. Im Gegenteil, du kannst nur als Jeside geboren werden. Ja, du kannst diese Religion weder annehmen, ja, wenn du raus bist, das kannst du, dann bist du raus, aber du kannst das nicht annehmen. Und das ist auch der Grund, warum wir bis heute, wir haben aktuell über 5000 Frauen, die immer noch auf islamischen Märkten auf arabischen Ländern verkauft werden als Sklaven, ja, weil man der Meinung ist, wir sind Ungläubige. Ich kann euch eine Geschichte erzählen, weil viele Leute, wenn die das hören, sagen... Ganz kurz, Bruderherz. Hast du gerade eiskalt gesagt, ihr werdet immer noch von den Islam verfolgt? Ist es dein Ernst? Natürlich, ja. Ja, wow, und die sagen, das ist eine Religion des Friedens? Ich sage dir noch einmal. Wow, was eine Religion. Maschallah. Der islamische Staat hat vor kurzem 30.000 Jesidinnen als Sklaven verkauft. Einfach so auf dem Markt, als wäre es das Normalste, was es gibt. Als ob die Hühner verkaufen haben, die jesidische Frauen verkaufen. Ich erzähle euch mal, ich würde gerne eine Geschichte erzählen. Darf ich kurz zu Ende führen, Bruder? Ich weiß jetzt leider nicht deinen Namen. Ja, Bruder. Ja, wie ist dein Name? Flex. Okay. Schau mal, Flex. Ich kenne Frauen, ja, ich bin hier in dem Rat für bedrohte Völker in Deutschland seit sehr, sehr vielen Jahren. Ich bin hier zum Kindergarten gegangen in Deutschland. Seit 35 Jahren leben wir hier. Und ich bin Deutschland dankbar für all das und für all diese Möglichkeiten. Und ich habe direkten Kontakt mit Menschen gehabt, die aus dem Shingalgebirge gekommen sind. Und ich habe mit Menschen gesprochen, ich habe auch die Kontakte dahin. Ich erzähle euch eine Geschichte, damit man weiß, was der IS oder dieser Glaube auch ist. Viele Leute können leider das Arabisch perfekt weder sprechen noch lesen, noch verstehen sie ihren Koran. Also, die IS hat eine Frau in Gefangenschaft genommen, ihr 3-4 Tage kein Essen gegeben. Man hat dann ihren Sohn gekocht in heißer Brühe, hat das Fleisch zerhackt und ihr... Nein! Und nachdem sie das gegessen hat, hat man sie gefragt, wie ihr Sohn geschmeckt hat. Das ist das wahre Gesicht. Was? Bruder. Was? Sorry, dass ich unterbreche. Warte. Sorry. Wirklich. Wow, das ist nicht dein Ernst, was du da gerade sagst. Leider schon. Mit deutschen Politikern zusammengesessen. Es gibt Videos davon, die kann ich dir privat schicken. Und es ist definitiv Fakt, weil Menschen, die das gesehen haben und leben, die sind heute in Deutschland. Und das ist leider wahr. Ich würde gerne sagen, dass es nicht wahr ist. Wow, das ist Islam. Wow, was eine schöne Bruder. Religion. Very beautiful. Very beautiful Bruder, religion. Flexer, ja. Ich will dir nur eins sagen. IS, Al-Qaida...
die ganzen Hardcore-muslimischen Länder. Die Jesiden sind das am schlimmsten verfolgte Volk überhaupt, Bruder. Hey, ich habe leider eine Doku gesehen, die wurde versklavt, die hat zwei kleine Kinder und Bruder, die arme Frau hat seit 6 Jahren kein Wort mehr gesprochen. Sie spricht seit 6 Jahren nicht mehr. Der Latinsender, seit wenn sechs du nach Jahren so einer Aussage von mir nicht. Sagst, Alhamdulillah Muslim, sag ich dir ganz ehrlich, euer Allah möchte gerne die Hölle mit Menschen füllen, dann bleibt er da bei deinem Alhamdulillah. Wo in der Welt gibt es Frieden, wo Muslime sind? In welchem Teil dieser Erde ist Frieden, wo ihr seid? Sag mir das. Sag mir das. Und hast du sehr schön ausgesprochen. Was macht ihr in sehr einem gut ungläubigen gesagt. Land ja. wie Deutschland? Wir sind doch alles ungläubig. Es gibt über 20 arabische Länder, die deinen Islam leben. Was machst du hier? Ja. Was machst du hier? Alter, jetzt langsam liebe ich die Jesiden. Jetzt fange ich an, Jesiden zu lieben. Ich sag dir ganz ehrlich. Ich fange jetzt an, ich liebe Jesiden. Ey. Flexer, wir haben das am eigenen Leib erlebt, Bruder. Seit 1400 Jahren meint eine funktionierende Gesellschaft auf offener Straße. Seit 1400 Jahren lieber tot als Moslem in Syrien vor den Augen meines Vaters. Die brauchen uns nichts vorspielen. Deren Lügen sind schon längst aufgedeckt. Deren Lügen, dieser Glaube ist komplett sexistisch. Es dreht sich nur um Sex und nichts anderes. 4 Frauen, 42 Jungfrauen. Genau. Der Mann darf alles, die Frau muss ihren Arsch verstecken, ihr Gesicht verstecken, weil die anderen Männer sonst einen hochkriegen. Welcher Gott sagt dir das? Genau, genau. Das ist das, was in eurem Herzen drin ist. Das sagt dir kein Gott. Ich habe schon gesagt, der Koran wurde geschrieben für ungebildete damals für ungebildete Bauernkinder. Okay, Christa, Sehr gut, Christa, das wollte ich dem Bruder auch sagen vorhin. Ich weiß auch, wenn das auch Spaß sagt. Ja. Selbst das. Ja, alles ich gut, auch, ich sag das nicht mehr. Bruder, darf ich kurz auch was dazu sagen? Hey, ganz kurz, ich muss gleich. Bruderherz, da oben, du hast ehrliche Worte gesprochen, wirklich. Also das versuche ich ja schon die ganze Zeit zu erklären hier drinnen. Oh, Leute, ich muss euch wirklich was Schönes erzählen. Bruder, wie heißt du? Basho, oder? Richtig, wir haben mit Aramäern zu tun. Basho heißt du. Das stimmt, ja. Okay, Basho. Guck mal, Basho, ich bin ja heute rausgegangen und ich musste auf jemanden warten. Und da ist so ein Kollege, er ist Moslem. Und wir sind heute ins Gespräch gekommen. Ja, was? Ich habe dich nicht verstanden. Was? Okay. Wie gesagt, dann haben wir uns unterhalten, ganz normal. Wenn wir uns sehen, sagen wir immer nur Hallo, Hallo. Das war's. Mehr nicht. Aber heute sind wir ins Gespräch gekommen und wie gesagt, er hat gesehen, dass ich gerade live bin, weil ich habe mich ja stumm geschalten und alles. Und er schaut so zu, der so, ja, was machst denn du da? Dann habe ich gesagt, ja, ich streame ganz normal. Und der so, ja, um was geht's denn? Habe ich gesagt, das willst du nicht wissen, weil wenn du das weißt, dann wirst du mich auch hassen. Dann wirst du mich hassen. Und dann hat er mich angeguckt, der so, ja, warum, über was redest du? Dann habe ich gesagt, glaub mir, das willst du nicht wissen, weil wenn ich es dir sage, du wirst mich morgen nicht mehr begrüßen. Und der so, doch, doch, sag. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich mache Islam-Content. Und der so, okay. Und dann hat er gesagt, ja, was über was erzählen? Und dann sage ich, ich tue aufklären, ganz normal. Aus deinem Buch zitiere ich gewisse Dinge, die mir nicht gefallen. Ja, und gewisse Dinge, die einfach nicht mit Gott gemeinsam haben. Und dann hat er gesagt, ja, also er selber ist ehrlich zu sich selbst. Also er ist ehrlich und hat gemeint so, er hat keine Ahnung von der Religion, aber er hat den Islam angenommen. Dann habe ich gesagt, ja, aber Bruderherz, wie kannst du denn eine Religion annehmen, wenn du nichts über deine Religion weißt? Und dann stand er da und hat gesagt, ja, du hast schon recht. Und er hat gesagt, Alhamdulillah, ich bin Moslem. Ich sage, ja, Bruderherz, du kannst doch nicht die Schahada aussprechen und du nicht mal weißt, was für ein Gott du da anbetest. Mhm. So. Und dann sind wir so schön ins Gespräch gekommen, dass ich ihn dann am Ende gesagt habe, also bevor ich gegangen bin, habe ich dann gesagt, Bruderherz, nimm den Koran, bitte lies ihn komplett, fang am besten Samstag an, nimm die Hadithe und lies bitte die Hadithe auch dazu. Ja, und dann habe ich ihm gesagt, weißt du was, ich gebe dir einen einzigen Tipp. Lies bitte Sure 9 komplett. Und ich gebe dir Brief und Siegel, du wirst wieder auf mich zukommen und du wirst mir sagen, Bruder, Oxenbillah, das kann ich nicht annehmen. Und ich habe ihm gesagt, lies die komplette Sure 9.
Und da hat er gesagt, ja, okay, wird er machen. Ich bin echt gespannt, was er morgen oder sagen wir mal die nächsten Wochen, was er mir zu sagen hat. Ich bin echt gespannt. Ich kann dir schon Aber eine Sache muss ich sagen. Er war nicht sauer, er war nicht abgeneigt, er war eher schockiert, als ich ihn gewisse Hadithe genannt habe. Ich habe ihn die Hadithe genannt, er war richtig schockiert. Er hat mich angeguckt, der hat mich angeguckt und hat gesagt, Astaghfirullah, nein, niemals. Dann habe ich gesagt, doch, Bruder, das steht da drinnen. Wenn ich lüge, soll mich der Herr bestrafen. Und dann guckt er mich an, der so, Astaghfirullah, niemals. Dann habe ich gesagt, doch, Bruder Herz, das steht da drinnen. Dann habe ich ihm gesagt, wegen mir muss man die Religion nicht verlassen. Ich habe ihn aber ganz klipp und klar gesagt, lies es dir bitte durch. Jetzt kannst du reden, Bascho. Ich kann dir sagen, was er sagt, Bruder. Das sagen dir 90% dieser Menschen. Die Leute, wenn das ein Mensch ist, der so ist, wie du gerade erklärt hast, diese Leute, die haben ein gutes Herz, aber denen ist das falsch erzählt worden, weil sie selber den Koran nicht gelesen haben und keine Ahnung haben. Die werden dir später sagen, ja, das ist komplett falsch übersetzt worden von Arabisch ins Deutsche. Oder es ist umgeschrieben worden, das ist falsch, so sind wir nicht. Ja? Aber okay, ihr seid nicht so. Dann sage ich euch, wie ihr seid, und ihr könnt gerne sagen, wenn es nicht so ist. Ihr dürft nur eine Frau heiraten, die euren Glauben annimmt. Ihr respektiert niemanden, der anders denkt. Ihr sagt, Menschen sind Kuffar und weniger wert, weil ihr das so glaubt. Ja, weil ihr das, es hat noch keiner von euch mit Allah zusammengesessen. Dann wollt ihr mir sagen, ein Allah, der den Menschen erschaffen hat, will ihn in die Hölle schicken, ja, überlässt ihn quasi selber den Scheiß anzustellen. Dann wollt ihr mir sagen, ein Mann, der vier Frauen hat, das ist ja normal, damit wir Muslime uns verbreiten. Dann wollt ihr mir sagen, wir sind Ungläubige. Dann lebt ihr in einem ungläubigen Land, weil ihr euch selber einredet, das gehört auch Allah. Dann wollt ihr Dinge übernehmen, euch aneignen, die euch nicht gehören. Ja, für sowas wird man in Deutschland angezeigt, das ist ein Verbrechen. Für euch ist das kein Verbrechen, weil ihr euch einredet, alles gehört euch. Dann wollt ihr uns sagen, ihr dürft das Fleisch, was wir schlachten, nicht essen, weil wir nicht Bismillah vorher sagen. Ja, wer sagt denn, weil die meisten, die ich von euch kenne, haben mit Drogen zu tun, mit Frauen zu tun. Ihr macht alles, was schlecht ist. Und einen Monat im Monat wollt ihr dann der gute Moslem sein, der sich an alles hält. Ihr redet euch alles schön. Diese meisten Leute im Internet, die hier unterwegs sind, die sind beim Verfassungsschutz bekannt als große Verbrecher. Was macht ein guter Mensch, der einen guten Glauben hat, als Verbrecher in einer Akte bei der Polizei? Ihr könnt euch gegenseitig anlügen, aber die ganze Welt... Wir sind 89 nach Deutschland gekommen, da hat man uns mit großen Augen angeguckt, als wir gesagt haben, wir sind vor dem Islam abgehauen. Heute weiß die ganze Welt, wer ihr seid. Und ich sage euch noch was, wir Jesiden... Alter, du hast wahre Worte gesprochen, wir Jesiden, ganz stark. Ich kann euch ganz genau sagen, warum kein Kurdistan existiert. Wir sind 80 Millionen Menschen, Kurden auf der Welt, weil die Welt braucht nicht noch ein islamisches Land. Weil die Kurden haben noch nicht mal ein Land, da habt ihr schon 200.000 Moscheen gebaut. Die brauchen nicht noch ein islamisches Land. Wenn ihr nur Menschen wärt, nur Menschen, ja, die an Gott glauben, an das Gute glauben, glaubt mir, dann hättet ihr schon drei Kurdistan. Aber ihr habt der Welt mehr als oft bewiesen, was euer wahres Gesicht ist. Auf der ganzen Welt ist Krieg. Syrien, Ukraine, Russland, überall interessiert euch keinen feuchten Dreck. Aber wenn es um Glaubensbrüder geht, wie eure Palästinenser, ich will Krieg nicht schönreden, es ist definitiv schlecht, egal wer angefangen hat, wenn Menschen sterben. Ja. Aber jetzt kommt ihr mit eurer Moral auf einmal um die Ecke, jetzt erzählt ihr, da werden Kinder umgebracht. Was war denn mit dem IS vor 8 oder 9 Jahren? Genau, 100 Mal. Ganz kurz, Gottes Kind, ganz kurz, Bruderherz. Gottes Kind, ich nehme dich nur ganz kurz runter, da will jemand kurz hoch, ich hole dich auch gleich wieder hoch, okay? So, jetzt kannst du weiterreden, Bascho. Alles gut, ich hole kurz jemanden hoch. Diese ganzen Tötungsdelikte stehen auch genau so da drinnen. Und ihr müsst das akzeptieren. Und die Menschen, die zum Beispiel in Europa groß geworden sind und die sagen, nein, das und das ist falsch, das ist, weil sie hier schon lange leben und vieles mit ihren Augen sehen und für sich dann selber sagen, das ist falsch. Das kommt aus deren Herzen, nicht aus eurem Buch. Ja. Wow, Mann, das ist sehr, sehr, sehr starke Worte, Bruder Herz.
Sehr starke Worte, darf wirklich. Also du hast dir wirklich in 10 Minuten, 15 Minuten hast du den ganzen Islam auseinandergenommen. Oder bin ich ganz ehrlich zu dir. Nicht mal ich habe das geschafft. Ich sage das, weil ich das erlebt habe und weil ich das gesehen habe und weil ich erlebt habe, wie Menschen, die ich 20, 30 Jahre kenne, immer wieder versuchen, dich in ein Licht zu rücken, wo du selber weißt, definitiv nicht. Wir zum Beispiel sind weder für Deutschland noch die Welt eine Gefahr, weil wir wollen gar nicht unsere Religion oder unser Glauben. Alles, was zwischen mir und Gott ist, ist in meinem Herz. Ich gehe nicht in dein Grab, du nicht in meins. Am Ende des Tages muss ich dich akzeptieren und ich tue es. Ich zwinge dir meins nicht auf. Das ist ein Zeichen von Respekt und Menschlichkeit. Ja. Wow, ey. Ich finde das mega traurig. Ich finde das mega traurig, was mit den Jesiden passiert ist und was diese Muslime mit dir gemacht haben. Also ganz ehrlich, Bruder, das wünscht man sich niemandem, was da passiert ist. Ich möchte einen Satz noch zu Ende bringen, Bruder. Dann höre ich euch zu, ja, wenn es okay ist. Einen einzigen Satz. Schau mal. Ich bin jetzt hier bei mir in der Bar. Ich werde aber trotzdem auf Stumm gehen und dann zuhören. Also, noch eins. Eine Frage habe ich an die islamische Welt. Eine Frage an jeden Einzelnen, der sich für einen ehrenhaften Moslem hält und der denkt und glaubt, sein Islam ist die Wahrheit. Könnt ihr mir sagen, wo ihr alle wart, als der IS mit euren Fahnen, mit euren Mohammed als Prophet, ja, mit eurem Glauben getötet hat, ermordet hat und Frauen vergewaltigt hat? Ihr seid aufgestanden, als man in Schweden am Ende der Welt hat ein Mensch einen Koran verbrannt, da habt ihr die Welt verflucht. Wo wart ihr alle, als man in euren Namen getötet hat? Ihr wart nicht da, weil es hat euch gefallen. Genau. Weil genau das ist euer wahres Gesicht. Richtig. 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 Die sind am Ende. Bruderherz. Basho. Ja. Basho, das ist deren richtiges Gesicht. Du hast wirklich, ich sag dir ganz ehrlich, in meinem ganzen TikTok-Stream, was ich jetzt gemacht habe, die letzten 3 Monate, Bruderherz, du hast in den letzten 15 Minuten den kompletten Islam hops genommen mit deinen Worten. Ich sag dir ganz ehrlich. Bravo. Mic drop bei dir, Bruder. Okay. Mic drop, Bruder. Ich kann dir auch jemanden holen, der perfekt Arabisch spricht und jedes einzelne Hadith jemanden vorlesen kann, der sich hier hinstellt und sagt, der Islam ist das und das, der wird Ihnen das in Arabischen auch eins zu eins. Ich meine, ich habe es erlebt, das braucht mir keiner sagen. Aber für die Leute, die das nicht wissen, hole ich euch jemanden, der den Koran gelesen hat aus Syrien und er kann euch jeden einzelnen. Babylon kann Arabisch. Babylon kann Arabisch. Ich mach dich groß, Bruder. Babylon kann Arabisch. Darf ich noch was sagen? Darfst du reden oder wollt ihr die ganze Zeit reden? Ja, komm, rede, du Kufar. Komm, rede. Hey, ich wollte nur einen Satz um den Raufpacken. Hey, der Islam, ich will, lass mal ganz kurz, ich hab ganz schnell gemeldet. Ich hab mich die ganze Zeit gemeldet. Achso, du willst reden? So, guck mal, der Islam hat nur einen Satz, Mann. Es ist nur ein Satz, ich will nicht reden. Guck mal, Hamber, du, super schön, was du gesagt hast. Und das stimmt auch, man kann das so unterschreiben. Weißt du, warum die das nicht tun? Weil der Täter einfach in der Familie bleibt. Deswegen gehen sie nicht auf die Straße. Richtig. Und der Islam hat oben drauf, es verfehlt, seit 1400 Jahren eine funktionierende Gesellschaft aufzubauen. Das hast du super gesagt. Ich wollte nur diese Punkte noch oben drauf ergänzen. Ich küsse dein Herz. Du kannst jeden Moslem fragen, und das bitte ich dich auch, Flexer. Ich bitte dich, wenn du live gehst und es kommt ein Moslem und der sagt dir, der IS ist nicht der Islam, dann bitte ich dich, sage ihm, okay, wenn der IS nicht der Islam ist, dann sag, ich ficke den Propheten von dem IS. Es wird kein einziger machen, weil die wissen, es ist deren Prophet. Mm-hmm. Du hast vollkommen recht, Alter, voll krass. Voll krass, Mann. Kannst du was sagen? Auf jeden Fall, es tut mir wirklich leid, also was mit den Jesiden richtig krass passiert. Also daran merkt man, der Islam ist die satanischste Religion überhaupt, so. So perverse Religion, die opfern sogar Kinder, also der Islam. Das ist Satanismus. Ich sag's auf jeden immer Fall. Also Basho hat alles auseinandergenommen, kann ich euch nur jetzt sagen. Wie man einen 5- oder 6-Jährigen dazu zwingen kann, sich zu verhüllen, also wirklich, in der 1., 2., 3. Klasse müssen die Hijab tragen in Deutschland. Dann frage ich Deutschland, und ich habe vor 2 Wochen mit Politikern von der AfD, CDU, SPD zusammengesessen, wegen dem Problem der Jesiden, die man jetzt wieder zurückschicken will in die Hölle, in den Irak, zu den Moslems, ja?
Kann mir einer sagen, wie man das zulassen kann, wie ein Mensch, der sagt, ich komme aus einem Kriegsgebiet, der noch nicht mal in Deutschland angekommen ist und drei Wörter spricht, ja, sein Kind in der zweiten Klasse dazu zwingt, ein Kopftuch zu tragen und dann noch Deutschland aufzwingen will, das zu akzeptieren. Dann frage ich die Welt, was akzeptieren die denn? Die akzeptieren nichts und niemanden, wenn man nicht so tickt wie die. Wir sind in dieser Wert und gehören geköpft. So steht das bei denen. Wow, wow, wow. Leute, ich sag euch ganz ehrlich, der Kerl hat den ganzen Islam hops genommen. Ich sag euch ehrlich, Mann. Also. Ein Applaus für ihn auf jeden Fall. Bruder, ja, Mann. Das ist die Wahrheit. Ich sag das aus voller Überzeugung. Ist so. Ist krass. Bruder, ist krass. Auf jeden Fall, der ist also in islamischen Ländern werden auch Christen richtig hardcore so verfolgt. Ich habe mir so ein Video angeschaut und es hat mich so traurig so gemacht. Ne? In Saudi-Arabien haben sich fünf Muslime sich für den Herrn Jesus Christus sich entschieden und dann sagt der Araber, möge Allah euch vernichten und dann hatte er die richtig krass so enthauptet und es hat mich richtig krass traurig gemacht so. Weil das ist doch deren Dschihad, das ist doch ganz klar, das ist deren Dschihad. Lexa, Bruder, die wissen das. Ich muss wieder rüber, ich habe hier eine Sportsbar und ich habe Kunden drüben, mein Sohn muss gleich zum Training. Ich gehe rüber, okay. ich hoffe und bete für jeden ehrlichen und guten Mensch mit reinem Herzen und ich hoffe, dass die Menschen, die kein reines Herz haben, sich ganz weit von uns entfernen, damit wir miteinander in Frieden hier überall auf der Welt auch leben können. Die sollen da hingehen. Werden wir. Saudi-Arabien, wo fast jeder Boden aus Gold ist, ja, die keinen einzigen Moslem dieser Erde nimmt die auf als Flüchtling, ja, aber stellen sich hin als der große Bruder, der die Wahrheit ausspricht, die sollen sich schämen. Wir, das ist keine Nächstenliebe. Und das ist, weil wir ein gutes Herz haben und wahre Menschen sind, nimmt die sogar noch auf, obwohl wir wissen, wie die ticken, um an das Gute zu glauben und zu hoffen, dass sie eines Tages die Wahrheit erkennen. Ich küsse euer Herz. Bleib sauber. Wir küssen dein Herz. Bleib bei der Wahrheit. Lasst euch das nicht auferzwingen. Und mögt alle in Frieden. Und ich hoffe, wir werden eines Tages auch diese Leute dazu bringen, dass sie die Wahrheit erkennen. Und wenn nicht, dann sollen die weit weg von uns. Vielen Dank. Ja, auf jeden Fall. Schönen Tag noch, ne? Bis bald mal wieder. Schönen Tag, Bruderherz. Oh Gott, ciao, ciao, wiederhören. Wow, das waren sehr, sehr starke Worte. Sehr starke Worte, Leute. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, Farman. Was können wir für dich tun? Bruder, ich bin auch ein Jeside. Eigentlich wollte ich alles erzählen, aber Basho hat schon vor mir alles erzählt. Daher, ich wollte nur was dazu sagen. Und zwar, die Moslem haben sich einen Allah erschaffen, der nach den Bedürfnissen, also ihre Bedürfnisse, Befehle gibt. Das mit Sex und das mit Frauen und dies und das. Also nicht Allah hat sie erschaffen, sondern die haben einen Allah erschaffen, weil wir haben in unserer Religion 1003 Namen von Allah, von Gott, aber Allah steht da nicht drin. Das heißt, dieser Allah ist ein Muslim, dass sie sich erschaffen haben und danach auch gehen und Menschen abschlachten und Sklaven machen und töten und dies und das. Weil wie kann das sein, dass ein Gott, wenn es, also ich weiß, dass es kein Gott ist, aber wie kann es sein, dass ein Gott einen Propheten gibt, der Sexgelüste hat? Könnt ihr mir das sagen? Das ist doch ekelhaft, nicht nur oder? Das ist richtig widerlich. Das ist sehr widerlich, ja. Vor allem ein Prophet. Genau, ja, und dann gebe ich dir vollkommen recht. Wie kann es sein, dass ein Prophet die Frau von seinem Sohn zur Frau nimmt? Also, wie kann es sein? Also mich stört es, dass Mohammed in eine Neunjährige gevögelt hat. Das ist doch krank. Also die Muslime sagen, ja, aber das war damals eine andere Heilzeitalter. Und das ist wirklich ehrenlos und pervers. Ja? Bruder, der hatte 40 Frauen, davon 11 Kinder. 40 Frauen hat er gehabt und davon 11 Kinder. 11 kleine Kinder. Wahnsinn. Der Islam ist so unglaublich. Davon waren noch 18 Sklaven, Bruder. Aber du musst ja nicht nur, du hast was Schönes gesagt, der hat ja Zeynep genommen, die Frau von seinem eigenen sogenannten Sohn. Der hat diesen Sohn ja adoptiert. Guck mal, was er getan hat, um an diese Frau rauszukommen. Bruder, schau mal, was er gemacht hat. Er hat eine respektable Praktik, die es damals vor dem Islam bereits gab,
und zwar die Adoption. Das ist ja eine respektable Praktik. Kümmere dich mal um ein fremdes Kind, als wär's dein eigenes. Das war eine sehr respektable Praktik im damaligen Vorislam. Er ist gekommen, was hat er getan? Er hat diese Praktik abgeschafft, nur damit er den Sohn, nur damit er die Frau von seinem adoptierten Sohn vögeln kann. Und was macht er dann? Er schickt den Sohn in einen Krieg, wo er weiß, er wird 100% sterben, und dann, um sich dem zu entledigen. Was ist das, Mann? Das ist wirklich krank. Der hat ihn geheiratet. Der hat seinen 18-jährigen Sohn nach Erwin, seine Frau, geheiratet. Der hat ihn geheiratet mit der Frau, die Mohammed großgezogen hat. Also mit einem 70-jährigen. Er hat seinen 18-jährigen Sohn mit einer 70-jährigen Frau geheiratet und dann immer zum Krieg geschickt. Der war wirklich hinter Gelüsten, als er am Sterben lag. Ihr wisst, der Bruder, der hat sich, oder? Der hat sich mit List und Trick zum Propheten gemacht. Dafür hat er zwei seiner besten Freunde getötet. Das wussten die auch nicht. Das wussten viele nicht. Das ist der Wahnsinn, wirklich. Also dürfte ich mal was vorlesen? Also so ein Mass. Dürfte ich mal was vorlesen? Botschaft gar nicht vollbracht. Leute, ganz kurz. Ganz kurz, Leute, wenn das okay ist, seid mir bitte nicht sauer, aber wir machen jetzt eine Pause und ich würde dann in 4 Stunden wiederkommen, Leute. Nee, halt, warte. Doch, so ungefähr 3-4 Stunden komme ich wieder. Ja, okay. Alles Gute, okay. Ciao. Ihr seid mir aber nicht böse? Auf gar keinen Fall. Nein. Okay, aber ich mach jetzt eine kleine Pause. Wer noch kann, oh, da schreibt einer, Testo ruft. Oh, wenn du wüsstest, Alter, nicht nur Testo ruft, da es wartet auch schon Trembolon und alles auf mich. Glaub mir, wenn du eine Ahnung hast. Oh, Trembo und alles Mögliche. Ja. Das ist Gottes eine kleine Sorte, die du da gehört hast. Islam wurde widerlegt. Clenbuterol auch, ja. Aber hier im Kopf. Anastas, hier im Kopf. Leute, der Islam wurde widerlegt. Hier oben und hier. Das ist die Wahrheit. Und Jesus Christus sagte selber, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Der Jesus ist die Wahrheit und nicht Mohammed. Mohammed wurde von einer Jüdin vergiftet namens Safia. Aber der Jesus Christus, er hat den Tod besiegt. Halleluja. Er ist der Wahrheit. Halleluja, Halleluja. Und Mohammed ein falscher Prophet. Der Diener sagt. Babylon, ganz kurz, Leute. Babylon? Yes. My brother, we're gonna take a little break because there's no Muslim here. So I would say I will be back in the next, let's say, 3 to 4 hours, something like that. Babylon, brother, God bless you. Yes, my brother. God bless you. The peace of the Lord. God bless you guys. And will be with you. So, my frère, que Dieu vous bénisse, eh? My frère. Ciao. All right. So, guys. Protein Sheikh, bis später. Babylon, later. Jeremy, later. Guys, I'm going offline. Boom, 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 boom. Yeah, brother. Yeah, Babylon, I'm listening. Okay. All right. Also, bye, bye, Leute. Bis später.